Meine Damen und Herren, am Gleis 4, bitte steigen Sie ein. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast 1840 live aus Köln. Es ist schon einige Monate her, dass wir die letzte Folge mit Franz Rampelmann gemacht haben. Und da er mich ja so oft in Düsseldorf besucht hat, dachte ich, diesmal besuche ich ihn hier in Köln. Und wir gucken uns mal ein bisschen die Stadt an und setzen uns für ein kleines Interview in ein Restaurant und machen so zusammen noch einmal einen Podcast 1840. Die Lindenstraße ist jetzt ein halbes Jahr her. Er wartet hier vor dem Gebäude des Hauptbahnhofs. Also ich bin direkt beim Hauptbahnhof in Köln. Ich sehe den Dom schon. Und hoffe, dass ich den Franz jetzt auch gleich sehe. Es ist sehr, sehr schönes Wetter. Es sind nochmal ein paar schöne, nicht zu heiße, aber äußerst sonnige Sommertage. Und ich sehe den Franz schon. Er hat ein Jackett an. Und da freue ich mich natürlich und laufe einfach mal auf ihn zu. Er sieht mich noch nicht. Er schreibt irgendwas auf. Aber ich weiß nicht so recht, was er da aufschreibt, der Franz. Ja. Ha, da bist du ja. Hi. Hallihallo. Na, alles gut? Ja, danke. Freut mich. Ich habe gedacht, du hast mich ja so oft besucht. Ja. Jetzt besuche ich dich einfach mal. Ah, super, wunderbar. Naja, wir stehen ja auch in meiner Heimat, in meiner bayerischen Heimat, vor dem Kölner Dom. Ja, das wollte ich sowieso als erstes auch fragen, wenn wir hier jetzt so ein bisschen durch die Stadt laufen. Ja. Ist das Heimat für dich? Bist du jetzt so ein bisschen Kölner geworden über all die Jahre? Ja, ich meine, man kann schon Kölner werden. Es ist nicht so schwer. Köln ist ja eine unkomplizierte Stadt. Das ist ja im Moment auch sehr viel freiheitlicher als die Bayern. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Und insofern ist es schon ein Stück Heimat. Ich meine, das ist immer die Definition, was ist Heimat, aber wo man sich halt einfach vertraut fühlt oder wo man halt Leute hat, mit denen man umgehen kann oder umgehen will. Und insofern ist es ein Stück Heimat. Aber ich habe natürlich mehrere Heimaten. Also, es bleibt natürlich das Dorf, das bayerische Dorf bleibt natürlich. Das bleibt aber so in einem drin, ne? Da, wo man herkommt, da sind die Wurzeln. Also ich habe das ja auch, ich bin ja auch ein Dorfkind aus Norddeutschland und ich vergleiche auch jetzt noch nach 20, fast 30 Jahren immer noch alles so mit meinen kleinen Erinnerungen an damals. Ganz komisch. Und bin immer noch überwältigt von so großen Städten. Wir haben das beste Wetter mitgebracht, ne? Ja, ich habe bestellt. Gestern Abend noch habe ich eine Bestellung rausgehauen per Internet und habe gesagt, okay, zwischen 10 und 13 Uhr muss es auf jeden Fall gut sein. Das danach kann es wieder regnen. Ja. Aber ich meine, nochmal zu dem Begriff Heimat zu kommen. Wir haben ja beide, wenn du das auch sagst, mit dem Dorfhintergrund, das ist halt die Kindheit. Ja. Aber die Frage ist, wollen wir dann da auch noch leben? Auf keinen Fall. Ich nicht. Ich auch nicht. Obwohl es so schön ist, wenn ich sage, wo ich herkomme, aus Schliersee, oh, da ist so schön, da ist es ja so, geht mir schön. Das mit Cuxhaven immer. Wenn ich Leuten sage, aus Cuxhaven, die alle, oh, da mache ich immer Urlaub, oh, da, wieso sind sie da weggezogen? Ich sage, aber für mich ist da, es ist halt echt Dorf gewesen. Ich habe auch noch so ein kleines Dorf da in der Nähe nur gewohnt und ich wollte immer raus. Ne? Ja. Eben. Und man muss ja raus. Das heißt, man kann, sagen wir mal so, von der inneren Einstellung her ist es doch eigentlich wichtig, dass man sich die Heimat erwählt. Das finde ich so, dass man sagt, okay, das ist etwas, das ist mein Hauptzentrum und da gehe ich von aus. Und das ist halt dann was anderes als das Dorf. Ich meine, bei meinem Dorf muss man 5 Monate Schnee schaufeln und dann wohnt man am Berg oben und dann, da komme ich. Ja, da ist es schön, aber ich habe auf die Berge ja schon so lange geschaut. Ich habe ja schon 20 Jahre auf die Berge geschaut. Die kenne ich ja jetzt. Also was ist da Neues? Und wenn sich dann da nicht mehr viel tut für einen selber, wo man sagt, okay, man hat zwar ein paar Spätzle, ein paar Freunde noch von früher, aber trotzdem, die haben sich anders entwickelt, ich habe mich anders entwickelt. Und das ist dann, und gerade durch den Beruf, ich meine, bitteschön, als Schauspieler, wir haben zwar ein Bauerntheater dort, ne, wo ich dann aufgetreten bin, als Schurblattler, mit dem Zack. Aber das ist dann, das bespielen die, das sind dann andere Stücke, das ist nicht mein Ding. Ich war in Bonn am Theater, ich wollte Shakespeare spielen, wollte die berühmten Sachen spielen. Und dann habe ich mir die Heimaten eigentlich, sagen wir mal so, wenn ich das so recht bedenke, dann hören wir wieder auf mit der Heimat, habe ich die nach den Theaterengagements gewählt. Du hast gesagt, guckt, wo kann ich mich kreativ am besten ausleben, wo passe ich da langfristig hin sozusagen? Ne? Naja, wie lang auch immer fristig, ne? Auf jeden Fall so lange, wie halt der Vertrag geht. Danach, manche bleiben dann nach dem Vertrag auch noch in der Stadt wohnen, je nachdem, wo manche haben ja dann auch Kinder. Ne? Und dann gehen die in die Schule und so. Und früher haben die, sagen wir mal so, die Schauspieler sind halt alle 2 Jahre, 3 Jahre dann auch umgezogen, weil das Engagement endete. Man hatte 2-Jahres-Verträge, man hat heute auch noch 3-Jahres-Verträge und manche hatten dann verlängert, die waren dann 6 Jahre, aber nach 6 Jahren war Schluss. Da musste einer, der in Hannover gespielt hat, musste dann halt vielleicht nach München oder vielleicht nach Augsburg, vielleicht auch ein kleineres Theater nach Ingolstadt, weil da hat er einen Vertrag gekriegt. Ja, und früher ist man da mit Sack und Pack hingezogen. Das heißt, jemand, wollten ja ein bisschen über Kollegen auch noch sprechen, das war... Sehr gerne, aus der Lindenstraße. Aus der Lindenstraße, natürlich. Ja. Und die Rolle Knut Hinz,
Nicht die Rolle, sondern die Rolle Scholz und der Herr Hinz, der Knut Hinz, war, glaube ich, wir saßen ja öfters zusammen und haben dann gequatscht und so weiter. Wir waren auch mal im Jazzlokal hier vorne, ja, ordentlich, abends richtig, weil er liebte Jazz. Er war ja, hat ja Trompete gespielt und so. Und er sagte, er war auf 14 Schulen, ja, so. Ja, auf 14 Schulen, weil der Vater war ja, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, der Hinz war ein bekannter, sehr bekannter Theaterschauspieler, der Vater. Und der hat dann noch einen anderen Sohn. Und, glaube ich, noch die Tochter. Und sie alle wurden Schauspieler. Die heißt ja immer mit wie so Zirkuskinder, ja, mit quasi. Ja, Sack und Pack. Da ist der Vater nicht von Hannover zum Spiel nach Ingolstadt, hat ein Apartment und ab und zu kam er nach Hause. Nein, man zog um und Vater ging zu Fuß ins Theater. So war das dann. Und die Kinder kamen dann in die Schule. Ja. Hat es ihm geschadet? Nein. Das weiß ich nicht genau. Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Also wir stehen jetzt hier direkt vor dem Kölner Dom. Yeah. Ich würde sagen, wir gehen mal so ein bisschen, ich würde einmal gerne so ein bisschen an die Rheinpromenade. Ich war das erste Mal in Köln mit der Schulklasse tatsächlich. Wirklich? 2002. Okay. Und habe da so viele Eindrücke erlebt. Jetzt waren ja auch viele Fernsehstudios, sind ja heute noch. Und das hat mich immer sehr fasziniert und wollte unbedingt deswegen nach Nordrhein-Westfalen. Immer wenn ich nach Köln komme, ist immer wieder was, ein kleiner Magic Moment hier. Ja, es ist auch so, weil wenn man auf den Dom schaut, wir schauen ja jetzt gerade auf den Dom hoch, da hängt dann immer ein Gerüst. Schau mal, es hängt immer irgendwo ein Gerüst und eigentlich verschandelt es den Dom und schau, wie das da festgemacht ist mit so Seilen. Und an diesem Gerüst wird dann oben diese Seite dann wieder erneuert, gebastelt, gemacht, weil soweit ich weiß, nehmen die immer noch dasselbe Material, nämlich diesen Sandstein, der eigentlich witterungsempfindlich ist und verreckt mit der das Zeit. Das heißt, sie sorgen selber dafür, dass immer wieder renoviert werden muss. Absolut, genau. Das ist absolut ein Dauerjob für die Zukunft. Also wenn man ja, der Name heißt Dombaumeister. Oder wir haben jetzt eine Dombaumeisterin hier. Mhm, und die haben da hinten auch die Werkstatt. Wenn wir da vorbeigehen, kann man sehen, das heißt die Domhütte. Ja. Ja, das ist so ein Gebäude, wo es nicht reinregnet. Und da holen die Steine runter, irgendwelche Skulpturen oder Fresken. Wie sagt man da Fresken? Also diese ganzen Teile da, diese mit den Zacken da. Da gibt es ja so viele Zacken hier oben. Die ganzen Ornamente und Figuren da. Ja, die Figuren sind eine Sache, aber diese vielen Zacken an den Dächern. Ja. Also die Verzierungen. Die Verzierungen. Die Zuhörer können mal auf den Dom, holen Sie mal ein Foto raus. Schauen Sie mal, wie viele Zacken stimmt, da sind. Ja, das ist mir nie so aufgefallen. Ganz viele kleine Türmchen mit ganz vielen Zacken. Ja, die müssen natürlich alle gewartet werden. Die müssen alle gezackt werden. Genau, immer wieder neu gefeilt. Und wenn es nicht mehr geht, holt man irgendwo aus der Eifel diesen Sandstein oder so und macht ganz neue Zacken und klebt die dann hin oder macht. Also, es ist hanebüchen. Eigentlich müsste man ja auf diesen kleinen Souvenir Kölner Doms auch immer ein kleines Gerüst dran haben. Dann wäre es ja original. Dann wäre es original, ja, genau. Das wäre noch eine Erfindung, wo man sagt, ein Zubehör sozusagen. Ja. Wollen Sie diesen Dom, den Sie sich zu Hause hinstellen, dann mit Gerüst oder ohne Gerüst? Kostet noch 1 Euro mehr mit Gerüst. Mir ist aufgefallen, du siehst sehr schick gekleidet aus. Hast extra ein Jackett angezogen. Ich wollte mal weg. Ich hatte auch das karierte Hemd schon in der Hand. Dachte ich, komme ich heute. Ich trage auch privat gerne karierte Hemden, so blau oder bunt oder sowas. Aber nein, ich dachte, heute ist Samstag und heute kommt der berühmte Interviewer Julian Schlichting. Ja. Da mache ich mich mal ein bisschen schick. Lindenstraße ist jetzt schon ein halbes Jahr eingestellt worden fast. Ja, das ist, können wir noch drüber reden. Es ist unbelievable, sagt der Amerikaner. Es ist wirklich unglaublich, dass es überhaupt geschehen ist. Ja? Ja. Ich rätsel noch manchmal ein bisschen, was gewesen wäre mit der Republik und mit unserem Land, wenn wir noch Lindenstraße behalten hätten. So, das habe ich jetzt auch gerade noch mal mir ein paar Notizen gemacht. Dachte, ja, wenn wir es behalten hätten, wer weiß. Sagen wir so, wir stehen jetzt ja hier davor und wir haben viele Menschen, wir haben ja die Zeit, wo man sich jetzt nach den sogenannten Beschränkungen richten muss, um es mal vorsichtig zu sagen. Und ich weiß nicht, ob sich alle so danach gerichtet hätten, wenn es noch Lindenstraßen gäbe. Interessant, weil es halt doch noch politische Auswirkungen aufs Fernsehland gehabt hat. Und von diesen ganzen Leuten werden ja auch ein paar Lindenstraßenfans dabei sein. Muss ja. Ja, muss, absolut. Ich hatte dann, also wenn wir schon darüber reden, ich hatte, weil wir auch gerade bei der Bahn sind, vor kurzer Zeit bin ich mit dem ICE gefahren. Und hatte dann, das war schon abends und der Zug kam schon von Berlin irgendwie und es war eine sehr nette blonde Frau in diesem kleinen Kabäuschen, wie man so schön sagt, also in dem, wo die Schaffner so sind, wo man die Tür so zumachen kann, also in dieser Zentrale, die saß da etwas ermüdet. Dann habe ich sie was gefragt irgendwie und dann kam sie um die Ecke und sagt eben, ich muss Sie was fragen und so weiter, sagen Sie mal, ich habe mit meiner Oma in der Lindenstraße gesagt, sehen Sie das? Und gesagt, ja, und dann haben wir uns sehr nett unterhalten, bis in Köln, bis zum Aussteigen und das war wirklich so besonders nett und die hat mich dann wirklich und die war so, sagen wir mal, eine so herzliche Frau, so dass ich gedacht habe,
jetzt verstehe ich auch die Wichtigkeit. Für Sie, lieber, wir haben ja viele kleine Mädchen von früher, die jetzt erwachsene Frauen sind, die immer mit der Oma guckten. Ja. Ja, das ist ja. immer wieder treffe ich auf Frauen mit zwischen 30 und 45, die haben alle mit der Oma geschaut. Ja, wahrscheinlich waren die einfach hat die Oma die betreut am Sonntag. Und ja, dann das war ja auch noch eine Zeit, wo man wach ist, ne, wo auch kein Kinderfernsehen läuft. Ja, genau, zum Beispiel. Und da hat die Oma gesagt, ich muss Lindschau, es ging gar nichts vorbei. Oma guckt ja immer, ne, egal ob mit Kind oder mit Enkel oder was auch immer. Und hatte dann den Enkel und hat gesagt, bevor ich auf meine Lindenstraße verzichte und mit dem Kind noch was spiele, muss das Kind halt zuschauen. Ja, ja, ich konnte es auch nicht wegsperren. Die Oma hat nicht gesagt, du gehst jetzt dahinter, weil da kommen vielleicht gewalttätige Sachen und das ist gar nicht schlecht für deine Seele oder sowas. Ja, nicht so oft. Ja, ab und zu ist mal jemand gestorben, aber ansonsten. Ja, es gab schon ein bisschen, also Lindenstraße war schon auch sehr direkt und heftig. Ja. Also wo man sagen hätte, ja, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Und dann die Cliffhanger mit einem ziemlich grauenhaften Schicksal. Jemand steht an der Brücke, man weiß nicht, springt er jetzt? Und das arme Kind könnte sich eine Woche Sorgen machen, ob der noch lebt oder nicht. Aber da waren die Omas nicht zimperlich. Die haben dann diese, vor allem Mädchen, ich höre es immer nur von Frauen. Also selten, dass Jungs bei der Oma waren und Lindenstraße geschaut Interessant, haben. Interessant, ja. Warum? Keine Ahnung. Haben die mit dem Opa was anderes draußen gemacht. Ja, vielleicht mit dem Opa, wenn es einen Opa gab. Aber das waren immer, ich kenne auch keinen einzigen Mann, der gesagt hat, ich habe mit meinem Enkel immer geguckt oder sowas. Auch kein Junge, der sagt, ich habe mit Opa geguckt. Es waren immer also ich habe es tatsächlich mit meiner Mutter geschaut. Meine Oma hat das alles nicht interessiert. Ja. Das ist vielleicht auch so ein bisschen individuell. Ja, natürlich, ja klar. Wir haben ja, ich meine, bei 80 Millionen Leuten im Land. Aber wir hatten ja zu der Zeit, wo es unsere Hochzeit war, 10 Millionen Zuschauer. Und da bin ich auch hier aus diesem Bahnhof immer wieder raus. Spät von München gekommen. Ich bin da sehr viel gependelt und bin dann immer zu diesen. Da sind rechts, wenn man am Bahnhof rauskommt, die sind da die Taxen. Da bin ich dann reingesprungen und nach Hause. Und dann hatte ich dann im Zug noch die Rolle immer gelernt. Ach so, also ja, ist das ja alles für dich sowieso auch mit sehr viel eigener Geschichte verbunden. Warst du ja, auch mal an dieser Kneipe da hinten? Nein, da war ich nie. Ah, da bin ich einmal versackt, habe ich gehört. Bist du am Dom, da hinten? Ja, genau. Da haben wir nämlich auch Bier bekommen. Ach so, ja. Na, Bier habe ich im Zug getrunken. Ach mein, so. Ja, weil wir ja vor dem Bahnhof stehen. Das ist ja, also wir, heute ist ja unsere Bahnhofsfolge sozusagen. Ja, ja. Ja, also Köln, so. Köln-Special. Köln-Bahnhof-Station-Special. Also der schönste Zug war der von Wien kam. Der abends kam ein Wien und der hatte dann, der fuhr dann am Rhein entlang, da gab es die schnelle Strecke noch nicht. Und der hatte einen Speisewagen. Von dem träumt man heute. Von dem träumt man. Ein Wiener Speisewagen mit weißen Tischdecken, ja, mit einer Bedienung im Bistro-Style und mit einer Speisekarte von, ich kenne nur Palatschinken, das ist so ein Stichwort. Ich habe da nie gegessen. Das ist ein Pfannkuchen, oder? Ja, das ist sowas wie Pfannkuchen, aber so irgendwie so sehr dünn und dann zusammengerollt irgendwie sowas und ein bisschen Marmelade. Ich weiß es aber nicht genau. Was es aber gab, war zu der Zeit, da habe ich noch immer Bier getrunken. Es gab wirklich einen halben Liter Bier. Und das hieß Fassel oder sowas irgendwie. Es gab richtiges Österreich, und zwar richtige Flasche, wie ich es von zu Hause kenne. Nicht immer 0,33 in der Bahn, ja, so von Fürstenberg. Und mit dem war ich übrigens in der Klasse zusammen, mit Prinz Heinrich von und zu Fürstenberg. Der war in meiner Schulklasse. Sagt er so nebenbei. Ja, konnte ich ja nichts dafür. Aber ich habe mich mal geprügelt mit ihm, weil wir waren irgendwann mal nicht einer Meinung. Und er trug immer Jackett. Er hatte schon das Prinzen-Outfit. Er trug auch im Gymnasium immer, so wie ich jetzt, ein Jackett. Also es war schon Etikette. Egal wie. Auf jeden Fall gab es in dieser wunderbare Speisewagen, der war gedämpft, der war gediegen. Das war, ich weiß gar nicht, wo die das hinhaben, diesen Speisewagen. Das ist ein absoluter Traum gewesen. Und das war mein Lieblingszug. Und der fuhr dann auch bis Köln. Und ich selig, ich habe dann mal ein oder zwei so halbe Bier. Dann habe ich schon ein Maß Bier drin gehabt. Dann bin ich ins Taxi und hatte dann aber Text gelernt und gesagt, kann mich nicht unbedingt unterhalten, ich muss jetzt Text lernen. Und dieses Text lernen auch, jetzt mal, um es mal zu ein bisschen nochmal zu schwadronieren jetzt, für die Filmerei, habe ich ein System aufgebaut im Inneren, wo ich das Textlernen mir kurzfristig eingerichtet habe. Im Gegensatz zum Theatertextlernen. Theatertext muss man ja monatelang spielen. Das heißt, man muss es richtig intus haben und richtig auch am nächsten Tag, am übernächsten Tag, in der übernächsten Woche, in der überübernächsten Woche noch haben. Nicht so bei der Filmerei.
Weil da kriegst du ja sofort das nächste Drehbuch, die nächste Szene, die nächste Szene, die nächste Szene, die nächste Szene. Das ist interessant, dass du das sagst. Du weißt ja, ich hatte ja kürzlich den Hans-Peter Korff interviewt. Ja. Und der hat mir das auch so ähnlich erzählt. Er hat gesagt, ja, wenn er Serien gemacht hat, Episodenrollen, hat er manchmal auch erst auf der Fahrt das sich so eingeimpft, hat das dann drauf für 5 Minuten. Mhm. Und das meiste war dann abends schon längst wieder weg. Mhm. Ja, genau. Das und das kann man Training, programmieren. Ne? Das kann man programmieren. Das ist eine, sag mal, wie die meisten Dinge im Leben sind ja Entscheidungen. Man trifft ja dauernd Entscheidungen. Das Wort Entscheidung ist eigentlich das wichtigste Wort im Leben überhaupt. Das Fehlentscheidung ist das zweitwichtigste. Das ist das Katastrophalste. Ja, das hat auch mit Entscheidung zu tun. Eine Fehlentscheidung, genau. Dann hat man halt das Ziel, entweder, es gibt ja auch zwei Ziele, es gibt ein richtiges Ziel und ein falsches Ziel. Und wenn man eine Fehlentscheidung getroffen hat, hat man das Ziel halt nicht erreicht, dann muss man halt schauen, ist es das richtige Ziel? Ja, mache ich es nochmal, gehe ich nochmal drauf zu? Oder war es das falsche Ziel und sage, ja, war falsch, dann machen wir was anderes. Ne? So. Und das ist auch mit den Entscheidungen. Wie kam ich jetzt drauf? Zum mit Textlernen. Ja, zum Textlernen, genau, richtig. Und da kann man, das kann man, habe ich dann gemerkt, auch aus der Not heraus, wenn ich die ganzen Drehbücher behalten hätte, alle Texte, ja, meine eigentlich Güte, wollte ich dich dieses abfragen. Ganze Fetzenwerk hier, ja, alles mit, was weiß ich, wie sie alle hießen, die ganzen Frauen, die ganzen aber Kollegen. Ein heilloses Durcheinander. Ja, das, da wirst du ja, da wirst, und dann dieses Dialog und viele wiederholen sich ja dann und im Imbissladen und so weiter, es ist ja dann vieles ähnlich und so weiter. Also das habe ich nicht gemacht, aber ich hatte es so drauf, also mir so programmiert, dass ich auch wirklich die dass es den Tag über anhielt. Mhm. Ja? Also, dass es noch bis zum Abend anhielt. Weil man, so ein Drehtag, da zieht sich manchmal und wenn du das im Inneren denkst, naja, das habe ich dann gleich weg. Nein, das muss man schon für 1-2 Tage muss man schon noch haben. Oder sowas, ne? So, dass man so einen Sicherheitsfaktor hat. Einfach so als Bild, als inneres Bild. Ist ja auch gut, wenn man das so trainiert hat, dass wenn man es dann drehen muss, man nicht Angst hat, man vergisst es gleich wieder, sondern man weiß ja, okay, ich habe das jetzt erstmal drin. Ne? Ja, genau. Das ist diese Gewissheit, das wird dann auch zur Gewohnheit. Das kann man sich dann selber im Inneren, kann man sich das dann so eintrainieren. Ein bisschen ist es so, wie eigentlich, sag mal, die Falschheit in der Schule. In der Schule, ja, als lateinisches Sprichwort, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Ne? Non scholae, ich habe ja Latein gehabt, discimus und so weiter. Ich nicht. Ja, macht ja nichts, kein Problem. Aber da lernt man ja oft für die Prüfung, weil das ist das, was das Ergebnis gibt. Oder auch das kurz vorher, 3 Sekunden vorher nochmal eine Formel durchgucken und so. Ja, und ja. Man will einfach nur, dann hat man es auch sofort aus dem Kopf. Also in der Schule, wenn die Prüfung geschrieben ist, dann ist es sofort weg. Ja, aber das ist doch eine Katastrophe. Ja, natürlich. Das ist doch also als Bildungssystem. Hat mit Lernen eigentlich nichts zu tun dann, ne? Ja, es ist einfach, ja, es ist einfach eine sehr, einfach eine Beschäftigungstherapie unter dem, sagen wir, und es ist eigentlich ein falsches Ziel. Weil mit Leistungsdruck und einfach nur auf dem Moment ist egal, was du sonst so weißt, in dem Moment musst du das einfach aufschreiben. Ja, genau. Wenn du es dann richtig hingeschrieben hast, kriegst du eine gute Note und der Papa sagt, du bist ein liebes Kind. Dann bist du auch ein intellektueller Junge. Ja, ist doch furchtbar. Und dann machen die Leute, vor allem machen die Leute das ja auch dann später im Beruf so weiter. Ja, das ist die Katastrophe. In der Schule ist man ja noch relativ beschäftigt, aber mit als Schüler, aber wenn man das dann im Beruf auch macht, dann ist man ja nicht kompetent. Ja, dann weiß man das ja nicht. Dann weiß man nicht genau, dann hast du Leute im Büro sitzen, die gucken dich dann an und sagen, ja, geben so eine Halbantwort und dann, wenn das nicht richtig kontrolliert wird, dann, und bei Abrechnungen zum Beispiel, ich meine, wenn man, sagen wir mal, im Zahlenwerk oder bei Betrieben oder sowas, du kennst es ja, wenn man genau sein muss und auch wirklich Hintergründe wissen muss, was kann man noch für Möglichkeiten rausholen und so, es ist eine Katastrophe. Also deswegen, vielleicht kriegen wir ein bisschen bildungsmäßig einen neuen Schub oder sowas, wenn das Tal der Pause vorbei ist, vielleicht kriegen wir ein bisschen einen Schub. Ne? Ja, man kann es auch als Chance nutzen, absolut. Ja, was machen wir jetzt? Ja, ich würde mal sagen, wir laufen jetzt mal einmal kurz im Rhein, weil ich da unbedingt hin möchte. Okay. Und du hast gesagt, es gibt eine tolle Bar, ein Restaurant, wo die Künstler-Community... Naja, mit der Künstler-Community... von damals. Ja, von damals. Also es gibt hier von, wenn man hier am Dom vorbeigeht, geht es also am rechten Seite vom Dom, wenn man vom Hauptbahnhof steht, für die Hörer, dass sie ein bisschen das Bild kriegen, geht man über die Straße rüber und kommt dann in die Fußgängerzone und da ist schon der WDR. Im Grunde sieht man das Gebäude. Ist das da beim Wallraffplatz? Genau, das ist der Wallraffplatz. Ich hatte nämlich früher mal eine Kinderserie, der Spatz vom Wallraffplatz. Na was, da war so eine kleine Puppe,
glaube ich, 60er oder so, habe ich irgendwann mal zufällig entdeckt. Und das war dort auf dem, bei diesem großen, das ist ein großer Baum. Ne? Ja, ist ein großer Baum. Und da hat dieser Spatz gesessen. Das ist auch schon der, allein der Baum hat schon Fernsehgeschichte. Wirklich? Ist, ja, dann setzen wir uns auf den Baum oder sowas. Ja, da kannst du sitzen. Ja, dann gehen wir mal los. Ja, genau. Und da ist eben das Lokal, wo ich dachte, wir können uns reinsetzen und dann schauen wir einfach mal. Also, ja, vielleicht in der Ecke oder sowas, dann sind wir einfach schon mal in geschichtsträchtigen Bereich. Und wenn es zu voll ist, gehen wir woanders hin. So machen wir das. Ah, du hast einen Helm mit, du bist ein Fahrrad. Ja, ich bin ein Fahrradfahrer. Ich bin ein begeisterter und begnadeter Fahrradfahrer. So, also jetzt. Wohl der Platz, wo auch am meisten Selfies und Fotos gemacht werden. Ne? Also hier vom Dom. Es gibt ja Domplatte, es gibt eigentlich zwei. Wenn man Domplatte spricht, meint man da die rechte Seite oder die da hinten? Hauptsächlich die große Platte vorm Haupteingang oder sowas. Das ist die Domplatte. Das gehört aber der Teil, soweit ich weiß, auch dazu. Und es zieht immer. Es pfeift immer der Wind, weil das offensichtlich so ein Durchlass ist von Himmelsrichtung zu Himmelsrichtung, zum Rhein runter. Da gibt es einen Luftsog und es zieht immer. Wo wollen wir denn jetzt hingehen? Also wenn wir da runter zum Rhein müssen, müssen wir da hingehen. Nach links gehen erstmal. Da zieht es wahrscheinlich auch wegen dem Wasser, aber ein bisschen Wasser muss ja sein. Ja, ja. So, und dann gucken wir mal, dass wir mal zum Rhein gehen. Da sind ja inzwischen einige Schlösser in den letzten Jahren dazugekommen. Ach so, der Brücke, ich habe da auch zwei hängen. Also eins ist noch aktuell, das andere, das müsste eigentlich noch mal abgesägt werden. Ja, genau. Aber so ein bisschen Verbundenheit bleibt ja eigentlich immer da. Aber ich habe mal tatsächlich jemanden gesehen, der war mit einer Säge da und hat sein Schloss wieder abgesägt. Wirklich? Ja, ja. Das hätten wir eigentlich fotografieren müssen. Ja, meine hätte ich die Eisensäge mitbringen sollen. Ich habe eine zu Hause frisch gekauft, weil ich was reparieren musste. Und habe ich eine Eisensäge gekauft, so kleine. Hätte man das alte Schloss von dir absägen können. Ach ja, das tut mir dann auch weh. Das hätte man dann reingeschmissen, symbolisch, unter Zeugen. Aber einige müssen ja auch verrostet sein, oder? Ja, viele sind verrostet. Wann war ich da? Vor einem Monat bin ich mal rübergegangen. Da sind viele, das sieht aus, das ist furchtbar. Jetzt schauen wir mal schnell. Furchtbar meine ich mit, weil es einfach so zugehängt sind, die Schlösser. Na, du wirst es selber sehen. Mach dir da hängt eins über dem anderen. Also genau. Man muss auch, wenn man dann ein Schloss dazu hängt, das auf jeden Fall fotografieren und zwar großräumig, dass man das später auch wiederfindet. Denn das Suchen, gerade wenn es ein bisschen lange der Witterung ausgesetzt war, dann werden diese Gravuren, sind ja nicht alle die höchste Qualität, werden die auch ein bisschen schwammiger. Ja, genau. Aber es ist schon ein neues Geschäftsmodell in den letzten Jahren hier gewesen. Ne? Es gibt so Firmen, die machen nichts anderes hier. Ja, absolut. Genau, dieses Gravieren oder sowas, damit die Namen dann da auch drin sind. Und unten liegt natürlich, im Rhein liegt natürlich ein wahnsinniger Haufen von Schlüsseln. Das ist die Tradition. Ne? Man wirft die Schlüssel weg, dann ist die Liebe für ewig hier festgehalten. Ja, das ist so das ist auch dann das eine Ziel. Ob das Richtige war? Das war der Gedanke. Ist das eigentlich immer mal Thema in der Kölner Presse, dass man die abnimmt wegen Gewicht oder ist das kein Problem? Wenn dann ICE 4, 5 Züge rüberfahren können, dann können auch noch 10 Millionen Schlösser hängen. Das weiß ich nicht genau, aber ich meine, können Sie mal ausrechnen. Es war schon mal Thema, ob man die alle abnimmt, weil sonst die Brücke so Schieflage kriegen wird. Also das hier ist das ist die Domhütte. Ja, hier, das ist so die nicht so schöne Seite vom Dom jetzt hier eigentlich. Ne? So ein bisschen, sieht aus wie so ein altes, gruseliges Schloss aus dem Film. Es sieht ein bisschen aus wie ein altes englisches Schloss, das stimmt, wenn man da hochguckt. Aber gigantisch mit diesen Stützen, die so schräg hochgehen und noch mehr Zacken. Schau mal, wie viele Zacken das sind. 10, 20, 30 sind bestimmt. Ja, das stimmt. Was wir hier sehen, sind bestimmt 1200 Zacken. Die haben es dir angetan, ne? Müsste ich da noch bewerben? Nein, ich sehe nur, wie man das da in dieser Domhütte restauriert. Und auch so Hunde. Also wenn man sich den mal, oder was sind das? So Tiere, Schweine, Hunde, die hier so an der Seite. Die da oben, ach so, den Ausfluss, das sind die, sind das nicht sowas, wo früher das Wasser rauskam von der Dachrinne? So ähnlich. Ja, das haben die noch mit Himmel. Sehr viel Mühe gemacht. Heute haben wir Rinnen. Da haben wir Widder. Schau mal, hier sind sie mit so Hörnern. Stimmt. Verschiedene Tiere. Und ganz oben drauf ist ein goldenes Kreuz. Ja, genau. Und was ganz toll ist, also etwas noch, das muss man wirklich sagen, ganz fantastisch, wenn man abends ausgestiegen ist, die letzten Tage, und ich stieg zweimal abends aus, und das, ich weiß nicht, woran es liegt. Der wird hier beleuchtet, der Dom. Da kreisen um den Dom ungefähr, also abends um 10, 11 oder sowas, ungefähr 300 bis 800 weiße Vögel. Nachts. Also Möwen. Müssen Möwen sein.
Ein schönes Schauspiel. Ne? Das ist irrsinnig. Die schweben da. Das ist so, als hätten die Oktoberfest da oben irgendwo sowas. Die schweben da rum und, in dem Licht und die Leute fotografieren, die stehen da und völlig baff. Also gestern war ich später auch nochmal da, waren es mindestens 300 oder so. Ja, so. Und das andere Mal waren es aber mehr, waren es doppelt so viel. Was kann ich, die kommen wahrscheinlich von Düsseldorf, von Duisburg und sagen, möglicherweise, hier wollen wir natürlich hin. Warst du schon mal hier, ich war einmal nämlich nachts hier und da war ich quasi ganz allein auf der ganzen Domplatte. Hast du das auch schon mal erleben dürfen? Alleine? Wenn ich zu spät komme, das ist interessant. Ja, das je nach Wetterlage oder so. Ne? Gut. Aber sicher, man ist da ganz allein, das stimmt schon. Das gibt es manchmal auch. Da haben vor allem ist es so, die Kölner sind ja so, wenn es schlagartig kalt wird, sind die erstmal alle zu Hause 2 Tage. Dann kommen sie wieder raus und gehen, ziehen sich dann ein Jäckchen an und setzen sich wieder ins Freie. Ah. Aber der erste kalte Tag, da ist die Stadt leer, dass sie sagen, nee, es darf nicht wahr sein, nee, da bleib ich zu Hause. Sie werden ja noch mal schnell rausströmen. Es wird nämlich jetzt noch mal 2-3 Tage wieder warm, merkwürdigerweise. Also wir laufen jetzt direkt am Museum vorbei und gehen jetzt quasi direkt auf die Hohenzollernbrücke, heißt sie, ne? Die Brücke hier mit den ganzen Schlössern. Ja, ich glaube, mit den Namen bin ich mal nicht. Ah, das macht nichts. Ich habe meinen Brückenlauf gemacht. Ich bin ja auch etablierter Jogger gewesen eine Zeit lang. Und habe dann mit den Namen der Brücken, da komme ich ein bisschen durcheinander. Es gibt Deutzer Brücke, Hohenzollern Brücke. Und dieser Brückenlauf, der geht durch die Stadt hier, 15 Kilometer und immer über Brücken, hin und her, 15 Kilometer auf Asphalt. Mhm. Da war ich richtig stolz, da war fix und fertig. Schau mal, jetzt hier unter ist die Philharmonie, oder? Ja, hier unten drunter ist die Philharmonie, genau. Da darfst du jetzt nicht rüberlaufen, sonst kriegst du hier Stress mit dem Bodyguard. Hier sind zwei Männer in so hellgrünen Jacken, die passen auf. Weil wenn man da drüber geht, dann hört man das unten in der Philharmonie. Und das konnte man über all die Jahre nicht baulich-technisch verändern. Das war nämlich damals, als ich mit der Schule war, war das auch schon so. Ja, wirklich. Ja, also erstaunlich. Ja, irgendwie haben die sich entschlossen, haben damit rausgerechnet, was kostet es uns. Also wir gehen wir einmal kurz zu den Schlössern, genau. Gehen wir mal zu den Schlössern und dann schauen wir uns das an. Also baulich haben sie es einfach nicht verändert. Die haben wahrscheinlich dann mal ausgerechnet, wenn wir das alles abreißen, und da unten Dämmplatten reinbauen und dann funktioniert es wieder nicht. Dann bezahlen wir lieber Leute, die da oben, wenn unten was los ist in der Philharmonie, dann pass einfach auf, dass da keiner drüber spazieren geht. Ganz genau, dann tun die halt die Leute dann vorbeileiten. Man stellt auch keine Gitter auf, das ist auch zu kompliziert. Man stellt Menschen hin, die sagen, bitte im Moment nicht hier drüber laufen. Ja, komisch. Also ich meine, wenn man da jetzt einfach Gitter aufstellen würde, das hätte doch den gleichen Effekt. Also man kann doch einen noch daneben stellen, aber das ist wirklich merkwürdig. Naja, aber es gibt ja die Anarchisten, die laufen dann an einem Gitter vorbei und dann haben sie dann Stöckelschuhe und harte Schuhe und dann hat ein Geiger gerade unten, hat gerade ein Piano und oben geht es tak, 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 tak. Das ist natürlich nicht so gut. Jetzt sehen wir schon was. Genau. Schau mal, jetzt beschreibe mal deinen Eindruck. Im Sonnenlicht ist das nicht irre. Eigentlich muss man fast ein Foto machen hier, oder? Ja, du kannst gerne nebenbei ein bisschen fotografieren. Soll ich ein Foto machen? Ja, also es sind auf jeden Fall wirklich sehr viele. So ist das. Oh, jetzt macht der Franz ein Foto von mir, das freut mich. Und das ist aber ein sehr schön glitzernden... Er hat so eine Handyhülle, eine ganz glitzernde Handyhülle. Also du hast quasi alles das, was der Olaf Kling nicht gehabt hätte. So eine glitzernde, pink glitzernde Handyhülle. Ja, das stimmt. Die Handyhülle hat eine Geschichte. Auf die andere Seite, Moment. Ja, so. Genau. Also ich habe meine Handyhülle, die ist wirklich glitzernd und ich habe keine Festrät. Die ist sehr gut, die schützt sehr. Das ist die am besten schützende für dieses Handy. Ah, ja. Und die habe ich dann rausgesucht und gesagt, ich brauche einen Schutz. Und da gab es nur den, alle anderen waren doch etwas windig. Willst du nicht nochmal so einen Knopf noch kaufen? Das ist echt Knopf. Super, oder? So. Ah ja. Kann man okay. Dann... Ja, also weiß ich jetzt nicht genau, der Knopf, mal schauen, ja genau, aber den muss man ja dann auch wieder, ich habe es ja hier in seiner Spezialtasche drin. Ach so, ja, kann sein. Aber vielleicht passt da nicht rein, muss man schauen. Auf jeden Fall, den Vorteil hat es, man sieht es leicht, wenn es irgendwo liegt. Ah ja. Hallo. Mhm. Und dann sieht man es leichter, allerdings ist etwas weiblich. Ich habe dann mal zwei Frauen gefragt, findet ihr das etwas, eigentlich ein Girly-Handy? Ja, das ist eigentlich. Ne? Eigentlich so lila-silber. Ja. Und mir ist das wurscht. Ich meine, mich hat noch keiner jetzt gehauen oder gefragt, ob ich blöd bin. Und das lasse ich so. Das ist mega sympathisch. Ja, du findest gut. Find's ja, genau. Schön, ja, nimm, ist doch mal was anderes. Also, was auffällt, die Hohenzollernbrücke selber ist komplett voll. Sie sind jetzt hier schon zur anderen Seite rüber. Ja. Die haben ja erst diese Seite hier, also diese Seite zur Promenade voll gemacht und später auch auf der anderen Seite hängen ja fast so viele. Also nicht genau so viele, aber ist auch
ist auch sehr voll. Da geht es auch. Ah ja, da hinten geht es auch. Ja, ja, stimmt. Es verdichtet sich auch nach dort. Ja, stimmt, ja. Und jetzt sind sie hier überall ausgewichen. Lass mal zwei, drei angucken, exemplarisch, wenn wir schon da sind. Dann gehen wir wieder. Dann gehen wir wieder. Über diese Schlösser reden hier. Genau. Und hier machen sie es, da machen sie es so, dass sie an diese senkrechten Eisenteile die Schlösser dran machen. Na, da ist noch Kapazität. Genau, also hier sind Carina und Carol, Isa und Mel, sind gleich vier Leute. Vier Leute stehen hier drauf. Jeanette und Patrick habe ich hier. Also wenn die das jetzt gerade hören, oder auch Betty und Niklas, 3.1.18, man ist das Kennenlerndatum, kommt da hier runter. Ne? So habe ich das zumindest gehandhabt. Keine Ahnung, keine Ahnung. Oder das Datum des Aufhängens. Ja, also richtig, das sind das alles noch recht frische Lieben. Also Emily und Nico zum Beispiel sind jetzt mit Glück noch seit anderthalb Jahren zusammen. Wirklich? Okay. Manche haben es aber auch ganz billig gemacht. Schau mal, die haben nicht mal eine Gravur, sondern haben es einfach nur so selber reingeritzt. Ja, das kann man ja. Aufgeschrieben. Ja, kann man ja. Irgendwann sieht es dann so aus wie hier. Dann reingeätzt oder sowas. Da gibt es auch ein rotes. Da ist nur Herz drauf. Na, da steht auch F und D. Die machen das immer diskret. Mit Edding. Ja. Wollen wir noch eins hinhängen? Olaf und Mary? Olaf und Mary, ja genau. Oder? Das wäre doch ein witziges Ding. Wenn wir uns nochmal hier treffen sollten, dann hängen wir hier ein kleines Gag-Schloss auf, nur für uns. Genau, mit irgendwas. Was machen wir dann? Irgendwas mit Lindenstraße, irgendwas Witziges. Oder ja, irgendwas. Oder für den Willi, für Willi Herrn oder sowas. Ja. Willi und Lisa kann man jetzt, ist schon ein bisschen alt, aber. Olli und Lisa. Olli und Lisa. Oder sonst Egon und Else geht immer. Das kann man machen. Egon und Else, ja. Sagen, beschreiben wir ganz genau, wo wir es aufhängen. Und wenn hier ein Podcast-Hörer mal nach Köln kommt, soll er uns Fotos schicken, dass er es gefunden hat. Ja, genau, so eine Art Schlüsseljagd. Man kann das ja schon relativ, ja, also ein paar Hinweise muss man schon geben, sonst ist das unlösbar hier. Ja. Also das ist schon, ja, also hier ist noch Kapazität. Die ganzen Geländer haben sie schon mal belegt jetzt hier. Ja, es geht nämlich jetzt, nämlich die Brücke selber ist voll und es geht jetzt eher so an die Geländer Richtung Promenade, Richtung Dom, als man jetzt eigentlich an alle möglichen Zäune jetzt gegangen. Also so viel Liebe und so viele gute Verhältnisse, sozusagen funktionierende Beziehungen, hätte ich auch nicht gedacht. Schau mal, das sind schon viele. Ja, ja. Und das ist ja, andere Städte machen das auch im kleinen Stil, aber nicht so. Köln ist das ja wirklich, ist ja schon fast eine weitere Sehenswürdigkeit geworden. Ja. Das ist halt dann auch Kult. Genau. Ne? Genau. Ja, genau, richtig. Aber wir können ja mal wirklich so ein Lindenstraßending hinhängen. Ja, wäre mir recht. So ein richtiges. Wenn du das auch witzig finden würdest, können wir das gerne mal machen. Ein bisschen ein fettes Schloss oder sowas. Ja. Und dann mit der Telefonnummer von Willi Herren. Dann können Sie bei dem anrufen und sagen: Hey, du! Ja, den wollte ich ja auch mal hier für diesen Podcast interviewen. Der antwortet nicht. Ja, mein also. Willi Herren, er führt halt ein abenteuerliches Leben. Ja. Aber er organisiert sich immer sehr, sehr fix und sehr schnell und. Ja, weiß der Geier. Also das ist halt dann so. So, jetzt gehen wir mal hier durch. Jetzt würde ich sagen, gehen wir nochmal retour hier am Wallraff-Museum vorbei. Ja, sehr gerne. Oberhalb von dieser Philharmonie und stoßen ja direkt dann auf das Lokal, wo ich dachte. Und das Interessante ist ja auch, nochmal, ich habe ja gelernt und so weiter, warum denn diese Kurve von dem Bahnhof so ist, warum das so gemacht ist, der Bahnhof, wie es gemacht ist. Da hinten fährt jetzt die S-Bahn vorbei, recht laut. Weiß nicht, ob man das hört. Ein bisschen so. Ein bisschen so. Und da hat der, ich weiß nicht, wer das war, als der Bahnhof gebaut worden ist, hat der, glaube ich, so der sogenannte Herrscher gesagt, die Brücke, die für die Eisenbahn gibt, die wurde, glaube ich, für die Eisenbahn gebaut, die muss direkt auf den Kölner Dom zugehen. Ja? So, das war, glaube ich, das einzige konstruierte Merkmal nach König Ludwig XIV., nach einer zentralen Linie sozusagen. Wenn man nach Köln fährt, soll man direkt auf den Dom zusteuern. Ja, genau. Und dann kann der Bahnhof ruhig ein bisschen abgeknickt sein. Ja, muss er ja, sonst fährt man in den Dom rein. Ja, das genau. Da gibt da das, und aber das sag mal, was ich empfinde ist, wenn man im Zug sitzt, dann sieht man den Dom nicht. Nö. Weil man ja direkt drauf zufährt. Und wenn man hier auf der Brücke ist, so hatte ich das nämlich eben, da sieht man im besten Fall noch nicht mal den Rhein, weil rechts und links auch Züge vorbeifahren. So hatte ich das nämlich eben. Ich wollte Fotos machen, das war gar nichts. Das hier im Musical-Zelt ist noch das. Ja. Da ist immer alle paar Monate ein anderes drin. Ne? Ja, das haben sie mal als Provisorium aufgestellt. Und dann blieb es. Und dann wurde es schön angestrahlt und immer wieder renoviert. Und jetzt ist es ein bleibendes Wahrzeichen. Also das sieht man und das ist auch immer schön blau. Also es ist einfach blau angestrahlt. Es ist das blaue Zelt und da ist dann Big Show drin und so weiter. Da tut sich was. Ja gut, okay. Also dann gehen wir mal los. Genau. Also wir laufen jetzt zurück. Eigentlich jetzt so Richtung Domplatte und dort, wo die ganzen Geschäfte sind. Was mir
früher aufgefallen ist, ist, dass die Innenstadt selber mit den Geschäften relativ eng ist. Das hat man über all die Jahre verbreitert. Ne? Es geht hinten raus, Heumarkt oder Neumarkt, wie heißt das? Man kann da jetzt ja sehr viel weiter gehen. Früher kannte ich nur so diese Straße, wo der Mediamarkt drin ist, und das wirkte sehr eng. Ja, und jetzt geht es nach hinten raus, ist die Shoppingmeile viel, viel schöner geworden über all die Jahre. Ja, ja, das hat man intensiviert, und ja, da ist auch entsetzlich viel los. Und auf jeden Fall kommen ja viele Leute, auch Weihnachtsmärkte und so weiter, kommen viele Leute von Holland her. Ja, also wir haben ja sehr viele Leute, die dann herkommen. Also diese Weihnachtsmärkte waren ja sehr wichtig. Ja. Und also Tourismus gibt es hier ohne Ende. Und alle stehen immer vor dem Dom. Das Schöne ist auch, sie stellen dann ihre Tochter oder ihren Mann vor den Dom hin und machen so in 10 Meter Entfernung das Bild. Und man sieht immer an der körperlichen Reaktion, jetzt gehen wir an die andere Seite. Ja, gehen wir jetzt links rum, genau. Genau, jetzt gehen wir hier links rum. Und dann sieht man an der körperlichen Reaktion, dass sie gerne den Dom draufkriegen würden und den Geliebten. Aber ja, es geht das nicht. Das wäre optimal. Ja, ja, sie kriegen das nicht hin, weil sie, dann gehen sie weiter zurück und denken, wenn ich ein Stück weiter zurückgehe, kriege ich den Dom und er steht sowieso davor. Stimmt aber auch nicht, weil der Dom ist so groß, dass sie müssten einfach 2 Kilometer zurückgehen. Dann kriegen sie ihn. Genau, drauf. Es ist schon schwer, den Dom überhaupt alleine zu fotografieren. Genau, genau. Und dann komme ich. Und dann komme ich mit der absoluten Hilfe. Das sage ich jetzt gleich mal. Und jetzt haben wir hier was stehen. Wir haben jetzt hier so ein paar alte Trümmer vom Dom stehen. Die kann man anfassen. Genau, das hier ist so das. So schauen diese Dinge an. Römisch-germanische Museum ist das hier, ne? Ja, genau. Und an der Seite, zur Absperrung, damit man da nicht mit dem Auto reinfahren kann, haben sie einfach so ein paar alte Domteile auf so Holzdinger hingestellt. Ach so, das sind Domteile. Das ist vom Dom, natürlich. Hätte ich das gewusst, hätte ich das öfter mal beachtet. Ja, das sind Teile, die man oben dann so abschraubt. Schau, ja, hier ist das Loch drin, hier ist die Befestigung, hier ist so eine Rille, wir gucken mal. Genau, dann ist da wahrscheinlich ein Zopf, das muss ja, ist ja schwer. Das ist schwer. Das kannst du nicht da bewegen. Da können wir zu zweit auch nichts ausrichten. Nein, ich denke mal, da brauchst du 6 Mann um dieses Teil hier. Und es ist bloß 1,20 Meter und auf 80 Zentimeter und auch 80 Zentimeter hoch, würde ich sagen. Und ist so geschwungen und ist so eine von diesen Ecken da oben. Das würde man sicher irgendwo sehen. Und da sieht man erst einmal in der Größe, wie groß die Sachen sind, die da oben verbaut sind, und wie schwer. Ja. Was für ein massives, schweres Ding dieser Dom ist. Also ich würde mal gern wissen, wie viel der ganze Dom wiegt. Es ist wahrscheinlich gigantisch. Hier auf der Rückseite ist ein weiteres Gerüst übrigens, ne? Ja, genau, da wird halt noch geflickt. Genau, richtig. Und ja, da sieht man auch schon die neueren Teile oben. Siehst du da, wo die Sonne jetzt drauf scheint? Ja. Da sieht man schon Teile. Farbunterschiede. Ja, genau. Weil es werden dann schöne helle Teile eingebaut. Das ist dann neu. Mhm. Und und irgendwie streichen sie die dann auch nicht so, dass die so bleiben, sondern die werden auch wieder schwarz und braun. Genau, bis sie wieder renoviert werden müssen. So habe ich es jetzt gelernt. Genau, so haben wir es dann gelernt. Genau. Ja. Und wir laufen nämlich jetzt eigentlich, auch was die Lindenstraße angeht, auf einen ganz kleinen historischen Platz zu. Ja. Denn hier war ja auch die Demo. Ja, die, absolut, genau. Rettet die Lindenstraße hieß. Ja. Wann war das? Im Januar letzten Jahres, Januar 2019 dürfte das gewesen sein. Mhm. Da warst du ja auch. Da bin ich hingegangen, genau. Hörte ich, es ist eine Demo, dachte ich, na, was treiben sie da, was ist da los? Und da bin ich dann hinmarschiert. Und da waren dann etliche 100 Leute da mit kleine Schildern. Bühne. Und kleine Bühne und Lautsprecher und Ansagen und so weiter und so weiter. Und viele, viele Angestellte von der GFF, also von der Lindenstraßen Company und von der Filmgesellschaft. Aber die Schauspieler selber nicht, weil sonst, das haben sie extra nicht gemacht. Die haben gesagt, das ist nur etwas, was so die Bevölkerung oder die Kunden machen, die demonstrieren. Weil sonst gibt es so einen extra Zirkus, dann kommen 30 Schauspieler und dann geht es nur darum, wer sind die Schauspieler, was denken die so. Ja, und, sondern es ist auch mehr so ein kleines Fan-Treffen, dann verfehlt das den Zweck auch. Und es wirkt ein bisschen komisch, wenn die Schauspieler öffentlich dagegen angehen, oder? Ja, das könnte man schon machen. Ich meine, es würde ja auch Sinn machen, weil es sind ja betroffen. Ich meine, es sind alle betroffen, aber die Schauspielerinnen und Schauspieler insbesondere. Ich meine, weil man sie halt so kennt. Aber die Angestellten sind ja auch betroffen, weil einfach deren Verträge dann nicht mehr verlängert werden konnten. Das stand ja im Raum. Man hätte es noch ändern können zu dem Zeitpunkt. Mhm. Aber es wurde halt nicht gemacht. Und so war hier auf diesem Platz vor diesem römisch-germanischen Museum. Genau, direkt vom Eingang, römisch-germanisches Museum, Richtung Dom guckend. Ja, genau. Und das war sehr nett. Und da war ich dann, ich glaube, ich war der einzige Schauspieler, weil ich war ja sozusagen nicht mehr aktiv in der Serie zu der Zeit drin.
Und da haben sie sich gefreut und gesagt, wenigstens einer ist da. Und gab's wer zur Demo kommt, ja, der kennt natürlich auch Olaf Kling. Ne? Wer so ja, viel natürlich, Engagement ja, zeigt, der absolut. Das ist natürlich ein auch richtiger Fan, ja, der sich wahrscheinlich wahnsinnig gefreut hat, dass du da warst. Ja, genau, das war auch lustig. Da haben wir schöne Fotos gemacht und das war gut so. Und ich habe mich dann ein bisschen unterhalten gefragt, was ist das los und so weiter. Was passiert da so? Und wie gesagt, damals war es... Hätte man noch was aus der sozusagen Situation anders machen können. Aber so wie es ist, ist es halt. Ja. Und genau, also da wo ist. Wo wollen wir jetzt lang gehen? Jetzt die andere Seite können, hier können, durch. Wir gehen da durch. Wir können natürlich hier gehen, wo das. Oder gehen wir über die Domplatte selber. Ja, genau. Weil da ist dann Rambazamba. Jetzt können wir auch zählen, wie viele Leute Selfies machen und Fotos machen. Ja. Früher waren das die Asiaten mit den ganzen großen, dicken Kameras. Heute ist es jeder mit jedem Handy. Ja, ja, absolut. Genau, die Leute, das ist eine der erfolgreichsten Industrien, Weltindustrien, Fotos zu machen. Ja, Menschen richtig. Lieben Bilder. Die lieben einfach Bilder. Egal, ob still oder bewegt. Ja, bei den Stillen, da kann man ja die Frage stellen, wer guckt sich das alles später noch an? Aber heute hat man ja auch Speicher ohne Ende. Da kann man auch wiederum sagen, ja, warum denn nicht? Ne? Ja, irgendwann im Altersheim. Schaust dir dann einfach 5 Terabyte Bilder an. Ja, das sollte zusammenkommen, ja. Hier ist ein kleiner Souvenirshop. Ja, genau. Genau, das habe ich nämlich tatsächlich damals auch gemacht. Als ich das erste Mal hier war, habe ich meiner Oma einen kleinen Dom mitgebracht. Ah, wirklich? Und nach ihrem Tod habe ich den dann wieder zu mir mitgenommen. Ah. Ich habe hier zu dieser Stadt wirklich... Und dann fand ich halt toll, dass hier so viele Fernsehshows waren. Ich war so oft bei Stefan Raab in den Sendungen im Publikum, ja, habe ganz oft ganz viele Sendungen angeschaut von RTL. Ja. Bin eigentlich immer deswegen hierher gefahren und habe dabei nebenbei noch die Kölner Kneipenszene zu schätzen gelernt. Ah, okay. Und weil es ja auch immer heißt, die Kölner sind so nett und so lieb und so herzlich. Ja. Das kann ich bestätigen tatsächlich. Ja, doch locker. Und jetzt gehen wir vor den Dom, da sind zum Beispiel Flaggen drauf. Guck mal diese lange Schlange an, wollen die alle in den Dom rein? Ja, die wollen in den Dom rein. Und es ist so, ich war mal, ja genau, die wollen in den Dom rein und das ist ja jetzt auch etwas eingeschränkt. Und da hieß es dann, ich habe mal gefragt, die Wachhabende zu den Zeiten, als hier sehr viel geschlossen war und so. Und dann durften Leute zur Besichtigung nicht rein, nur wenn man beten will. Wurde gefragt, wollen Sie beten? Und wenn er gesagt hat, ja, will beten und sah auch so aus, ne? als würde er beten wollen, dann Tür auf und wieder rein und so weiter. Dann und wieder raus. Das habe ich dann mal abgefragt. Das hat mich interessiert, wie das gehandhabt wird. Das ist völlig absurd. So ein Dom muss offen sein. So ein Dom ist für die ganze Menschheit. Aber vielleicht ist halt deswegen dann innen drin nicht so viel Rummel, wie sonst war, sondern ist es wieder ein bisschen mehr geistige Atmosphäre. Ja. Das ist auch wieder gut. Es kommen ja Leute rein. Ne? So 2 oder 3 Mal obendrauf. Ich weiß nicht, im Moment gibt es einen Aufzug eigentlich? Ich habe nie den Aufzug benutzt, wenn es einen gibt. Ich auch nie. Der ist weiter hinten. Der Aufzug ist weiter hinten. Ah. Der wird auch, glaube ich, benutzt, dann wahrscheinlich für die Teile hochzuschaffen oder so. Aber es gibt einen Aufzug in der Mitte, aber hier vorne in den Turm selber muss man hochlaufen. Und was mich da immer sehr irritiert hat, da wo man hochgeht, kommen die Leute ja auch runter. Das heißt, es ist sehr, sehr eng da innen drin auch. Ne? Ja, das hat mich immer sehr... Da habe ich sehr viel Unfallgefahr gesehen, aber es ist wohl alle Jahre Jod gegangen. Ja. Okay. Ja gut, okay. Also hier gehen wir hier entlang. Hier gibt es so Maler, die ihre so Länderflaggen auf dem Boden malen. Ja. Dann also ab dem Moment, wo wir irgendjemanden sehen, der aus Sand einen Hund, der liegt, aufmacht, dreh ich mich um. Das kann ich nicht mehr sehen, dieses Motiv. Das scheint irgendwie so eine große Industrie zu sein, der Sandhunde, die immer gleich aussehen. Ob du in Hamburg rumläufst oder in Köln oder in Düsseldorf. So ein Sandhund, der liegt und dann sitzt da jemand daneben und wartet. Also dafür spende ich nichts mehr. Alles andere. Jetzt weiß ich, was du meinst. Genau, das habe ich hier noch nie gesehen. Ich glaube, das gibt es hier. Hier gibt es Bodenmaler, die verschiedenen Flaggen der Länder schön hinmalen und dann dafür ein bisschen Geld kriegen wollen. Ja. Aber Sand habe ich nie gesehen. Aber das habe ich mal in Lissabon gesehen. Du weißt, was ich meine. Das ist Skulpturen. Am Hafen unten in Lissabon an der Seite. Das war ganz schön. Hat mich beeindruckt. Dachte ich, wow, das muss man auch können. Ja, aber wenn du das 2, 3 Mal gesehen hast und feststellst, in unterschiedlichen Städten immer die gleiche Figur. Furchtbar. Ja, ich will jetzt lieber was unterstellen, aber das haben alle beim gleichen Künstler gelernt, sagen wir mal. Das kann sein. Ja, jetzt laufen wir direkt auf diesen Baum zu. Das ist so richtig? Alles gut. Ja, weil er hat nämlich ein wunderbares Mikrofon, der Julian Schlichting. Ja, damit wir endlich mal draußen sein können. Ja, genau. Also etwas, was eine bestimmte Begrenzerautomatik hat. Und dass man nicht nur die anderen Piepser mitkriegt, sondern...
sondern nur so im Hintergrund. Genau. Also ja, genau. Bevorzugt soll man uns hören. Also wir laufen jetzt direkt auf den Wallraffplatz zu und hier ist eben dieser große Baum. Googelt das mal. Der Spatz vom Wallraffplatz, Armin Maywald von der Sendung mit der Maus, hat die Sendung damals mitkonzipiert und die wurde eingestellt. Das war so eine Kindersendung, weil zu viele Zuschauer hier waren, weil sie mit dieser kleinen Spatzpuppe immer da drehen mussten und es war irgendwann so populär, dass sie das einstellen mussten, weil es zu bekannt war. Ah, wirklich? Das ist die Geschichte hierzu und da sind wir jetzt gerade, genau. Und hier ist auch das WDR Gebäude, ja, genau. Funkhaus. Richtig. Genau. Und da geht es rein in die Geschäftsstraße, geht es geradeaus. Ich verwechsel das immer ein bisschen mit Hohe Straße, aber ich glaube, es ist die Hohe Straße. Und ich kenne die ganzen Straßen nur betrunken. Ich wechsle mal Neumarkt und Heumarkt. Ich weiß aber, wo ich hin muss, wenn ich irgendwo hin will. Hier in dem Funkhaus, da hat auch die Lindenstraße live gespielt, als Hans Beimer gestorben ist. Da haben sie hier die Veranstaltung gemacht. Ah, das war und haben das Orchester mitgespielt lassen. Und das war eigentlich so die letzte große Veranstaltung, bevor bekannt gegeben wurde, dass es dann doch eingestellt wurde. Ja, ja. Da sind die hier mit dem großen Bus hingefahren und haben dann alle Schauspieler haben sich hier interviewen lassen. Ah, und da war auch Knut Hinzen tatsächlich nochmal dabei. Yeah. Und da haben die innen drin, ist ja so ein Saal. Mhm. Und da haben sie dann live Orchester gespielt und dazu die Lindenstraße mit dem Tod von Hans Beimer abgespielt. Mhm. Also hier ist auch so ein bisschen Lindenstraßengeschichte sogar. Ja, viel. Ja, ja, wir hatten auch hier, kommen wir gleich drauf, Stichwort Morgenmagazin bitte nachher. Oha, können wir uns das merken? Morgenmagazin. Ja, merken wir uns. MoMA. Jetzt wollte ich nur mal schauen, wie die Straße heißt, weil wenn man die in Köln eine Straße sucht, ist man ein bisschen gekniffen, wenn ich das so sagen darf. Wenn man mit dem Auto trotz Navi unterwegs ist, auch, weil man immer auf der Abbiegespur ist, also, ohne es plötzlich zu wissen. Ja, also hier zum Beispiel, jetzt sehen wir, zusammen nicht. Wir haben keine Chance zu sehen, wie die Straße heißt. Nee, das stimmt. Also wir stehen jetzt direkt vor Esprit, wenn man so viel Werbung machen darf. Ja, und Thomas Sabo. Da geht die Straße rein. Genau, auf den Mediamarkt zu. Auf den Mediamarkt, zu den du kennst. Und wenn man dann rechts vorne hingeht, dann kommt man zum die andere Einkaufsstraße im rechten Winkel und dann kommt man auf den Neumarkt. Genau, da ist dann die Mayerische Buchhandlung und so weiter. Ne? Ja, ja, genau, richtig. Aber jetzt zum Beispiel, wenn wir wissen wollen, wie heißt denn die Straße hier wo eigentlich? Wo wir jetzt gerade sind, das ist nicht jetzt möglich. Jetzt sind hier natürlich lauter Fremde, hier ist kein einziger Kölner, der weiß, wie die Straße heißt. Weil die Kölner haben eine folgende Eigenart. Also die Straße, wo Mediamarkt ist, da sind wir gerade. Ja, ja, genau. Wir können ja mal fragen. Vielleicht sehen wir jemanden, der einheimisch aussieht. Ja, das glaube ich nicht. Doch, also, der sieht so aus. Eine Frage, Entschuldigung. Wie heißt die Straße? Sie kommen nicht von hier. Ja, mein Irrtum. Also er hat einen guten Tipp, es muss irgendwo ein Schild sein, sagt er. Da wären wir alleine nicht drauf gekommen. Nein, aber das ist ja die, wir stellen uns an die Ecke hier. So, das ist ja die Sache. Pass auf, in Köln gibt es eine Eigenart. Ja? Die muss irgendwie Tradition haben, irgendwie wahrscheinlich, um vom Feind nicht entdeckt zu werden, wie die Straßen heißen. Weil wenn du an einer Kreuzung bist, dann hast du nur praktisch zwei Schilder. Zwei. Das heißt, du hast die eine Straße, da steht an irgendeiner Ecke davon, steht meinetwegen Meierstraße und der andere steht dann sozusagen Müllerstraße. Mhm. So. Es gibt nur zwei Schilder. So. Und wenn du an der Ecke stehst, an einer größeren Kreuzung, dann kannst du das Schild nicht sehen drüben. Du weißt nicht, du kannst es nicht sehen. Ja. In Bayern, und jetzt kommen wir zu der Optimallösung. Ja, bitte. Ja, bitteschön, ja. In Bayern gibt es an jeder Straßenecke, nehmen wir mal an, es ist rechtwinklig, gibt es an jeder Rechtwinkelstraße oben das blaue Schild. Mhm. Also an jeder Straße. Auch an Gebäude. Das heißt, du hast viermal ein Schild, wo Müllerstraße draufsteht. Und du hast auch noch viermal, wo Meierstraße draufsteht. Das ist in der Tat optimal. Insofern sieht man, egal wie du mit dem Auto kommst, du siehst immer, ah ja, ich bin auf der Meierstraße und kannst dich orientieren. In Köln nicht. In Köln fährst du weiter und sagst jetzt, ich weiß wieder nicht, wie diese Straße heißt. Und das, irgendwie sparen die Schilder. Das heißt, die haben irgendwie ein oder es, ja, oder es kommt noch aus der Zeit, als man die Häuser sowieso nur nummeriert hat. Deswegen heißt es ja 4711. Ja? Ach was. Da vorne ist das Haus hier, also von diesem Parfüm, heißt 4711. Ja. Das Parfüm heißt so, weil das ist die Hausnummer 4711 gewesen, als die Franzosen da waren. Das weiß ich. Geschichtsmäßig bin ich an Köln jetzt nicht speziell interessiert. Ja, aber ist nicht wenn so du so ein paar kleine Snippets in den Raum wirfst, dann macht das schon einen guten Eindruck. Ja, genau, kann man schon mal mit glänzen. Auf jeden Fall haben die dieses Gebäude, da war die Nummer 4711 dran. Und in dieser 4711 war dann eine Parfümfabrik. Da haben die dann mal Parfüm produziert. Mhm. Dieses Parfüm anscheinend. Und dann haben die gesagt, ja, wie nennen wir das Parfüm? Und marketingtechnisch haben sie dann einen
einen Brand, eine Marke konzipiert und haben einfach die Hausnummer genommen. Und diese Hausnummer hat sich bis heute erhalten, erfolgreich auf diesem Fläschchen. 4711 kennt jeder. Ja. Ne? Jede zweite Oma hat früher 4711 benutzt, so zum Erfrischen und so. Ich habe auch so eine kleine Schnauze. Zu Hause. Also das geht, verfliegt relativ schnell wieder. Also das hält nicht so lange. Ja, ist ja auch gut so, dass es nicht, also es dann klebt es nicht so, sondern es hat so was Erfrischendes, aber dann ist es auch wieder weg. Auf jeden Fall, das ist so eine Tradition. Das hatten die Kölner Städtehäuser nur Nummern früher. Dann gibt es noch ein Gebäude mit der Sendung mit der Mausmaus obendrauf. Das ist ein bisschen weiter entfernt. Ja, genau, da müssen wir da weiter runtergehen. Ja. Aber da gehen wir jetzt nicht so weit hin. Da ist, oben, da ist oben das Mäuschen drauf. Und hier haben wir jetzt die Ecke in dem blauen WDR-Zeichen. Da steht Funkhaus drunter. Café, Bar, Restaurant. Und da gehen wir rein und dann können wir ja, fangen wir mal, vielleicht finden wir einen netten Tisch. Und sonst gehen wir woanders hin. Wenn dann das der WDR das so nicht will, gehen wir woanders dann hin. Dann machen wir hier einen kleinen Cut. Hören jetzt Franz Pfeifenton, den du damals gemacht hast für diesen Podcast. Und sobald der zu Ende ist, sitzen wir auch gleich schon drin. Bis gleich. So, und jetzt sitzen wir hier auch schon. Ich habe eine Cola Zero bestellt. Und du? Einen Kaffee, den habe ich sonst noch nie gesehen. Americano. Das ist aber ein Espresso, der kommt nur als Espresso. Man kriegt ein Kännchen heißes Wasser dazu und kann sich nach Belieben das noch verdünnen und aufschütten oder sowas. Das probieren wir jetzt einfach aus. Du kannst also selber verfeinern. Ich kann sogar verwässern. Ja, eben, verwässern. Ist doch was Gutes. So machen wir das so. Also, ich habe meine Tasche hier und da wir hier so schön sitzen, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ich habe so Kisten, wo so Lindenstraßensachen drin sind. Und dann habe ich jetzt zwei schöne Kisten. Dann habe ich hier zwei Sachen, glaube ich, die hat der Schlichting noch nicht gesehen. Das stimmt. Ja, das sind zwei DIN A4 Hefte. Das eine ist ein rotes, hellrotes mit dem Lindenstraßenzeichen quer drüber und da steht drauf die ersten 10 Jahre. Hast du das schon gesehen? Nee, tatsächlich nicht. Und das andere ist das Helga Beimer drauf. Also Marie-Louise Maya. Das finde ich noch interessanter. Das sieht sehr schön aus. Rote Lippen, also so wie Helga Beimer selten rumgelaufen ist, kann man sagen. Und da drauf steht ein anderes Leben. Geburtstagsgeschichten mit Marie-Louise Marjan. Ich mache nachher von den zwei Heften mal ein paar Fotos, die stelle ich auf Instagram. Ja, Podcast 18:40 Uhr. Dann könnt ihr es auch mal nachschauen. Das ist so, weißt du, das finde ich so schön, dass du so Sachen noch hast. Yeah. Dass du nicht sagst, ja, das war früher ein Job, ich schmeiß es weg oder. Also man kann ja trotzdem es noch schön finden, die Zeit, aber muss ja nicht die Sache noch aufbewahren. Und du wirfst nichts weg, hast aber trotzdem einen guten Abstand dazu. Du hängst auch nicht so dran, dass du jeden Tag der Zeit nachweinst. Und das war ja auch das Hauptfeedback, was wir zum Podcast bekommen haben, dass ganz viele Leute überrascht waren, wie weit entfernt du vom Olaf Kling bist. Ah ja, ja, okay. Und wie reflektiert du über alles nachdenken kannst. Ja, also wenn du sowas siehst, kommt auch keine Wehmut auf, sondern freust dich, dass du es noch hast. Ne? Ich werde mich hüten. Also man sieht hier auf einem wunderschönen Bild mit unglaublich toll, mit Marilyn Monroe-Haaren gestylt. Ja, stimmt, ja. Marie-Louise Marian mit einem roten Mund. Es ist Monroe-mäßig. Das ist so, auch der Mund, die Farben, das ist Marilyn Monroe. Das heißt, mit roten Rosen. Und es gab nur eine jemals so große Geburtstagsfeier für eine Darstellerin, also einen der Darsteller. Im Team jetzt, meinst du? Im Team, ja, zu ihrem 60. Und das ist ein Heft extra dafür rausgegeben. Ich meine, das hat mindestens 20 Seiten und ein DIN A4 Heft. Und so sieht Marie-Louise Marian sich gerne selbst. Und das weiß natürlich der Geisendörfer. Und hat auf welches Drängen auch immer. Ich meine, das wurde organisiert. Unten drunter steht WDR, das ist das gleiche Zeichen, was jetzt hier oben an der Wand steht. ARD das Erste. Das ist also richtig offiziell mit dem WDR, von dem WDR gestaltet. Und auf der ersten Seite kommt gleich erstmal eine weiße Rose zum Text. Ja. Zum 60. Geburtstag von Marie-Louise Marian ehrt die ARD, die beliebte Schauspielerin, mit einem großen Special. Voller Herz und Poesie, ja. Ja, genau, voller Herz und Poesie. Ein anderes Leben, Geburtstagsgeschichten mit Marie-Louise und Marian. Die Prophezeiung und die Verbündete sind zwei WDR-Eigenproduktionen voller Herz und Poesie. Ich habe keine Ahnung, was das für Produktionen sind. Steht hier auf Seite 15 und 17. Wir schauen mal bei Prophezeiung. Ja. Komm, jetzt schauen wir mal schnell nach in dem Heft. Und wir lesen, Seite 15. Das ist auch ein schönes Bild. Ja, nur schöne Bilder natürlich. Da. Wie Vera Drombusch hier auf einmal. Egal. Ja. Seite 15, die Darsteller, die Prophezeiung. Von irgendjemand, der. Film, ne? ZDF 1999. Ja, ZDF. Die Prophezeiung ist nicht die erste gemeinsame Arbeit von einem Herrn Schubert, Günther Schubert.
Das ist ein Schauspielkollege anscheinend. Aha, da sieht man dann, es war ihr immer wichtig, dass sie auch noch was anderes spielt. Ja, so, das, und das hatte sie durch ihre wirklich, sagen wir mal, enorm charmante Geschicklichkeit auch immer irgendwie arrangiert. So, im Gegensatz zu uns anderen Schauspielern, nicht so gern gesehen, die wir so die Frontschweine waren und diese Rolle gespielt haben und auch wieder froh waren, wenn wir mal was anderes machen konnten. Nein, sie wollte andere Rollen spielen, weil sie ist ja eine Charakterschauspielerin. Sie ist ja da auch sehr, sagen wir mal, sehr, sehr flexibel. Und da hat sie es auch geschafft. Und ich gebe dir das mal mit. Du kannst dich dann ja mit spielen, da kannst du einfach lesen, bevor man hier alles sieht. Ich werde ein paar Bilder für die Instagram-Seite benutzen. Und da sieht man dann, wie sie noch andere Rollen... Stimmt, Lindenstraße sehe ich eigentlich gar nicht. Ja, eben. Das sind dann offensichtlich vom WDR hat man sie sozusagen auch als wichtig empfunden und so... Man hat sie ein bisschen gepudert und gepampert, hat gesagt, ja hier, du bist ja viel mehr als Ja, genau. Das, was die anderen Schauspieler vorher gemacht haben, wie ich zum Beispiel... Mit, ein Interview ist auch mit drin. Auch, da geht es auch nicht um die Lindenstraße, wenn ich das mal überfliege. Ist ja interessant, ne? Ja, das ist also wirklich auf sie zugeschnitten. Das war dann noch, das war auch ein Abenteuer, weil das war dann dort, wo man auch Film vorführen kann, im anderen Stadtteil unten. Und das war ein richtig großes Fest. Und da war natürlich, das war noch zu Lebzeiten von Annemarie Wendel. Und Annemarie Wendel war ja eigentlich so das Zentrum sozusagen des Wahnsinns in der Lindenstraße und die hat keine solche Feier bekommen. War das wirklich so, dass die beiden so ein bisschen Konkurrenzkampf hatten? Also kann man das schon so sagen, jetzt nach so vielen Jahren kann man es ja mal aussprechen. Ja, das kann man schon so sagen, muss man auch so sagen. Ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, es gibt halt Konkurrenzen, es gibt Eifersüchteleien, es gibt dies und jenes, es gibt Emotionen, es gibt das alles, ist überhaupt kein Problem. Aber Annemarie Wendel war dann, soweit ich noch weiß, nicht so sehr amüsiert. Sie kam dann so notgedrungen auch zu dieser Feier. Hat auch mal gratuliert. Ja, ich gehe, ich glaube schon, dass ich da hingehe und so weiter. Ne? Das ist so. Und sagt Annemarie, ja, das ist so, ja, aber eigentlich. Und da hatte sie natürlich auch immer ein Problem mit. Sie hatte aber andere Boni, Bonusgeschichten. Sie hat also diese, alle möglichen anderen Veranstaltungen mitbestritten. In allen anderen Sendern, beim NDR. Ja, die war ich so im NDR und habe ein Interview gemacht. So, ich warst du da wirklich? Was war das so? Ja, viel in Shows aufgetreten. Ja. Es gibt ja sie auch bei Verstehen Sie Spaß, war sie mit Harald Schmidt. Dafür war Marie-Louise Marjan bei Wetten, dass. Also sie waren schon auch präsent, auch in anderen Sendungen. Auf jeden Fall. Absolut. Also Repräsentanten der Lindenstraße waren die beiden eigentlich. Ne? Ja, ja, klar, natürlich. Aber immer, meine Annemarie Wendel war einfach erklecklich älter. Ne? Man muss sich vorstellen, sie war einfach wirklich viel älter und war halt nicht so WDR liiert wie Marie-Louise Marjan. Ja, also, das kann sein, ja. Wie auch immer. Auf jeden Fall, daraus resultieren diese Hefte. Dann haben wir noch eins. Jetzt kommt der Kaffee. Na, schön, ja. Und das Dankeschön. Ist dann, jetzt habe ich einen Kaffee. Wo ist mein heißes Wasser? Ich kriege sowas, ein Espresso mit heißem Wasser. Sie, glaube ich, hier. Ja, genau. Ah, ja. Das wollen wir schon ausprobieren. Kein Cappuccino war hier. Jawohl, mit einem. Super, danke sehr. Und es gibt ein Schokolädchen bei mir dabei. Da ist er, ja? Was steht da drauf? Wir wählen Sozialdemokraten. Nein, Moment. Ein Stück Köln. Das Schokoladenmuseum, ein echtes Stück Köln. Ach Gott, das Schokoladenmuseum. Da war ich auch so oft drin, wenn irgendwelche Leute mich in NRW besucht haben. Also ich kann es nicht mehr sehen. Die nächsten 10 Jahre brauche ich da noch nicht mehr rein. Ich weiß, die haben einen großen Schokobrunnen. Ja, ich weiß, dass so groß ist der aber auch nicht, wenn man erstmal davor steht. Ja. Der ganze Duft nach Schokolade ist ganz nett. Ja. Aber... Ja, man ist halt ein Stück Kult. Da gehen die Fremden gerne hin und gehen dann mit einem Stück Schokolade es raus. Es gibt ja gegenüber noch ein Senfmuseum. Ne? Das finde ich ja. Das habe ich noch nie gesehen. Ist etwas kleiner. Das kann ich dir ja mal zeigen. Da riecht es nach Senf, kann ich dir sagen. Das ist doch toll. So, jetzt habe ich mir meinen Espresso gemacht, so halb aufgegossen mit heißem Wasser. Das ist nämlich praktisch, dann kann man sagen, okay, in der Stärke liebe ich diesen Kaffee. Ne? Ah ja. Weil Espresso selber ist ja manchmal so stark, dass es nicht tot umhaut. So, jetzt stimmt's. Du hast ja in der Zeit, wo wir wöchentlich diesen Podcast gemacht haben, hast du immer Datteln gerne gegessen. Ja, die habe ich auch dabei. Hast du dabei, tatsächlich? Ja, genau, hier. Ah, ja, genau, da. Das ist meine Wegzehrung. Ich habe eine Tupperdose mit Datteln dabei. Ich fasse es nicht. Ja, genau, hier. Das gibt's ja gar nicht. Absolut, und nehme jetzt auch eine. Machst du eine? Ja, gern. Das wollte ich nämlich sagen, wenn ich aufgegessen habe, weil ich habe vorher nie Datteln gegessen. Aber seitdem ich dich kenne, kaufe ich regelmäßig Datteln. Ja, super, super. Weil sie haben eine Süße, macht man irgendwie auch satt, wenn man so eine kleine Handvoll gegessen hat, hat man erstmal was im Magen, hat wenigstens keine Schokolade gegessen. Ja. Und wird auch ein bisschen wacher.
Also das habe ich dir zu verdanken. Ah, danke, das ist ja toll. Sie habe ich missioniert. Und gerade merke ich, wenn du zum Beispiel eine Dattel isst, bei der Sprache merkt man dir an, dass du was isst. Das ja, merkt man. Das ist ja auch ein Audio-Podcast. Ein Audio-Podcast. Und jetzt komme ich. Der Schauspieler, bei dem merkt man das natürlich nicht. Der hat immer gelernt, wie es ist, ganze Brötchen zu essen und dabei noch Texte aufzusagen. Das kommt jetzt. Ja, so in dem Stil ja. Ist es so mit dem Essen. Muss man ja auch wirklich, also am Theater, ja, es ist ja wirklich eine Kunst, wenn 800 Leute unten sind und du isst da was oben und du würdest dann da mümmeln, dann versteht die Hälfte hinten nicht mehr, was der sagt. Ja. Darum geht es dann. Es geht wirklich ums Theater. Also Mikrofon nimmt immer noch auf, sagt, ja, du mümmelst. Aber im Saal ist das nicht zu lösen, ne? Im Saal geht es nicht. Das heißt, man muss eine Geschicklichkeit entwickeln, diese Sachen zu konsumieren. Und gleichzeitig aber wirklich hundertprozentig verständlich zu sein. Und das muss man ein bisschen üben. Dann weiß man, das ist ein Profi, der ist kompetent, der kann das. Oder man benutzt es, dann wird es ein bisschen komödiantisch. Und dann sagt, was hast du gesagt? Musstest du denn eigentlich auch das Bayerisch abtrainieren? Wie abtrainieren? Ja, also du hast natürlich auch Bayerisch, kannst ja perfekt Bayerisch sprechen. Muss man da so ein bisschen, wenn man in andere Gebiete zieht Deutschlands, muss man da so ein bisschen, gerade wenn man fürs Fernsehen, für ganz Deutschland spielt, muss man da so ein bisschen was versuchen, oder? Also, das ist so. Man trainiert sich ja den Dialekt nicht ab, sondern man trainiert sich zu einem anderen Dialekt hin, nämlich zu der genormten Hochdeutschsprache. Ja, zu keinem Dialekt sozusagen. Sozusagen zu einer gewissen Hochsprache. Wir nennen das Hochsprache. Ja, so. Und das schaffen die Leute in unterschiedlicher Qualität. Und wenn man klassische Stücke spielen will und will das in Deutschland spielen, dann ist man angeraten, auch um engagiert zu werden, dass man wirklich ein klassisches Hochdeutsch sprechen kann. Deswegen muss man aber auch wechseln können, so ein gib mir einen Kaffee her und so weiter, das bleibt ja alles. Du warst ja auch Nachrichtensprecher, da ist das ja sicherlich auch angebracht. Ne? Ja, genau. Also als ich beim Bayerischen Rundfunk angefangen habe, da wurde ich ja ausgebildet, habe einen Studentenjob bekommen, habe mich genommen unter 350 Leuten, haben sie dann 8 Leute genommen und dann Sprachübungen verpasst. Aber da war der Bayerische, die Klangfarbe erwünscht, um den Bayerischen Rundfunk auch in einer Art von populärer Klangfarbe darzustellen. Ja. Das war erwünscht. Also das sollte etwas regional Verbundenes auch sein, ne? Ja, wo die Leute sich wohlfühlen, wo sie gerne einschalten, wo sie wissen, hier war die gut informiert, sauber. Genau. Ja, hier weiß man, die Bayerische Nachricht ist auch handfest im Volk verwurzelt und so weiter. Ja. Das heißt, da war es aber deswegen erwünscht, weil es auch Volksmusiksendungen anzusagen gab. Und die musste man im Original bayerisch sagen. Also hat man gesagt, die Zeit, es ist 9.15 Uhr. So, und jetzt haben wir wieder unseren Horgast und jetzt geht's wieder weiter. Ah, okay. Das war zum Beispiel ein Show-Effekt, der gewünscht war. Und dann hat man diese Volksmusik-Sendung eine ganze Stunde gesagt, und jetzt können wir wieder die Chiemgauer Musikanten mit der Leni als Sängerin und die singt uns jetzt das Lied vom Spatz auf der Alm und so weiter. Das ist natürlich in der Tagesschau undenkbar. Genau. Ja. Bei der Tagesschau gab es doch immer so ganz, ganz, ganz kleine Veränderungen, wo sie auch mal noch einen schönen Abend gewünscht haben. Oder wenn, das muss ja alles ganz, ganz einheitlich sein. Und so kleine Moderationsveränderungen waren da immer heiß diskutiert, bis da mal was sich verändert hat. Ganz andere Geschichte, ja. Ja, das ja. Morgenmagazin sollte ich dich ansprechen. Ja, genau, das Morgenmagazin. Bevor wir nur über den Bayerischen Rundfunk reden. Ich meine, wir sind ja in Köln. Wir sitzen direkt beim WDR, da am Wallrafplatz und schauen auf das, wirklich das Schöne. Was ich gern mag am WDR, das ist diese Farbe. Ich finde die WDR-Blaufarbe einfach schön. Ich finde, das ist halt etwas Klassisches. Ne? Gegenüber ist auch das Fotogeschäft, das heißt Lambertin, die haben die Farbe geklaut, siehst du? Das stimmt. Siehst du den Dom, der da drauf gemalt ist? Lambertin, die haben genau diese blaue Farbe gemopst. Also da habe ich aber zu diesem kleinen Fotogeschäft auch eine persönliche Erinnerung. Wirklich? Denn damals 2002, 2003, 2004 hatte ich noch keine Digitalkamera, sondern ganz normale mit zum Fotos, mit so einem Film drin halt. Yeah, ne? Yeah. Und wenn ich hier dann war oder war dann auch eine Zeit lang mal oft bei Unter uns und so weiter, wenn ich irgendwelche tollen Fotos gemacht hatte mit irgendwelchen Prominenten, dann wollte ich immer gern, dass die möglichst auch noch mir unterschreiben. Ah. Und man konnte hier immer die Filme direkt entwickeln lassen.
Und dann bin ich hier manchmal hin, habe das den Film morgens abgegeben, habe ihn abends abgeholt und war am nächsten Tag nochmal zum Unterschrift auf meinem Foto holen wieder da. Denn ich komme ja aus Norddeutschland, so schnell bin ich nicht wieder hier. Okay. Und wenn ich wusste, okay, der ist da nochmal oder ich bin morgen schon wieder bei irgendeiner Fernsehsendung, da habe ich damals ziemlich übertrieben. Das braucht man heute alles nicht mehr machen. Heute gehe ich zu DM oder Rossmann und drucke mir das in einer Sekunde selber aus. Ja, ja, aber zum Leidwesen solche Fotogeschäfte. Ja, ja, absolut, ja. Weil das ist eins der letzten richtigen, hammerartigen Profigeschäfte. Die haben auch halt feine Kameras, vor allem Leica. Ja. Also ich stehe mal vorm Fenster und schaue mir schöne Fotoapparate an. Das habe ich gern. Weil ich habe selber sehr viel fotografiert. Ich hatte auch eine eigene Dunkelkammer für Schwarz-Weiß und habe Schwarz-Weiß-Bilder nächtelang selber gemacht. Also ich habe eine ganze Fotokarriere auch hinter mir, habe ich mir selber beigebracht, anhand von so Wasser mit verschiedenen Flüssigkeiten. Ja, ja, ja. Und dann schiebst du das Papier rein und aus der Flüssigkeit taucht dann das von dir gemachte Bild auf. Ein Traum. Also wirklich dann, und oft ist es auch nichts geworden, dann war die Belichtung falsch. Aber gerade ein Albtraum. Ja, genau. Aber gerade, ich meine, es ist ja bei dem privaten Sektor überwiegend und dann gibt das einen individuellen Touch. Einen ganz anderen Wert natürlich. Ja, dann auch, hat es auch was, ja, was Besonderes. Dann ist es nicht so Standard. Konnte man das trotzdem vervielfältigen, so oft man wollte? Ja, ja, ja. Du hast ja da oben einen Film eingespannt in diesem Belichter und du konntest da, musstest nur eine Schachtel Fotopapier kaufen, lichtempfindliches. Also konnte man auch selber unterschiedliche Größen und so erstellen. Alles, konntest du rauf und runter tun, den Vergrößerer und dann wurde der Lichtkegel größer mit dem Bild. Ich habe dann zum Beispiel so richtig große Fotos gemacht und habe die dann verschenkt. Also das, richtig auf 20. Ich frage so blöd, weil ich das echt nicht mehr mitgekriegt habe. Ne? Also so, ich hatte auch keinen irgendwie in einer Verwandtschaft oder so, der das so gemacht hat. Bei uns wurden die Filme abgegeben. Manchmal hatte man Pech und man hat die zurückgekriegt, dann war irgendwie in der Mitte so ein Schnitt oder die haben das falsch abgeschnitten oder so, das ist alles mal gewesen damals. Ja. Und dann sagte man, okay, 20 von den 25 sind was geworden. Ja. Und das eine hängen wir auf. Ja, man war da ein bisschen auch, es war ja auch spannend, ein bisschen dem Schicksal ausgeliefert. Ja, ja. Man liefert einen Film ab und guckt und dann Tage später sieht man, ah ja, es ist was geworden. Was natürlich trainiert, ich meine, ja, was natürlich das fotografische Geschick und die Sehfähigkeit deswegen schon trainiert hat, weil man ja dafür einen Haufen Geld zahlen musste, wenn man da 400 Fotos gemacht hätte, wo dann zwei oder drei gut sind, so wie man heute draufhält und irgendeins wird schon gut. Ja, man drückt 10 Mal ab und dann guckt man am Ende. Eben, deswegen muss man auch gar nicht mal genau, so genau gucken, aber da musstest du schon genau lernen, sagen, wie habe ich denn da gesehen, wie war denn da das Licht, ah, das muss ich das nächste besser machen. Das heißt, es trainiert die Persönlichkeit in ihrer Aufmerksamkeit in Licht und Schatten sehend, wie ein Maler. Es ist ja wie ein Maler, der muss ja Licht und Schatten sehen. So wie Leonardo da Vinci, wie auch, oder wie sie alle hießen, Licht, der hat ja sehr viel mit Licht und Schatten gemacht, glaube ich, oder sowas. Oder? Wer war das? Wie hieß der andere noch? Der mit den betenden Händen. Das Dürer. Dürer, genau. Der war mit Licht und Schatten. Wir hatten so ein Bild an der Wand, die Kreuzigung. Ja? Mein Leben, mein ganzes Kinderleben habe ich unter einer Kreuzigung verbracht. Einen großen Kupferstich. Meine Mutter sagte immer, es ist ein echter Kupferstich. Ich habe es dann testen lassen, es war nur ein Druck. Aber es war die Kreuzigung und es war mit Licht und Schatten. Und das sieht man, auch wenn man Kameramann wird, also diese, oder auch als Schauspieler, musst du mit Licht und Schatten umgehen lernen. Denn am Theater ist es so, da ist ja eingeleuchtet und es gibt so Stellen, da ist mehr Licht und da ist weniger Licht. Das ist immer dieselbe Einleuchtung. Aber wenn man auf der Bühne ist, kann man ja da ein bisschen sich schleichen. Man kann schon mal einen halben Meter zur Seite gehen. Also nicht 15 Meter, sonst ist man irgendwie völlig woanders und der Schauspielkollege sucht einen. Oder die Kollegin sagt, wo ist der Mann, den ich küssen muss? Und dann steht der im Scheinwerferlicht, aber viel zu weit weg. Ja. Aber man kann mit dem Licht ein bisschen spielen, indem man halt das spürt. Während man spricht und während man spielt, spürt man ja, in welchem Licht man ist. Und das ist beim Fotografieren auch so. Wenn man die Kamera hochhält und das wirklich differenziert. Das ist jetzt eine kleine Lehrstunde, aber das macht die Sache wirklich spannend. Und man hat ja, ich habe meine ersten Fotoapparate, die hatten nur 12 Bilder. Die waren 6 auf 6, also 6 mm Film. Da bist du dann losgezogen und wusstest, du hast 12 Bilder. Ja, genau. Und hast dann ganz genau überlegt im Laufe des Tages, was du jetzt fotografieren willst. Genau. Und ich habe lange, mein Vater war ja gestorben und ich musste viel Geld selber verdienen, schon in frühen Zeiten mit Jobs und das habe ich so viel gelernt. Und das war nicht in einem Tag verknipst. Also der Film, manchmal war der ein Vierteljahr in dem Fotoapparat.
Man ging halt hin und sagt, ach, das ist jetzt was Besonderes, gerade mit der Katze auf dem Arm oder dieses Wetter oder eine Eule. Ich habe mir eine Eule, die hat sich verflogen, versucht zu fotografieren. Das war sehr mutig mit dem begrenzten Repertoire. Das ja, ich bin hoch, habe dann den Fotoapparat geguckt und gesagt, da sitzt eine Eule, so eine Eule. Und dann habe ich den Baum fotografiert mit der Eule. Auf dem Foto ist die Eule nicht zu sehen. Keine Ahnung, wahrscheinlich flog die gerade weg, aber es gab ein Bild. Und dann hat man einen Film zum Entwickeln gebracht und dann 2 Monate später hat man dann das Ergebnis gekriegt. Man braucht ja auch nicht so viele Bilder. Also ich habe die Bilderflut nicht vermisst. Ja. Machst du denn heute? Naja, ich hatte halt immer so kleine Einwegkameras, haben meine Eltern mir immer gegeben. Ah. Und die habe ich hier als in dieser Köln-Phase damals auch oft gekauft. Die konnte man überall schnell nachkaufen, konnte sofort fotografieren, gibt man die ganze Kamera ab und kriegt man nur die Bilder zurück. Ah. Das habe ich auch eine Zeit lang. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, so kleine Einwegkameras. Das Wort selber kennt wahrscheinlich keiner mehr, aber das gab es auch eine Zeit lang. Ja, ich weiß, ich kenne die ganz so genau. Plastikgehäuse. Ja. Und dann konntest du damit aber auch fotografieren. Das war okay. Doch, da war dann alles drin. Genau, was das Herz begehrt, war eine. So Licht, da konnte man, glaube ich, 2 Einstellungen das machen oder sowas. Das war begrenzt. Also. Ja. Als wir in der Lindenstraße zusammen waren im Januar, hattest du auch deine eigene Kamera mitgebracht. Ja, absolut. Genau, richtig. Ja. Ich hab noch so kleine Kameras, die man in die Tasche schieben kann. Und habe die, Entschuldigung, habe ich nur große Kamera. Ja, die großen Kameras habe ich alle weg. Ich habe nur noch so kleine. Und ansonsten reicht ja für den Alltag wahrscheinlich auch dir dein Handy inzwischen, ne? Ja, ich mache natürlich auch mit dem Handy und so. Und das ist natürlich gut, weil das habe ich meistens dabei. Ich bin ja jetzt nicht unbedingt, ich bezeichne mich nicht als abhängig, ich überlege gerade. Also was mir bei dir aufgefallen ist, da kann ich dich vielleicht freuen zu hören, ein bisschen in Schutz nehmen. Abhängig kann man dich überhaupt nicht bezeichnen, denn was du ja ganz oft machst, du machst ja oft die mobilen Daten aus. Wenn ich dir Nachrichten schicke, dann haben die erstmal nur einen Haken und kommen gar nicht bei dir an. Du machst irgendwie ab und zu so die Internetverbindung zum Handy aus oder machst das Handy komplett aus, oder? Also ich mache manchmal das Handy komplett aus oder was ich mache, wenn ich sage, ich möchte es Ruhe haben und so also ein bisschen mehr Entscheidung. Wir hatten ja vorher das Thema auch nochmal Entscheidung, dass ich wirklich über den Zugang zu mir entscheide. Ja, so. Das ewig erreichbar sein, das sorgt auch dafür, dass man immer wieder nachgucken will, ne, was ist jetzt passiert. Ja. Und das mache ich, indem ich dann einfach auf Flugmodus schalte. Ja. Muss ich es nicht ganz ausschalten. Das meine ich, das Internet abgestellt sozusagen. Ja, genau, da ist es so, dann ist es halt mal nicht an. Und ich habe mir ein bisschen meine Entscheidungsfreiheit zurückgeholt. Ich hatte ja 3 Jahre lang diesen Reisejob, wo ich in der ganzen Welt unterwegs war und die Welt kennengelernt habe. Das hat vor 2 Jahren geendet ungefähr. Und aber 3 Jahre lang war ich pausenlos mit schnell zu transportierenden Autoteilen unterwegs nach Mexiko, nach El Paso, nach Korea und nach Japan und so weiter. Und da musste ich immer erreichbar sein. Immer. Und auch zum Beispiel, wenn man gelandet ist, sofort Meldung abdrücken, gelandet. Sodass der Kunde weiß, der ist mit dem Paket jetzt gelandet. Und jetzt dauert es nicht mehr so lange, bis der Abholer am Flughafen das in der Hand hat. Und dann Übergabe, Foto von der Übergabeprotokoll, dem Übergabeprotokoll. Und da musste ich das abliefern. Also war es wahrscheinlich auch für Rückfragen immer greifbar. Wo bleiben Sie, wo sind Sie, wann Sie? Ja, natürlich. Ja, genau, richtig. Das hat mir auch ein paar Mal hat mir das hohe Gebühren beschert, als ich dann die Roaming-Daten oder sowas nicht abgeschaltet habe in dem Land. Ja, irgendwo in ich weiß nicht, Vietnam oder wo das war. Das kann in die Tausende gehen. Jeder Mobilfunkkonzern hat eine unterschiedliche Grenze. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber da kann schon schwierig sein. Also Tausende nicht. Ich glaube, das hat man dann auch begrenzt, weil dann gab es Probleme irgendwie. Aber es wurde relativ schnell begrenzt. Nur es ärgert einen ja schon, wenn man 80 Euro mehr zahlen muss. Ja, natürlich. Für das, dass man eigentlich gar nichts gemacht hat. Und ja, das ist halt gerade, wenn du die EU verlässt, dann kann das schon sehr, sehr schnell sehr teuer werden. Du lässt das Handy an und dann kostet eine E-Mail plötzlich Geld. Aber auch das wird alles besser. Ja. Ja. Und ich habe ja vor allem an dem Handy etwas, das gebe ich jetzt nochmal als Info weiter, wunderbar an diesem Ding, was ich habe. Ich habe eine Wohlbefindensabteilung, so ähnlich heißt das Ding, wir müssten es jetzt nachschauen. Und da kann ich sozusagen sehen, wie viel von diesen Messenger-Zeit ich verbraucht habe an dem Tag.
Und da sieht man dann, dass man plötzlich für irgendeinen Messenger plötzlich 50 Minuten verbraucht hat, obwohl man eigentlich sagt, eigentlich habe ich jetzt gar nichts Aufregendes gemacht, sondern man hat nur geguckt, was die anderen schreiben und also so Zeug. Aber man sieht dann plötzlich, man hat eine Statistik drin und dann kann man es auch abschalten. Und jetzt habe ich einen Begrenzer rein. Da mache ich es eine Viertelstunde und an einer Viertelstunde kriege ich schon, oder vor einer Viertelstunde kriege ich schon die Warnung. Für 5 Minuten haben Sie noch, meinetwegen im Messenger, was weiß ich, Telegram oder WhatsApp oder was auch immer von dem Zeug. Und dann schaltet sich es einfach ab. So, und dann kann man es aber verlängern. Und wenn man, aber man kann auch sagen, okay, ja, eigentlich reicht es ja, ja. Eigentlich, was ist es so, wie man Fernsehen schauen, Chip essen oder sowas. Wenn man, holt man sich jetzt noch die zweite Büchse, Chip oder nicht, oder reicht das, die erste? Das ist halt die Frage. Das ist ein bisschen so etwas Mütterliches hat dieses Handy an sich. Und das schätze ich ganz, ganz gut. Jetzt waren wir noch zum... Ja, du wolltest was zum Morgenmagazin jetzt sagen. Also ich habe 2, 3 Themen mitgebracht. Ja. Das ist jetzt Thema Nummer 1 sozusagen. Genau, genau, genau. Jetzt mümmel ich mal diese Schokolade hier. So ein kleines, so eine... So, dass man es nicht hört. Der Zuhörer wird es nicht merken, dass er sie mümmelt. Ich breche es durch, weil dann ist es kleiner. Dann mümmeln wir es dazu. Absolut nicht zu spüren. Übrigens, hinter dir ist tatsächlich ein Laden für 4711. Ist das das, was du meintest? Das ist nochmal so ein kleiner, der heißt 4711, der Grüne hier. Ja, genau. Original Eau de Cologne. Ja, das ist aber nicht das Haus, das ist nur ein Laden. Ah ja. Das Haus steht da, wenn man über die Straße hier durchgehen würde, weiter hinten. Also große Filiale sozusagen hier. Ja, ja, das ist natürlich hier für den Tourismus. Und, was war denn jetzt im Morgenmagazin? Also Morgenmagazin... hatte dann, ich weiß nicht, wer die Idee hatte, war eine wirklich, das war wirklich eine ausgeklügelte Extra-Show von WDR und Lindenstraße zusammen. Das war wirklich super. Denn die Idee war, grundlegende Idee, wir machen einen Austausch. Es gibt ein Morgenmagazin von morgens, weiß ich, wann die starten, irgendwie von 6 bis 8 oder sowas. Kann sein, ne? Das nur von Lindenstraßen-Schauspielern bestritten wird. Moderiert. Und, moderiert. Und auch inhaltlich? Alles. Interviews mit Politikern. Das hattest du irgendwann mal erzählt. Was war da dein Part? Ich hatte, also es war so organisiert, dass wir wirklich vor Ort sein mussten wie die Journalisten. Das sind also Journalistinnen und Journalisten, die dann die Interviews machen und Moderation machen und zwischendurch Nachrichten oder sowas. Also es, so diesen Mix. Und dieses Team von denen hat aber als Ausgleich kleine Rollen in der Lindenstraße spielen dürfen oder in der Originalkulisse so die Rolle von Else Kling spielen dürfen. Also eine von den Moderatorinnen wollte unbedingt Else Kling sein und wurde dann auch verkleidet mit Perücke und musste dann auch den Text lernen und hat dann ein schlechtes Bayerisch gesprochen und gesagt, ja, hier und geh mir her, ja, das Bier ist wieder aus, hol uns noch ein paar Bier und so weiter. Das hat die dann gemacht und da habe ich dann bei den Bremer zugeschaut. Also die wurden verlagert zu den Studios Lindenstraße, später dann. Und wir wurden richtig vorbereitet darauf, was da auf uns zukommt. Man muss es ja ein bisschen wissen. Und da waren bestimmt nicht alle halt. Ich denke mal, wir waren 8 Leute oder sowas, die das auch machen wollten. Also nicht jeder Schauspieler, weil das wurde gesendet. Das ging richtig live auf Sendung. Da warst du live, Morgenmagazin, Sendung. So. War ja für dich dann auch so ein bisschen Heimspiel, ne? Absolut, das war wieder so der Nachrichtencharakter, wobei ich halt wirklich die Nachrichten gemacht habe. Also ich war jetzt nicht ein richtiger Moderator, der also eigene Interviews macht oder so. Und ich musste einen Politiker aus dem Landtag interviewen zu einem Verkehrsproblem. Da gab es gerade so ein aktuelles, heißes Thema in NRW, was weiß ich, wieder 2 Brücken kaputt oder sowas, Verkehrsumleitung, eine Katastrophe, keiner kommt zurecht zur Arbeit und so weiter und so weiter und so weiter. Und das war dann mein Part, da richtig den zu interviewen. Das ging gut. Die waren auch informiert, dass sie jetzt die Lindenstraßenschauspieler dran hatten natürlich, die waren präpariert. Und das ging dann richtig im Bild. Das musste man wirklich sehen. Man wurde mit der Kamera selber, man sah den dann. Also es war nochmal eine Herausforderung, weil es war live und es war halt anders, dass man den dann in einem Fernsehbild sieht, den man interviewt. Der sieht einen dann selber, weil der ja vor einer Kamera irgendwo im Landtag steht und, oder zu Hause oder auf der Straße oder im Café irgendwo. Und es war hochinteressant und man musste früher aufstehen. Man musste schon, ich glaube um 4 wurden wir schon abgeholt. Und konnte nicht zu viel schlafen und ja, und Kaffee, es war luxuriös, aber es war enorme Herausforderung. Also, hat das dann gut geklappt? Ja, ich war eigentlich ganz zufrieden. Ich habe den dann, man konnte auch, glaube ich, so eigene Fragen gestalten, was einen selber so, was man so wissen wollen würde und so weiter.
Und da hatten wir dann auch die Kollegin Ute Mora, das weiß ich noch. Ich glaube, die Andrea Spatzig war auch dabei, weil die lässt sich sowas nicht nehmen. Die ist ja Schachtelhoberin. Und ich glaube, die Mare Schachtelhober ist jemand, der gerne so mit Leuten sich unterhält und Sachen fragt und alles wissen will und so weiter. Und Frau Marian, glaube ich, war auch dabei. Ja, auf jeden Fall war Ute Mora dabei. Und sage ich, Ute, und hast genug geschlafen? Sagt, ja, es war fürchterlich. Die ist ja Rehlein, ne? Rehlein ist ja empfindlich gewesen. Deswegen heißt es auch Rehlein. Und ich kenne sie ja dann von München her noch. Wir haben mal im Theater gespielt zusammen. Das ist eine andere Geschichte noch. Aber da habe ich gesagt, na Ute, wie geht's denn dir so? Ja, und so weiter. Und eigentlich ist sie nicht so die mutige Frontkämpferin. Also ist eigentlich nicht so. Und ich glaube, sie war sehr nervös. Also sie war, ja, hat das schon was ausgemacht, weil... ganz anderes Terrain. Ne? Da tritt man als man selber auf, muss jetzt ja auch abliefern. Man kann nicht nochmal neu anfangen. Und dann hat auch inhaltlich auch ein bisschen Verantwortung mitzutragen. Das ist eine ganz andere Kiste. Ja, und das ist dann gesendet. Ja. Und sie ist ja eigentlich, so wie wir alle, eigentlich nicht so politisch kompetent. Also ist ja nicht so gerissen wie die Journalisten, die sagen, ja, den kann man noch was nachhaken und so weiter. Und... insofern war sie ziemlich nervös. Konntest du denn schlafen? Dann sagte sie, ja, ich habe ein bisschen was genommen. Dachte ich, was hast du genommen? Wahrscheinlich also ein bisschen eine Schlaftablette oder sowas, damit sie wenigstens ein paar Stunden schlafen kriegt oder sowas. Oder Baldrian. Ja. Früher gab es immer Baldrian. Ne? So auf ein Zuckerstückchen gab es Baldrian zum Einschlafen. Als Kind, weiß ich noch. Da schlief man dann selig. Ein Naturmittel. Auf jeden Fall wurden wir da sehr verwöhnt. Und ich glaube, wir waren alle froh, wie es vorbei war. Aber es war eine Riesenshow. Und es war wirklich... etwas Schönes, Kreatives, was einfach uns wirklich sozusagen nochmal in einen anderen Bereich und das gebracht hat. Das war auch Lindenstraße. Wir waren also als Gruppe interaktiv. Wir waren natürlich. War das denn auch so eine Art Werbeeffekt, der damit erzielt werden sollte, dass man sagt, okay, also war das ein Jubiläum? Also, weißt du noch ungefähr, wie man darauf kam? Also das ist schon was Spezielles. Also den reinen Ursprung, das weiß ich jetzt nicht. Und es ist natürlich ein Werbeeffekt, weil dann da gucken natürlich dann wieder Leute mehr, sagen wir mal, wahrscheinlich mehr Morgenmagazin, also die ganzen Fans. Angenommen, wir hatten meinetwegen zu der Zeit 9 Millionen Zuschauer. Und die wissen alle, im Morgenmagazin, da treten die mal live auf und mal gucken, was sie machen. Ja? Dann hat das Morgenmagazin natürlich eine Einschaltquote, sagen wir, wenn nur ein Zehntel davon ist. Ja, dann, also eigentlich profitiert ja das Morgenmagazin davon. Denn wenn man jetzt mal realistisch umdenkt, Morgenmagazin-Zuschauer wird ja nicht sagen, ach ja, die haben das ja gut gemacht, jetzt gucke ich mir mal die Handlungsstränge der Lindenstraße an. Das wäre tatsächlich, hätte eher das Morgenmagazin von der Lindenstraße profitiert. Ja, absolut, genau. Ich meine, der WDR ist hier sozusagen der Auftrag und Arbeitgeber für der Lindenstraße und haben natürlich auch ein Interesse, das auch dann zu benutzen. Das kann man ja verstehen. Aber halt nicht blöd, nicht mit irgendeiner dummen Werbung oder sowas nach dem Motto, WDR ist super, weil es Lindenstraße gibt, guck mal hier, guck mal da, sondern einfach mit einer sehr kreativen Art und Weise. Ich fand das fantastisch. Fantastische Idee, ist interaktiv und bringt dann nochmal auch die Wichtigkeit der Lindenstraße als sagen wir mal, im Zusammenhang mit dem politischen Aspekt der Lindenstraße. Das ist ja das, was die Lindenstraße ausgemacht hat. Das ist ja was anderes als wie irgendwie verbotene Liebe. Also ich will das nicht schlecht machen, nur einfach Herzschmerz und Liebesgeschichten. Ja, die hatten das bei wir. Euch auch, aber ihr hattet noch so viel mehr. Ach, ne? Die hatten wir nebenbei. Ja, okay. Genau. Die hatten wir sozusagen als Beilage. Ja. Kannst du noch erinnern, ob es ein, zwei Kollegen gab, die gleich gesagt haben, dass überhaupt nichts für mich, also da komme ich nicht für in Frage. Die Absagen weiß ich nicht, aber dadurch, dass wir eine begrenzte Zahl hatten und ich auch die Leute natürlich kenne, weiß ich, dass ich denke mal mindestens über die Hälfte der Straße, das ist jetzt Vermutung, da gesagt haben, das mache ich nicht. Also das ist mir, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Da habe ich eine Live-Kamera und ich muss jemand aus der Politik was fragen. Um Gottes Willen. Wäre es eigentlich für dich, es gab ja diese Live-Folge damals, da warst du ja schon raus. Eine Folge wurde ja live gespielt und gesendet von der Lindenstraße. Das war die, wo Erich Schiller gestorben ist. Das muss 2015 gewesen sein. Ja. Wäre das auch für dich schön gewesen, sowas mal zu machen, so Live-Theater Lindenstraße? Ja, also auf jeden Fall. Da hätte ich auf jeden Fall gern mitgemacht. Also das fand ich schon eine Herausforderung. Und das ist, was ich am Theater ja gern gehabt habe, eigentlich, was eigentlich die Hauptsache war nicht das Spielen, sondern das Proben. Das macht Spaß. Weil da kann man ausprobieren, da kann man es gestalten. Das ist so ein bisschen,
ja, wie soll man das sagen? Ja, man, ich glaube, ich verstehe. Man kann es wirklich gestalten, also wie ein Bildhauer, der, oder jemand, der so, sagen wir, eine Masse hat und eine Figur aus einer Masse knetet, also wie Knetmasse, oder halt aus Beton zum Beispiel eine Figur gestaltet und die dann erschafft. Und das passiert bei den Proben. Und da ist halt beim Film bei der Lindenstraße, ist man schon so kanalisiert durch das Drehbuch, durch die vorgegebenen Schnitte. Ja, wie musst du stehen, wo ist die Kamera? Ja, trotzdem genau. Hast du mir mal gesagt, du hast den Regisseuren immer gerne auch Sachen angeboten. Ne? Hast immer Sachen vorgeschlagen, ich könnte das doch so machen oder so, wie wollen sie es lieber? Du hast ja trotzdem versucht, ja auch in diesem engen Raum, auch der engen Kulissen, und es ist ja alles nach Plan, die Drehpläne hast du mir ja mal gezeigt. Trotzdem hast du immer versucht, da noch so ein bisschen einen eigenen Spirit reinzubringen. Ne? Ja, und das macht natürlich die Sache individueller. Also man muss halt sehen, immer sehen, wie im Leben auch, wo habe ich einen Spielraum, ja? Und wo ist die Grenze. Und da habe ich den Spielraum sukzessive, nachdem ich gesehen habe, wie es läuft, weil nicht jeder Filmdreh läuft gleich. Ja, ich habe sehr viele Fernsehsachen vorgemacht und Filme. Jeder Regisseur ist völlig anders. So ein amerikanischer Regisseur, Frankenheimer oder sowas, John Frankenheimer, berühmter Regisseur. Ja, da hast du überhaupt keine Chance gehabt. Da haben wir kleinere Rollen gespielt, wir Deutschen, weil das war da ein Riesending mit Michael Caine oder sowas. Eine Riesenproduktion. Und das war wie ein Fürst, als wir diesem Regisseur vorgestellt worden sind. Der saß da und thronte, einer der maßgeblichen, ich glaube, der dann mit Paul Newman die ganzen Filme, viele Filme gemacht hat. Also einer der ganz großen älteren Herren. Und wurden wir dem vorgestellt, und der hat gerade nur mal milde genickt zu uns, so nach dem Motto, ja, und den Nächsten, so ganz milde, so wie ein alter König. So, ne? Und der hat natürlich überhaupt keinen Spielraum gelassen. Aber hier hatten wir Regisseure, die waren sehr flexibel, allen voran George Moores, nachdem ja auch dieses Café benannt ist. Genau, von dem alle schwärmen bis heute noch. Ja, genau, absolut. Und wir haben da das gestaltet. Bei George Moores, der kannte, die liebte die Schauspieler und hat gesagt, okay, der wusste ganz genau, dass ein Film davon lebt, wie farbig ein Schauspieler ist, wie lebendig er sein kann, vor allem auf lange Sicht. Der wusste da ganz genau, ich mache mir nicht die Mühe, den irgendwo hinzubringen. Der ist für die Rolle engagiert, das ist nämlich das, was der bietet. Und das hat er sich dann zeigen lassen. Und dann hat er sich das rausgenommen, die Stellung, da wo man saß oder kniete oder durchs Fenster gehüpft ist, wo man gesagt, oder da kam er mal so ein Hund, sogar ein Hund mitgespielt, weiß ich noch. Dann hat er mich über die Leine springen lassen. Ich musste sofort zum Blumenladen, ganz schnell. Und da war eine Frau mit dem Hund im Weg. Und irgendwie sagt er, Franz, ja, da ist die Leine im Weg. Soll ich jetzt über die Leine hüpfen? Ja, hüpf mal über die Leine. Dann bin ich hier. Gemacht. Ja. Aber hast du gemacht. Ja. Da habe ich natürlich schon wieder Interesse, die Szene rauszusuchen. Das ist ein bisschen schwieriger, aber vielleicht. Das ist ein Challenge. Das ist, naja, weil der hat so viele Folgen gedreht. Der war ja dann, glaube ich, der hat ja die meisten Folgen gehabt. Jedenfalls in den ersten 15 Jahren. Ja, den Blumenladen hattet ihr auch sehr lange drin, so ein, zwei, drei Jahre vielleicht. Du hast ihn ja nach Claudias Tod, hat Olaf den ja noch alleine weitergeführt. Dann hat er Dieter irgendwie als Hilfe gehabt. Ja. Da habt ihr einiges probiert mit dem Laden, ne? Ja, der Laden war unglaublich. Irgendwann explodierte mal irgendwas, dann wurde der ganze Laden erstmal rot, ganz peinlich. Und ja, genau. Hier haben wir nämlich gerade ein junges Mädchen oder ein Mädchen mit der Mama. Genau, wir machen hier Aufnahmen. Hallo, Chris. Die haben nett genickt. Und sie hat dann, Leute schauen ganz vorsichtig mal rüber. Ja, die gucken dann ein bisschen. Der Olaf wieder. Ja, das sieht man dann schon, dass die das erkannt haben, aber sehen auch, dass wir ein Interview machen und dass sie sich dezent entfernen. Und das ist ja in Köln ja auch so, das ist ja auch man gewohnt, ne? Dass hier viele Prominente wohnen, viele Medienschaffende, und dann ist wahrscheinlich auch das einfach ein bisschen Normalität einfach hier, ne? Ich denke schon, ja, doch. Das ist angenehm. Ich denke mal, es gibt so ein paar Städte, wo bekannte Schauspieler, also ich will mich jetzt da nicht sehr, sehr ins Licht stellen, aber wo man als bekannter Schauspieler eigentlich bequem leben kann. Und dazu gehört Köln auf jeden Fall. Ich meine, Hamburg auch. Das sind 2 Millionen, Berlin geht's auch. Aber es gibt halt dann Städtchen, da muss man dann also sich den Freiraum manchmal erkämpfen, weil jedes Mal, wenn also du
Irgendwo. Bei uns auf dem Dorf, im Kreis Cuxhaven, da gibt es einen ganz kleinen Ort, der heißt Neuland. Das ist noch nicht mal ein Ort, das ist eher so ein Ortsteil von einem anderen bei Himmelpforten Richtung Stade. Ja. Und ich weiß noch, wo man als Kind schon gesagt hat, ja, da in Neuland, da wohnt die Schauspielerin Anita Kupsch. Anita Kupsch wohnt da und jeder weiß das da. Lilo Wanders wohnt da auch in der Nähe. Ja, ja. Und wenn so Prominente auf dem Dorf wohnen, dann weiß das da jeder. Ja? Ja, ja. Hier interessiert das niemand. Ne? Ja, es ist halt so, genau. Ich meine, wir leben in Deutschland ja im Grunde in einem Schauspielerparadies. Dies im Vergleich zu USA zum Beispiel. Und bei uns kann man halt einfach mit einem netten Lächeln oder sowas irgendwie, oder man hat ein Gespräch oder man gibt, wie Annemarie Wendel hatte, immer ihre Autogramms griffbereit und schon unterschrieben. Ja. Und wenn jemand sagt, ja, da ist ja Else und so weiter, ja, freilich und so weiter. Und schon kam der Griff in die Handtasche zu diesem Autogrammfoto. Sie war also PR-mäßig, Public Relation-mäßig bestens ausgerüstet und hat sofort das Autogramm gegeben, hat aber meistens nicht sich die Mühe gemacht, dann den Namen drauf zu schreiben, sondern hat kurz mal gesagt, ja, freilich, gerade da wollen Sie ein Autogramm. Dann habe ich das von der gelernt, habe ich gedacht, das ist gut, weil dann dauert das auch nicht so arg lange, die Unterhaltung. Ja, das stimmt, ja. Das ist zwar schön, aber manchmal, wenn es überhand nimmt, und bei ihr, sie war so speziell, hat es natürlich dann, da sie auch in der Stadt wohnte, sehr oft stattgefunden. Also wenn die zum Einkaufen geht, dann hat sie bestimmt 8 bis 10 Leute gehabt, jeden Tag, die sie angesprochen haben. Gleichzeitig hat sie aber das gezückt, dann war der so happy, hat gesagt, Dankeschön und ging wieder. Ja, weil man natürlich dann auch so ein bisschen wahrscheinlich auch dann nicht weiß, ja, was soll ich jetzt hier noch sagen? Ja, danke, dann bis bald. Du hast das dann irgendwie sympathisch gelöst und dann ist der andere eher so in der Schuld, dann was will er jetzt noch, ne? Ja, genau, da ist auch nicht die Diskussion, weil das, was dann nervt beim Autogramm geben auf der Straße, ist ja auch dann, wenn du nichts dabei hast und die haben auch nichts dabei. Oh, kann ich ein Autogramm haben? Dann wird geguckt, wo kann ich das? Dann wird geguckt, gibt es hier mal Speisekarte oder sowas? Gibt es hier irgendwas? Oder gibt es hier, dann wird geguckt, welchen Papierkorb ragt ein Stück Papier raus, das man dann unterschreiben kann. Was ist denn jetzt besser? Das, dass du auf irgendeiner Serviette unterschreibst oder auf so ein kleines Stück Schokoladenrest? Oder ist es besser, wenn jemand sein Handy zückt und dich einfach direkt mitfotografieren will? Was ist ja, das ist ja die Extranummer, die gab es ja früher nicht. Im vorigen Jahrhundert. Ne? Heute hält jeder so das Handy und kriegst so ganz komische Selfies dann. Ja, und das ist natürlich da blöd, weil es kann sein, dass da die Qualität des Bildes so scheiße ist, wenn es im Internet steht, das will man dann auch nicht haben. Deswegen kontrolliere ich das und da bist du dann schon wieder am Kontrollieren. Ja, so. Ja, schwierig, ne? Ja, schwierig. Und, aber ich mache es dann trotzdem, weil ich sage, okay, es ist live, sage ich, kann ich es mal sehen. Und dann schließe ich mit denen richtig Freundschaft. Dann dauert es eine Zeit lang. Wenn man in Eile ist und es ist viel, bei mir ist es jetzt nicht mehr so viel, also es ist überschaubar. Ne, so, dann war diese Kartenlösung von Annemarie Wendel das Allerbeste. Schon fertig unterschrieben. Ich hatte dann immer noch einen meist grünen oder blauen Edding dabei und habe dann die Werbung noch etwas personifiziert. Sag, ist es für wen ist es? Ja, für Nina. Schreibe ich Nina drauf. Und während der Zeit konnte ich mich aber mit denen unterhalten. Und dann hatten die ein richtiges Gespräch. Und das vergessen die das Leben lang nie. Das ist ein kleines Erlebnis, das du dann geschaffen hast. Ja. Geht mir ja auch so, wenn jemand sich mit mir unterhält. Also so hat man das gemacht. Also es ist alles gut. Kann man also... Also ich habe ja schon viele Leute interviewen dürfen, live und auch am Telefon oder bei uns im Studio in Hamburg. Und es ist manchmal interessant, wenn man so Leuten erzählt, wer so kommt und wenn jemand den schon mal kennengelernt hat. Also ich habe schon oft gehört, ja, das ist ein Arschloch, das ist ein ganz furchtbarer Typ. Und das war dann auch eben so eine Momentaufnahme und ich lerne die Person ganz anders kennen. Mhm. Das sagt eigentlich nichts aus, aber es bleibt als Eindruck immer bestehen, wie man ihn einmal erlebt hat. Ne? Ja. Kennst du Mirsha Krishan, den Schauspieler? Schon ein paar Jahre tot, der mal auf Rügen... so Festivalspiele, Störtebecker heißt das, glaube ich, nach Frühen. Und den habe ich auch mal um Autogramm gebeten, hat sich umgekehrt und gesagt, nee, jetzt nicht, keine Zeit. Da war ich ein ganz kleiner Junge. Und das bleibt mir bis heute im Kopf, sowas. Ne? Und immer, wenn ich ihn irgendwo gesehen habe, auch als ich gehört habe, der ist gestorben, war nur mein Gedanke, ja, der war damals so unfreundlich zu mir. Genau, und das ist etwas, das ist tödlich. Das muss man wirklich vermeiden. Also da bin ich auch überhaupt nicht einverstanden damit, dass Kolleginnen und Kollegen sowas machen, weil... Es ist einfach eine Falschheit. Da steckt eine Falschheit drin, denn man ist ja mal Schauspieler geworden, um mit dem Publikum und auch für das Publikum was zu machen. Egal in welcher Stätte. Also Theater, Film, Fernsehen, was auch immer, Hörspiele.
Und dann kommt einer daher und sagt, er fand das toll. Meistens finden sie es ja toll. Sie sagen, ja, ich kenne sie. Kommt man ja an. Ne? Ja, ich kenne sie. Das war für mich damals auch eine Riesenüberwindung. Ja, du kennst ihn jetzt nicht, aber ich denke, einige Hörer kennen ihn vielleicht. Könnt ihr mal googeln. Vom Gesicht her kennt man ihn schon. Und wenn du dann, das war der erste Prominente, den ich angesprochen habe, haben wir direkt eine Abfuhr gegeben. Ja. Danach lief es ein bisschen besser über die Jahre. Aber hin und wieder, das bleibt dann halt noch viel mehr im Kopf sogar als eine gute Begegnung. Ja, eben. Und das ist fatal, weil das bringt ja das gesamte Genre, das gesamte Business in einen Verruf nach dem Motto, Schauspieler kann man nicht ansprechen, die sind dann immer so. Es wird ja dann auch verallgemeinert. Ja, sicher. Und das ist einfach, also dem habe ich dann entgegengesteuert, weil das habe ich ja mal, also mein Lehrmeister war da der Nummer eins. Das ging sehr, sehr schnell. Der hatte eine Sendung moderiert im Bayerischen Rundfunk. Als ich da Sprecher war Klaus Hafenstein. Und Klaus Hafenstein kam damit so einem Stapel von Post. Ja, die wurden zum Bayerischen Rundfunk in die Redaktion geschickt. Und er hatte die mit ins Studio gebracht und hat seine Sendung sehr nett gemacht. Und haben Sie da Post gekriegt? Ja, das sind die Leute, schreiben ja auch hierher in den Sender. Und dann sind das Autogrammwünsche und so weiter. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, was machen Sie jetzt damit? Sagt er, immer sorgfältig beantworten. Ja, herzlich, sorgfältig beantworten. Und dann sagte er das Schlagwort, das hat sich eingebrannt wie ein Stempel. Alles Kundschaft. Ja, stimmt, das sagtest du schon öfter. Kundschaft, das war das Wort, genau. Ja. Alles Kundschaft, ja. Und das sagte er in seiner kräftigen Art und Weise und verschwand wieder im Studio. Dachte ich, also ich habe nie Post gekriegt als Nachrichtensprecher. Und das war quasi das, woran du dich später immer erinnert hast. Ne? Aber daran habe ich mich schlagartig erinnert, dachte ich, ja. Das ist die Wahrheit, es ist Kundschaft. Ja, das ist ja wie im Laden hier vorne, wenn du hier im Fotoladen, du verstehst, geht einer rein und sagt, wir können den Fotoapparat anschauen, sagt er, jetzt keine Zeit. Das ist kundenunfreundlich und es ist menschenunfreundlich. Es ist einfach, vor allem wenn, angenommen, es kommt so ein Junge, so wie du, 8 Jahre oder 10 Jahre, und dann rennt dann noch dazu ein Kind. Ich meine, man könnte ja sagen, weißt du was, ich muss zum Bahnhof, ich habe nur noch 2 Minuten. Ich habe gar keine Zeit, aber danke, ja, dass du mich ansprichst. Du bist super, können wir ja bestätigen. Dann geht so ein Junge weg und sagt, der muss zum Bahnhof, das verstehe ich. Ja, dann versteht auch ein 8-Jähriger was, der ist ja nicht blöd. Und dann ist gut, dann hat man da einen Fan für immer. Und so habe ich, tausende von Fans gemacht, indem ich einfach... Wenn man gesagt hat, ich muss jetzt zum Zug. Nein, indem ich einfach... ja, es war ja auch keine Ausrede. Wenn ich zum Zug muss, ich zum Zug. Ansonsten nehme ich mir die Zeit, weil ich habe dann geguckt vom Timing her. Manchmal dauert es ja nur 2 Minuten. Dann spricht man mit jemandem nicht, sage ich, und haben Sie es gemerkt, es ist so und so. Und dann, ja, prima, wunderbar. Also, und schön, dass Sie zuschauen. Man kann es ja auch bestätigen und sich freuen. Ich freue mich, dass die zuschauen. Verstehst? Wir haben ja schwindende Quoten gehabt. Ich meine, ja, Statistiken gingen dann sukzessive immer wieder nach unten, auf 9 Millionen. Ein Mann hat dagegen angekämpft und Autogrammkarten geschrieben, bis die Finger blutig waren. Wie? Sag nur etwas. Du hast dagegen angekämpft und die Autogrammkarten geschrieben, bis deine Finger blutig waren. Ja, ich stand die ganze Nacht hier vor dem Gebäude und habe gewartet, dass ein Autogramm will. Nein, das war wirklich so... das ist die beste Methode und die ist gut. Und ich habe so viele gute Bekanntschaften dadurch gemacht. Also so viele und im Zug und wirklich, Leute, ich gebe jetzt eine Geschichte, die ist wirklich schön. Die ist ganz neu, das ist ganz brandneu. Ganz neu. Wie alt ungefähr? 8 Tage, neun Tage. Okay, letzte Woche. Ja, letzte Woche. Im Zug hat mich eine angesprochen, oder habe ich das nicht vorhin schon gesagt? Hast du davon schon erzählt? Ja, das junge Mädchen mit ihrer Oma. Ja, die als junges Mädchen geschaut hat. Ja, genau. Da war aber noch was, da war schön, ich muss das noch ergänzen. Und zwar, die war vielleicht 35 Jahre alt, die Frau, oder 38 oder 36 und hat auch 2 Kinder, das erzählte mir sie dann und so weiter und Oma und die und so weiter. Ja, meine Oma ist schon gestorben und so weiter und so weiter. Und dann habe ich ihr, da hatte ich Autogrammkarten dabei. Ich habe ja noch ab und zu jetzt im Rucksack, den habe ich jetzt nicht dabei, habe ich welche dabei. Dann sage ich, okay, gut, ja, natürlich gerne und habe ich das geschrieben. Und nach einer Weile, der Zug fuhr, kam sie wieder um die Ecke, guckte mich ganz lieb und fromm an und sagte, kann ich noch eine kriegen, eine Autogrammkarte? Sag ich, ja, gerne, natürlich. Sag ich, für meine Oma, weil die lege ich ihr aufs Grab. Ach Gott, oh Gott, oh. Ja, oh so, Gott, oh Gott. Sieht mal, wie viel Emotion da drin steckt. Ne? Ja. Auch dieses gemeinsame Erlebnis Lindenstraße zusammenschauen. Also das ist wirklich erstaunlich. Dass das alles so tief rührt, dass man sagt, das will ich mit meiner Oma auch heute noch teilen. Also ich war auch berührt, ehrlich gesagt. Ja, ich meine,
es ist nicht mein Stil, sowas, ich würde das nicht machen, aber die Wichtigkeit, die sie erkannt hat, die das für ihre Oma war, ja, also auch den Blickwinkel der Oma zu sehen und ich meine, offensichtlich sind manche Leute, ich meine, ich hatte nie, also meine Omas waren einfach schon zu alt, die waren einfach dann nicht mehr so greifbar und schon gestorben. Aber für viele ist es ja so eine, ich glaube, eine der größten Lieben ist die Oma. Ja, so, das sehe ich, ist immer jetzt. Da bringt man unter Umständen viel Zeit mit, ne, wenn die Eltern schon wieder arbeiten und man ist ja eine ganz andere Herzlichkeit. Die Oma ist unter Umständen großzügiger und genießt die Zeit mehr und bringt einem auch andere Werte bei, natürlich nochmal als die Eltern. Ne? Ja, genau, genau. Und hat auch mehr, vielleicht auch mehr Lust, einen zu verstehen. Ja. Weil ich denke mal, wenn man diesen kleinen Körper hat, man ist ja das Gleiche, man ist ja der gleiche Mensch. Nur man hat einen kleinen Körper und viele sagen dann, ja, jetzt lass mich in Ruhe, jetzt geh raus spielen oder sowas. Und man kriegt sein Anliegen nicht so durch. Und die Oma hatte vielleicht dann mehr Neugierde, auch aus einer anderen Zeit. Diese Omas waren ja dann, hatten ja alle den Krieg erlebt. Die hatten alle diese schwierige Vorkriegszeit erlebt. Manchmal sogar noch die 20er Jahre, wenn sie älter waren. Auf jeden Fall hatten die einfach eine andere Karriere, Hinterlebenskarriere und dadurch einen anderen Blickwinkel als wie die gestressten Eltern. Und das fand ich grandios. Also vielleicht treffe ich die nochmal im Zug, dann werde ich sie fragen, ob sie es wirklich gemacht hat. Ja, aber ich denke, sie hat es gemacht. Ja. Genau. Also wenn sie sich schon so den Mut nochmal aufnimmt, dich nochmal zu fragen, dass du nochmal wieder die Tasche öffnest, dann wird sie das schon, dann ist das ja der kleinste Akt danach, das da wirklich hinzubringen. Ja. Das wird ihr schon viel bedeutet haben. Ja, genau. Also das fand ich nochmal, und auch das kennzeichnet Lindenstraße. Also es gibt ja so manche, sagen wir mal, gesellschaftspolitischen Kennzeichen, wo ich denke, dass andere Serien, sagen wir mal, wie wir vorhin erwähnt haben, was weiß ich, Unter uns oder Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ich glaube, da ist dieser innige, herzenspersönliche, politische Bereich. Das also fehlt wie man da so alles. Und es ist natürlich auch in der Tradition schwieriger, wenn es täglich läuft, wenn da nicht so viel drin ist, was die ganze Familie anspricht. Lindenstraße war schon ein Ritual, das konnte jeder schaffen, konnte man machen. Einmal die Woche 20, 30 Minuten sich hinsetzen und da war für jeden was drin. Und es hatte halt wirklich auch Auswirkungen und war auch natürlich überregional wesentlich bekannter und angesehener. Aber sicher, es wird auch Leute geben, die haben mit ihrer Oma am Marienhof geguckt und verbinden damit viel. Aber ich denke schon, dass bei euch da wesentlich mehr Potenzial da war, da die Massen zu bewegen. Ja, das war auf jeden Fall, sagen wir es mal, waffentechnisch war das wie eine Panzerfaust, die durch das gesellschaftliche Leben durchgeschlagen hat. Ja, da hattet ihr ja die ganzen politischen Schlagzeilen. Ihr wart überall Vorreiter, sämtliche Themen waren drin. Das war ja schon krass. Du wolltest noch, hattest du mir vor ein paar Tagen gesagt, gerne was zum Thema Garderobe sagen. Das will ich am Ende nicht vergessen haben. Ja, weil du sagtest, das ist immer so gewesen, manche hatten eine Einzelgarderobe, manche haben sich Garderobe mit vielen Leuten geteilt. Und das war wohl immer so von Typ zu Typ, auch von Schauspieler zu Schauspieler, unterschiedlich, wie man damit umgegangen ist, ob man jetzt eine Single-Garderobe hatte oder eine, wo schon letzte Woche jemand drin war. Was sind da so die Geschichten, die du da so im Hinterkopf hast? Also das habe ich erst nach einiger Zeit dann gemerkt. Und jetzt warte mal schnell, es kommt der Kellner. Lass uns doch noch. Herr Ober! Ja. Bitte. Bringen Sie bitte das Geld, wir wollen zahlen. Nein, ich mache Spaß. Das kommt aus Bayern. Wir sagen, Kellnerin, bringen uns das Geld, wir wollen zahlen. Das ist ein Spaß. Das ist der Humor der Bayern. Genau. Ich hätte gerne nicht gut an. Er hat Humor, der Mann hat Humor. Was würde ich das nicht sagen? Wir machen gerade ein Interview. Sie werden mit aufgenommen. Kennen Sie Lindenstraße? Ich kenne die Lindenstraße, jawohl. Ja, genau. Jawohl. Was sagen Sie dazu? Ja, ist eine schöne Straße, sage ich dazu. Eine schöne Straße? Ja. Sonst noch was? Haben Sie Erinnerung? Ich habe es nie gesehen. Nie gesehen? Nur so am Rande mal mitbekommen. Aber klar, ist mir ein Begriff. Aber ob es gut oder schlecht ist, da bin ich schon überfragt. Ja, genau. Er hat 10 Jahre da mitgespielt, deswegen fragt er selber. 15. Das ist natürlich hervorragend. Ja, absolut, genau. Und da haben wir uns hierher gesetzt vor dieses WDR-Zeichen und machen jetzt ein Interview. Deswegen haben wir das Ding. Und das ist ein super modernes Teil. Das macht alles super, super, super. Okay. Ich würde noch mal eine Cola Zero nehmen, dasselbe. Ja? Genau. Und ich fand dieses Teil ganz gut. Das ist eigentlich ganz nett. Es ist ein Americano. Möchten Sie noch einen? Ja, genau, das machen Sie mir. Hauen Sie mir noch her. Und das wär's dann erstmal? Ja, genau, richtig. Für die nächste halbe Stunde. Aber helfen Sie uns nochmal. Was die Mädels da bestellt hatten, mit diesen Dreifach, die hatten da diese Dreifachteller bestellt. Was war das? Das ist immer Verschiedenes.
Das ist nur die Etagere, auf der wir das raustragen, und das variiert. Also das ist kein festes Gedeck, sondern das ist immer irgendetwas anderes. Das heißt, Sie haben nur diese, so, das kenne ich nur aus England, wir, wo man so feine, so als Stapelteller. Wir stapeln das einfach nur drauf. Ja, aber das sieht toll aus. Ne? Und genau, da ist, da müssen Sie auch nur einmal gehen, weil Sie kriegen das nämlich da die ganzen Kleinigkeiten drauf. Wow, was ist das denn? Ja, wirklich. Die Mädels haben da Frühstück drauf. Das habe ich nicht gesehen, das ist mein Rücken. Ein, ja. Also ein großer Teller unten, mittlerer und oberer. So eine Hochzeitstorte. Ja, in diesem Gestell, das kann man so nehmen, okay. Und wo die Engländer dann so feine Törtchen drauf tun zum Tee. Da kriegt man so eine, hat einen bestimmten Ausdruck. Macht viel her, ist platzsparend und... Er muss nur einmal gehen, der Mann, ja? Sonst muss er ja, sonst jongliert er ja mit dem Tablett, und so bringt er dieses Ding, hat noch einen Kaffee in der Hand. Und so. Also den Satz, Herr Ober, bringen Sie das Geld, wir wollen zahlen, habe ich aber auch noch nie gehört. Geben Sie den Schutz. Komm, das kommt vom Biertisch. Nein, bringen Sie so Geld, wir wollen zahlen. Thema Garderobe. Ja, genau, wir waren noch bei der Heimat, sozusagen. Also Garderobe ist ja in der Lindstraße auch eine Art von, wie soll man das sagen, eine Art von Zweitwohnsitz geworden. Ja. Ja. Muss man so sehen. Wenn man jahrelang da ist. Mehrere Tage die Woche unter Umständen. Ja, genau. Manchmal jeden Tag in der Woche, manchmal eben nicht. Je nach Drehzeit mussten ja dann die anderen wieder spielen. Das haben ja nicht immer alle auf einmal gespielt, sondern es war versetzt. Und die Produktion legte ja Wert darauf, dass wir uns wohlfühlen im weitesten Sinne. Ja, weil der sich wohlfühlende Schauspieler spielt auch gut. Es gibt ja beim Film ein Grundgesetz, das lernte ich dann auch kennen. Catering ist ja die Versorgung der Filmcrew mit Nahrungsmitteln. Und da heißt es, gutes Catering, guter Film. Schlechtes Catering, Ja, das kann ich wohl nachvollziehen. Ich habe ja mal eine Zeit lang bei diesen RTL-Nachmittags-Reality-Serien mitgespielt. Öfter mal, weil es einfach Spaß macht. Da kann man so ein bisschen ohne große Schauspielerfahrung einfach mal mitspielen. Das ist eigentlich die schlechteste Konkurrenz für dich der Welt. Und da gab es immer nur die billigsten belegten Brötchen des Milky Way von Aldi und so weiter. Das hat mich schon damals überrascht. Ja, ja. Da sind die Leute, da sind die Schauspielerinnen. Was lag bei euch dann? Da lag Lachs und Haribo, das Original, oder? In der Kantine. Also reden wir jetzt über die Kantine oder die Garderoben? Garderobe. Ja, genau. Eigentlich über die Garderoben, aber die Kantine, um das kurz zu machen, ich glaube, ich hatte es schon mal erzählt, hatte eine Top-Ausstattung. Einfach hatte dann zwei Köchinnen, also eine Hauptköchin und eine Nebenköchin oder sowas, die sozusagen das Ganze gestaltet haben. Und sie hatten immer zwei Gerichte, also ein auch etwas nicht fleischliches. Also Leute, die kein Fleisch oder kein Fisch essen wollen, die konnten dann auch was essen und sich was raussuchen oder das bestellen. Man musste dann, auf dem Zettel konnte man ankreuzen, was man will, und danach haben die dann gekocht. Das musste man morgens machen oder man musste irgendwie das nehmen, was dann da ist, wenn man später, manchmal kam man erst mittags und hat bis spät abends gedreht. Und also das war bestens ausgestattet in der Kantine, wo wir auch dann saßen, ne? In der, ja, ich weiß. Kantine. Wo wir im Januar waren, genau. Wir zusammen da. Da waren die Schauspieler schon weg, die Crew war noch dort, weil die Folgen ja noch zu Ende gestellt werden mussten. Da gab es noch viel Public Relations zu machen. Und da saßen wir zusammen in eurer Kantine. Das war ein sehr, sehr schöner Moment, das überhaupt alles nochmal so zu erleben, weil da war ja auch noch alles aufgebaut. Ne? Jetzt ist ja alles leer. Damals waren noch die Leute da, du kanntest viele Mitarbeiter, du hast ein Foto mit der Köchin gemacht, das weiß ich doch. Ja, ne? Ja, absolut. Absolut. Nein, es war eigentlich alles so belassen. Und gerade dieses, sagen wir mal so, Schauspieler, ich sage jetzt mal allgemein, lieben auch eine bestimmte Verlässlichkeit in Bezug auf den Hintergrund, was die Kantine anbelangt, das Essen. Also am Theater ist ja auch so die Kantine ganz was Wichtiges, weil da trifft man sich und hat noch eine Regiebesprechung an der Ecke oder resoniert noch über den Text oder es gibt irgendwas zu tun. Das wissen die auch. Die sind auch speziell da sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr nett und empfindsam. Und Entschuldigung, was ist das hier? Sind das nicht Hamburger Zeichen? Der mit dem Bierfass? Da ist ein Mann so ein bisschen so wie ein Superheld verkleidet. Pitterman steht da drauf. Weiß ich, hat das irgendwas mit Glitzerkostüm? Hat das irgendwas mit Bier zu tun vielleicht? Pittermännchen ist so ein kleines Fässchen. Sein Pittermännchen. Ja, der hat ein Fass dabei. Ja. Ja, das zieht hinter sich wie so ein Koffer. Ja. Und das ist so schön an Köln. Du hast hier einen Karnevalstypen. Einer rennt hier mit so einem hinten drin steht Pittermann und so zwei Stangen hoch. Und das ist eigentlich auch mal im Kölner Karneval versackt. Ja, natürlich, wir hatten ja... Also ich mein privat? Privat? Naja, ich gehe halt und schaue mir das an. Ich gehe dann zum Rosenmontagszug und stelle mich hin. Aber was noch schöner war, der sogenannte Federzug.
da bei uns da im Viertel. Das sind die Fädel, ist das Stadtviertel, und die machen kleinere Umzüge. An den großen ist ja 1 Million Leute auf der Straße. 1 Million Leute laufen im Schnitt rum. Im Hintergrund ist auch gerade wieder, hörst du die Trommeln? Ja, finde ich schon mal. Wird man auch mitkriegen als Hörer. Hier ist das ganze Jahr Karneval. Irgendjemand, vielleicht geht der Mann auch dahin. Kann sein. Weil das hört sich an nach Karnevalstrommeln. Irgendwas ist da. Wir kümmern uns heute um die Ausstattung der Lindenstraße der 90er Jahre. Wie sah das da aus in der Garderobe? Das ist meine Frage jetzt heute. Ja, genau, jetzt kommt die Garderobe. Okay, gut. Man ging also den ersten Stock hoch, mal so eine Treppe hoch. An der Seite waren die Bilder zur Garderobe von der ersten Folge an. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, du hast es gesehen. Da geht so eine Treppe hoch, die sieht ein bisschen wie sozialer Wohnungsbau. Also mit solchen, genau. Oben ist ein weiterer großer Flur. Oben ist ein Flur, der entlang geht. Und dann die erste Folge als Bild war gleich auf der ersten Treppe. Und die entsprechenden Folgen danach. Und da sieht man dieses Mädchen, die verhauen worden ist, die so Blut am Kopf hat. Marion. Ja, die Kleine. Beimer, Die wurde da verhauen in der ersten Folge. Was die Sache schon spannend machte, nach dem Motto, wow, da geht es mir richtig zur Sache. Das war ja dieser gruselige Cliffhanger, dass Mario nach Hause kommt. Hans kommt auch in den Flur. Ja. Und jetzt kriegt er gerade sein Getränk. Ja, mit der Schokolade. Ah, hurra, vielen Dank erstmal. Ah ja. Super. Vielen Dankeschön. Dank. Sehr nett. Zucker brauche ich nicht, vielen Dank. Super. Super, super. Sehr gesund. Dankeschön. Also Marion kommt tief nachts nach Hause. Hans schleicht sich aus dem Bett und sagt, Marion, wo kommst du denn her? Was ist denn? Und sie dreht sich dann erst um und dann sieht man erst ihr blutverschmiertes Gesicht. Und das war der allererste Cliffhanger. Das war der Cliffhanger. Da haben die Leute natürlich erstmal abgeholt. Ne? Ja, das ist natürlich spannend. Genau. Und dieses Bild hat mich dann diese 15 Jahre, wo ich dabei war, begleitet. Jedes Mal, wenn du die Garderobe hochgingst, gingst du an diesen Folgenbildern vorbei. Die wurden jetzt in den letzten Monaten bei Facebook verkauft. Nein. Irgendjemand, der da das mit ausgemistet hat, weiß jetzt nicht, wer das war, ob es unsere Firma war oder ein Privatmensch, irgendjemand hat sich diese Bilder gegriffen und die wurden über all die letzten Monate immer in so einer Facebook-Gruppe verkauft, sodass auch Fans diese Originalbilder haben konnten. Ah, verstehe. Je nach Preis, wer am meisten geboten hat. Manche für 10 Euro, manche für 200 Euro, was weiß ich. Ja. Aber die sind auch noch gerettet worden, jetzt hängen die überall in Deutschland. Ah, schau mal. Eigentlich auch ganz charmant, ne? Ja, natürlich, macht Sinn. Also wenn die nicht irgendwo verstauben dann und irgendwann schmeißt die jemand weg, weil irgendein Holzkäfer in den Rahmen reinkam oder so. Und jetzt setze ich mich mal rüber, weil es kommt die Sonne und blendet mich etwas. Gerne. Gehen wir da rüber. Das wollen wir nicht. Ja, genau, es werde Licht. So. So. Die Marian mal weglegen hier. Jetzt hat er hier noch ein Stück Schokolade sich gesichert. Ich könnte es auch gerne noch immer zugreifen, und noch mümmeln oder so, während ich rede. Eine Kannst du gerne machen, man merkt es ja nicht. Das ist ja kein Problem. Naja, du, ich meine, jetzt ist für dich hier. Achso, nein, danke schön, das ist alles gut. So, und jetzt mit einem Satz, was gab es da zu essen in der Garderobe? In der Garderobe gab es nichts zu essen. Achso, ich dachte, da war so gute Ausstattung, weswegen man gern geblieben ist. Ach so, nein, das geht ja nicht ums Essen. Also Essen gab es in der Kantine, nicht in der Garderobe. Nein, das gibt's, wenn man beim Film ist, als Gast irgendwo und das hat einen gehobenen Charakter oder bei irgendwelchen Shows, da wird dann in die Garderobe für die Schauspieler ein Obstteller gestellt. Ah ja. Wenn es gut gemacht ist. Mhm. Wenn man gute Betreuung hat, sonst gibt es da auch nichts. Ganz einfach. Also, Garderoben waren ja die zweite Heimat. Meine Garderobe war, wenn man die Treppe hochkam, genau geradeaus, einfach eine Zimmertür. Man macht die Zimmertür auf. Was ist da? Es war immer der gleiche Raum für dich. Also du wusstest, da gehe ich hin. Das war jetzt nicht, du hast heute Garderobe 17. Nein, um Gottes Willen. Nein, wir kommen ja da zu den Eigenheiten. Diese Garderobe war geradeaus ein Fenster, dann so eine Art von Schreibtischschrank, wo man sitzen konnte. Man musste auch ab zu Drehbüchern ein bisschen bearbeiten. Das heißt, man brauchte den Tisch und hatte da darüber so einen Schrank. So ein bisschen wie, wenn das Kind ins Gymnasium kommt, kriegt es einen Schreibtisch mit einem Schränkchen darüber. Von Ikea. So ein Ding war da. Und da konnte man dran sitzen mit so einer Schublade. Und in dem Schrank konnte man natürlich ein paar Sachen reintun. Persönliche Dinge. Was weiß ich, irgendein, was man halt so braucht. Vielleicht ein paar Stifte oder sowas irgendwie. Und da konnte jeder das reintun, was er so wollte. Dann war ein Sofa da, wo man sich etwas entspannen konnte. Das war sehr schön. Das war so ein damaliges Ausklappbett, was es so gab, so dicke Matratzen, so, die dann als Sofa doppelt waren. Und man hat einfach diese Kissen, so Eckkissen, schnell weggenommen und das Sofa ausgeklappt und dann hatte man ein Doppelbett.
Konnte man auch. Konnte man also auch für sich entscheiden, ich möchte jetzt mich ein bisschen zur Ruhe setzen und mach mal die Tür zu und kommt keiner rein und dann habe ich auch meine Ruhe. Zwischendurch gegrätscht hatte man auch mal einen Raum zu zweit, also hattest du auch mal, warst mit dem Schauspiel im gleichen Raum an einem Tag? Ja, ja, also das gab es natürlich auch, natürlich, klar. Weil das, was ich hatte, war eine Art von Mischgarderobe. Das heißt, da steht auch wirklich draußen dran. Da steht dran, wie am Türschild am Haus steht dran, wessen Garderobe das ist. Ja, da wird auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass da die Namen dran sind. Dann sieht man, wer dran war. Bei mir waren manchmal 4 Leute für diese Garderobe. Einen Tag? Nicht unbedingt an einem Tag, nur bei Massendrehs. Es gibt ja so Massendrehs wie Silvester, wo nun jeder dabei sein sollte. Da war natürlich diese Garderobe auch, da ich eine Mischgarderobe hatte, geknallt voll mit diesen 4 Personen. Wie groß kann man sich so einen Raum ungefähr vorstellen? Ah ja, das war vielleicht 3 auf 5 Meter, vielleicht 15 Quadratmeter oder sowas. Nicht zu groß. Ja, bei 2 Leuten reicht es eigentlich, oder? Naja, ich meine, es ist ja so, dass man, dass wenn man selber nicht dran ist, zum Beispiel, ist man in der Garderobe und dann dreht der andere. Also es ist nicht so schlimm. Man kann halt dann bloß nicht, man kann sich auch hinlegen, ein Schläfchen machen, dann kommt halt der andere rein und sagt, da habe ich dich aufgeweckt. Ja, einen aufgeweckt. Hattest du in all den Jahren mal das Bedürfnis, nach einer Einzelgarderobe zu fragen? Also ich nehme an, dass Marie-Louise Maja natürlich eine hatte. Das sieht schon so aus, wie er guckt. Und Else Kling hat natürlich auch eine, Annemarie Wendel. Ja, was Spezielles, genau, richtig. Also es gab dann auch die Alternative von denjenigen, die auf keinen Fall, ja, aber schon überhaupt nicht mit irgendeinem anderen menschlichen Wesen die Garderobe teilen wollten. Ja, und was hat man sich dann für eine Sache überlegt? Naja, das war dann... Das ist mal rausgeschrieben worden. Ja, das war zur Not, haben sie einen rausgeschmissen. Und gesagt, das ist einfach nicht... Das war dann der Moment, das war dann zu viel. Das hast du Überlauf gebracht. Genau, genau. Also das Busunglück hat dich auch erwischt. Ja, genau, absolut, richtig. So, dann gab... Ja, genau, da wurden so... Es gab einige, ich weiß jetzt nicht mehr wie viele, weil da waren ja relativ viele Garderoben hinten. Das war ja neu gebaut worden, nachdem diese Lindenstraße sich dann etabliert hatte. Vorher waren die Garderoben, da war es ganz anders in den ersten 2, 3 Jahren. Da war es ganz anders, was man mir erzählt hat. Da war das im Container und da gab es nur eine Sammelgarderobe. Da gab es nur. Im ersten Jahr noch nur eine Studiohalle, ne? Die zweite nur ist auch da später dazu gekommen. Und da gab es dann also, so wie es am Theater auch oft ist, gab es eine Männergarderobe und eine Frauengarderobe. Aus, basta. Ne? So, ein Container für die Männer. Turnhalle sozusagen. Ja, ein Container für die Männer, ein Container für die Frauen. So hat der Geist in der Frau angefangen. Und da wollten die natürlich raus, Kellerkinder wollen ans Licht. Da hat sich jeder bemüht, hat gesagt, okay, wir wollen das weiterführen und haben dafür gekämpft und so weiter. Und so kam es dann zu diesem Gebäude. Und als ich kam, war das Gebäude schon da. Und ich hatte dann zum Beispiel die Garderobe geteilt mit der Rolle Käthe, mit Klaus Winzon. Ah ja. Dann mit dem Palaiotis, mit dem Griechen, mit dem Älteren. Und dann mit dem, wie heißt der noch, mit Penahari, mit dem Harry Rowold. Mit Harry Rowold, genau. Die waren dann selten zusammen, weil die spielten kaum. Da war der Grieche war schon nicht mehr so existent. Der war schon ziemlich abgedreht. Der blieb dann in Berlin in seinem Lokal. Und ich habe dann aber, das waren die Haupttäter in meinem Bereich und ab und zu mal jemand, der vielleicht auch als Gast kam oder sowas. Und da hatten wir irgendwie noch so flexible Garderobe. Jedenfalls, was noch in der Garderobe drin war, das waren natürlich Schränke. Ja? Weil diese Schränke beinhalten auch die Kleider der jeweiligen Rolle. Und da waren, das waren auch so Ikea-Schränke, ne? So breit vielleicht, so sagen wir mal so. Ein Meter breit? Meter breit vielleicht, ja. Oder sagen wir mal 90 breit, Schrank hoch. Oben konnte man noch was drauflegen. Da waren die Hauptgarderobenstücke drin und da war Olaf drin. Und in den ersten Tagen, als ich angefangen habe, diesen Olaf zu spielen, ging die Garderobiere mit mir einmal einkaufen. Ja? Und hat mir so Korthosen gekauft. Ja, und, ich erinnere mich an die Hosen. Ja, und diese Hosen hatten einen Schnitt. Es gibt ja so Schnitte für schlanke Leute, die haben die Größen 50, 52, 54 oder sowas, für Normalwüchsige. Und dann gibt es die ein bisschen am Bauch haben und die sind so keilförmig nach unten geschnitten. So 26, 27, 28. Und solche 26er Hosen hat sie mir gekauft. Jetzt hatte ich ein bisschen weniger, manchmal mehr Gewicht. Jedenfalls, diese 26er Hosen machen immer einen Bauch. Also da kann man erstmal schon mal nicht mit einverstanden sein, sozusagen.
Naja, für die Rolle, okay, er sagt, dieser Olaf, wenn der ein bisschen so eine Wampen hat, es ist auch nicht so schlecht und so weiter, kann man ja mal was machen. Kann was draus machen. Ist halt eine Figur. Aber irgendwie diese das waren so Korthosen für 39 Mark oder sowas irgendwie. Und die blieben mir ewig. Ja, also der immer hing wieder. Er hat, glaube ich, zwei so Korthosen, eine beige gehabt und eine dunkelbraune. Und dazu ein paar Schuhe. Ein paar so spitze braune Schuhe. Die habe ich, glaube ich, ich weiß nicht wie lange getragen. Auf jeden Fall, es gab dann auch keine neuen Schuhe. Es gab immer die gleichen und ein paar bayerische Haferlschuhe. Also ich glaube, ich hatte nur zwei Paar Schuhe. Egal. Über all die Jahre. Über all die Jahre, zwei Paar Schuhe. Und das war immer, wenn man zum Drehen kam, frisch gewaschen, frisch gebügelt, sauber. Und die Aufgabe von den Gradobieren war wirklich, immer die Sache in Perfektion zu halten. Und so hatte jeder, der eine größere Rolle spielt, und daran erkannte man, dass jemand zum Etablissement gehört, wenn er einen richtigen eigenen Schrank hat. Manche hatten dann einen Schrank für Gelegenheitsrollen, der war auf dem Gang draußen. Da wusste der Schauspieler schon, ich bin nicht ewig hier. Ah ja, okay. Und ging die Garderobe dann auch so weit, weil ihr hattet ja auch manchmal Schlafzimmer sehen, also gab es auch Olaf Unterwäsche und so weiter, oder war das dann manchmal die eigene? Nein, natürlich hatte ich meine eigene Unterwäsche unter dem Kostüm an. Aber natürlich gab es sowas und da haben sie mir mal, das weiß ich noch, da haben sie mir mal Unterhosen hingehängt. Da bin ich aber dann in die Schneiderei rüber und gesagt, also Kinder, Und haben zwar, sie die Unterhosen deiner Oma da hingehängt? Ja, so ungefähr, ja, so Schlüpfer, so sowas. Auf jeden Fall so Männerunterhosen, die so hoch über den Schenkel geschnitten sind, weißt du, so, ja, und in hellblau und so kruspelig verwaschen. Solche, weißt du, wo man sagt, ah, das ist schon irgendwie so, je nachdem, wie empfindlich die jeweilige Frau ist, die sich das dann anschauen will. Und dann guckte sie so zwei, drei Unterhosen, da konnte man sich auch was aussuchen. Ja, such dir da eine aus, sag, die sind alle scheiße, ist ja furchtbar. Sagt sie, ja, und so ein Rippunterhemd dazu, wo der Bauch ein bisschen raushängt und die Hosen so klein, sodass das bisschen Bauch, ich habe ja nicht sehr viel, aber dann oben so drüber hängt. Ja, ja, dann wirkt es so, viel, ne? Ja, so das, ja, beim Fernsehen, das Problem ist, durch die Beleuchtung von oben wirken die Rundungen der Körper mehr als in Wirklichkeit erscheint. Sehr zum Leidwesen von manchen Frauen, die dann einfach, wenn die dann noch so pink anhatten oder sowas, sahen die dann aus wie so eine geknallte Weißwurst oder sowas. Ne? Ja, das war, ja. Und da auf jeden Fall habe ich mir dann eine ausgewählt und da habe ich mir dann mentalitätsmäßig erstmal gedacht, ja, komm Rampelmann, unterscheide doch mal, das ist der Olaf, das bist nicht du. Der Olaf hat halt so eine scheiß Unterhose an. Ich meine, der geht ins Puff, verstehst du so, der haut die Nutte ordentlich blutig, der hat die Mary und sagt ihm, Mary, ja, geh mal her, jetzt habe ich dich geheiratet, verstehst du, jetzt gehst du mal her zwischendurch, musst du ein bisschen, verstehst du, so eine Negerin muss ja mal her, das muss ja mal sein. Er hat keine Calvin Klein Unterhose an, ne, der hat dann sowas. Ja, der hat da sowas gehabt, so mit so einem ausgeleierten Gummi, weißt du, so einem ausgeleierten Breitbandgummi, ja, oder so. Das muss ja dann auch bestenfalls was sein, wo man denkt, ja, das hat der Olaf schon seit 20 Jahren an. So. Ja, ja, die hat er schon, ja, so. Und dann natürlich so eine Mischwäsche, die ist schon, ja. Das Wie ist das eigentlich, also was in der Lindstraße ja auch oft gemacht wurde, früher, eigentlich in den ersten Jahren öfter sogar, sind so Nacktszenen, wo einfach jemand aus der Dusche kommt und auch wirklich komplett nackt zu sehen ist, wo man sich dann als Zuschauer fragt, ja, ist das jetzt notwendig oder nicht? Möglicherweise ging es auch, wenn man nicht komplett alles sieht. Wie ist das da so mit dem Schauspieler, wenn der Schauspieler sagt, ja, das gefällt mir aber nicht? Oder hat man dann schon verschissen, wenn man da Geißendörfer sagt, das möchte ich nicht so gerne machen? Wie geht man so, mit sowas am besten um? Ja, das ist so eine Frage. Ich habe ja mal erzählt, wie wir die Drehbücher bekamen, nämlich eine Kiste mit Drehbüchern. Ja, große Schatzkiste. Für ein halbes Jahr. Ne? Die sind dann schon also sind 1,2 Jahre im Voraus wird das konzipiert. Und ja, aber da muss ja nicht unbedingt im Voraus konzipiert sein, dass man jetzt auch alles sieht. Da kann man dann ja sagen, okay, da schwenken wir hoch. Ja, naja, nun, ich habe jedenfalls noch nicht gehört, auch von den Kollegen, dass sie ein Jahr vor dem Ausliefern dieser Drehbücher, wo sie dann lesen, dass sie nackt sein sollen, gefragt worden sind, ob sie dann nackt sein wollen. Ja. Natürlich wusste man schon, wen man das reinschreiben kann. Also Anne-Marie Wendel hätte man das nicht reingeschrieben und dem Rehlein auch nicht. Ja, also der Ute Mora
hätte man das auch nicht reingeschrieben, aber man weiß, das würde auf solchen Protest stoßen und würde sozusagen in ihre, man musste das, sagen wir mal, die Höhe der Empfindlichkeit schon einzuschätzen, derjenigen Schauspieler. Aber ich glaube, der, es gab mal eins für mich bemerkenswert, der Grieche, der junge Grieche, der Vasili, also der Hermes, der hatte mal, glaube ich, mit der Frau damals, mit der Brünetten, die dann zur Taz gegangen ist. Ja, das war die Schwester von Carsten Flöter, Beate Flöter. Mit Beate, glaube ich, im Lokal hatte er eine Liebesszene und da war es richtig nackt. Da war er von hinten ganz Adonis-mäßig und das ist ja ein sehr, sehr hübscher Junge gewesen oder sowas, mit einem perfekten Körperbau, soweit ich das noch weiß. Das war ja vor meiner Zeit sozusagen. Ne? Damals auf jeden Fall. Sibylle Vauri war auch öfters nackt, da gab es schon bei den Frauen, zumindest obenrum, das war öfter mal so, aber auch bei Männern, sagen wir manchmal alles. Und das ist halt dann so, wo ich denke, kann ich schon verstehen, wenn man da zumindest sagt, ja, wenn es jetzt nicht unbedingt für die Rolle wichtig ist. Ja, da gibt es natürlich, weil, wenn ich da kurz eingreifen kann, der Geißendorf hat ja irgendwann mal gesagt, er möchte das schon auch zeigen, weil das auch zum Alltag gehört. Und man will, dass die Leute auch morgens aufstehen und sich duschen. Aber ich verstehe halt, wenn der individuelle Schauspieler, der dann dran ist, sagt, naja, nicht so gerne. Ja, das kommt, wie gesagt, das kommt auf die Stufe der Empfindsamkeit an, diesbezüglich. Und gibt es unterschiedliche Schattierungen. Also ich hatte das auch, ja nicht so viel. Ich hatte einmal was Lustiges, jetzt fällt mir was ein. Und zwar, genau. Diese Momente warten wir mal. Ja, genau, mit Manon Strachet. Ja. Manon Strachet, Bett, ja, gab es so eine Art so ein Bett, 1,60 Meter breit oder sowas, ne? Und sie lag dann da drin und es gab wieder mal Zoff und Streit wegen ihrer Kind an einen Brust. Olaf wollte ja ein Kind. Das ist das leidige Thema. Immer das Thema, dein Kind an meiner einen Brust und so weiter. Dann sagt sie, ja, aber es ist doch schön, wenn wir mal ein Kind kriegen. Er fand es also ganz toll. Und irgendwie lag sie schon im Bett und es gab irgendwie ein bisschen, sie war nicht sehr gesprächig. Und Olaf wollte sie irgendwie aufheitern. Und ich in meiner bayerischen Art habe dann gesagt, okay, weißt du was, auch das weiß ich noch, George Moores war, aber jedenfalls bot ich diese Szene an, dass ich nicht einfach ins Bett reinsteige und nett bin zu ihr, sondern dass ich mit einem Hechtsprung ins Bett sause. Ja, temperamentvoll, nach dem Motto. Und dann habe ich gesagt, okay, wunderbar, sagt, okay, Schnucki und so weiter, jetzt komme ich ja zu dir, ich komme gleich, muss man bloß noch die Zähne putzen. Und dann stürmte er ins Bett und dann bin ich ja meinen Hechtsprung in das Bett rein, also mit einem gewissen Sprung, so, da wurde alles schön angedeutet und dann auch tatsächlich geprobt und es machte Kracks, Kavum und das Bett war an der Seite zusammengebrochen. Worauf Manon Strachet in ihrer Rolle oder ihrer Art und Weise etwas schnoddrig sagte, naja, also so wild muss es ja nun auch wieder nicht sein. Also noch mit diesem ostdeutschen Akzent, den sie noch drin hatte. Dann also dresdnerisch. Ja, genau. So wie sie, genau, dann... Und da dachte ich, ja Mensch, die lacht auch nicht. Also warum soll ich die eigentlich lieben und so weiter? Und da dachte ich, da mussten sie erstmal das Bett reparieren und dann musste ich etwas dezenter in das Bett reingehen irgendwie und sie dann irgendwie ins Kissen drücken oder irgendwie sowas. Aber das war gut, weil ich meine, das war echt gut, das ganze schiefe Bett, Drehabbruch und die im Büro freuen sich natürlich hinten, weil das auf den verschiedenen Monitoren wird das ja... Das auch alles permanent. Ja, die sehen halt, wo ist der Fortgang des Drehs, wann ist Mittagspause, wann ist das. Also in sehr vielen Büros waren die Monitoren am Laufen, was gerade gedreht wird, weil die das auch wissen sollten oder wissen wollten. Ja, du hast ja gesagt, jeder hatte unterschiedliche Schränke vorhin und wer nicht so lange mitgespielt hat, der hat den Schrank nicht unbedingt in der Garderobe gesucht, sondern irgendwo auf dem Gang. Wie lange hat es gedauert, bis du deinen festen Schrank hattest? Na, ich hatte meinen Schrank von vornherein. Also, und zwar hat der Sohn von Else und Egon Kling. Das ist ja schon, das war schon so eine konzipierte Hausnummer. Also da hatte man sofort den Olaf sozusagen mit einer Art Vollausstattung oder der versehen. Das heißt, der Schrank war noch ziemlich leer. Wie gesagt, wir gingen dann einkaufen und haben den dann sukzessive gefüllt. Das heißt, ich habe den Schrank auch selber gefüllt, weil irgendwann legte man mir immer Sachen hin, die bayerisch sein sollten, aber die waren aus dem Kölner Jägergeschäft. Das ist so ein Jägerbraun, Jägergrün, okay. So diese Allgemeintracht. Die also auch hast dann du auch Sachen damit reingestreut? Natürlich, das absolut. Das wäre auch möglich gewesen, kann man ja Sachen dazu schmuggeln. Ja, aber ja, offiziell. Ich hatte ja dann, ich weiß ja, was eine gediegene Tracht ist, also gediegene Lederhosen, gediegene Wolljacken. Und da hatte ich eine gediegene Wolljacke für teures Geld, die kostet aber schon 300-400 Mark. Ne? Das
das ist sowas wie heute 500 Euro oder so, habe ich dann aus Miesbach, aus einem Geschäft, Trachtengeschäft, wo die Bayern einkaufen. Die Bayern kaufen, wenn sie was verstehen, kein Klump. Ne? Das ist kein billiges Oktoberfest-Dirndl. So Dirndl kosten alle 1000 Mark oder sowas. Ne? So mit dem ganzen Drumherum, mit Bluse und Schürze und gebügelt und Seide. Das ist alles teures Zeug. Dann habe ich gesagt, also mit eurem Jägergeschäft, ihr spinnt ja so. Kein Mensch trägt so ein Jägerzeug. Das tragen die Norddeutschen vielleicht, die Hamburger, Hannoveraner. Möglicherweise. Zum Jägertreffen oder in Halle irgendwo. Der Förster. Ja, der Förster zum Beispiel. Ja, nix da. Und dann habe ich aus dem Geschäft die schönsten Sachen geholt, auch so Westen. Richtig teures Zeug. Da haben wir gesagt, ja, wenn du sowas hast. Und haben gesagt, ja, ich bringe euch die Rechnung mit, ich hole das, weil so geht es ja nicht. Der Olaf darf nicht rum wie so ein Jägersprospekt. Und dann wurde das akzeptiert und so füllte sich der Schrank dann mit qualitativ hochwertigen. Du hattest ja noch Dingen. Deine Jacke, die du damals extra gekauft hast. Das erinnere ich auch noch. Hast du auch mal erzählt. Die Wolljacke, die habe ich mal gekauft. Und zwar, als die Rolle noch ein bisschen auf der Kippe stand. Das ist auch spannend. Das genau. Hast du schon mal erzählt hier. Das war vielleicht Folge 1 oder 2 von Podcast 1840. Genau. Aber das kann man sich auf jeden Fall nochmal anhören. Da hast du dich mit der Wolljacke beim Geißendörfer vorgestellt. Hast gesagt, hier, das ist übrigens mein Outfit. Und hast das dann später der Garderobiere quasi schon als von Geißendörfer abgenickt verkauft sozusagen. Ja, genau. Geißendörfer, der alte Fuchs, guckte mich an. Und hat gesagt, okay, und das war wirklich ein Spezialauftrag. Sagst du der Garderobiere, sagst du der Lindenstrauß, dass das die Jacke ist, die sein soll? Wow! Ja. Das hat er sonst, glaube ich, mit keinem Kostüm gemacht. In Kostümen hat er sich überhaupt nicht eingemischt. Oder man merkte es nicht. Es wurde natürlich schon vorgegeben. Er wird schon feste Vorstellungen von seinen Figuren gehabt haben, ne? Ja, schon auch zu welcher Szene, wer was trägt oder sowas. Aber das haben wir nicht gemerkt. Das wurde dann mit den Drehbuchautoren und den Graduierenden, da gab es ja Besprechungen, da haben die gesagt, also da und da sollte er das haben. Und das wurde dann hingelegt. Ah, okay. So, ne? Und auf jeden Fall, als ich kam, in die Garderobe war die ganz schön sauber, neu, leer, also neu, gerade aufgeräumt und so weiter. Und mein Schrank war dann derjenige vom Till Schweiger. Weil diese Garderobe hatte vorher Till Schweiger und da lag auf dem Schreibtisch, den ich beschrieben habe, lag noch ein Stapel von vielleicht 300-400 Autogrammen mit einem Zettel dran. Lieber Till, bitte unterschreibe uns noch diese Autogramme vom Pressebüro. Bevor du dich nie wieder meldest. Und so weiter. Ja. Und da war aber der Schweiger weg. Und diese Autogramme, die lagen noch wochenlang da, dachte ich, ja, der Schweiger ist ja weg. Ja? Aber er hat sie anscheinend liegen lassen, weil er hat sich irgendwie nicht so, so gerne. So da also er relativ Straße schnell davon distanziert, bis zum Schluss ist ja im Prinzip so geblieben. Hat zwar öffentlich irgendwann mal bedauert, dass eingestellt wird, aber auch nur um das Produkt als solches, aber hatte keine Beziehung dazu, diese Serie entwickelt. Ne? Ja, ich meine, der ist ein schlauer Fuchs, der Schweiger, der hat dann gemerkt, wenn man sehr lange in der Serie ist, dass man natürlich auch sehr, sehr darauf fokussiert wird, auf diese Rolle. Und der wollte andere Sachen spielen, offensichtlich, und hat es auch gut gemacht und geschafft. Und diese 400 Autogramme, diese Öffentlichkeitswerbung hat er dann nicht mehr bedient. Und irgendwann habe ich mal die Autogramme vom Schweiger genommen. Sag ich, was soll ich die jetzt selber unterschreiben? Naja, dann gib es halt wieder her. Wir legen es jetzt dann irgendwo hin im Pressebüro und haben es auf Vorrat gelegt. Weil es kamen sicherlich ab und zu noch mal Nachfragen. Habt ihr auch noch ein Foto vom Till Schweiger? Oder ja, sowas, das stimmt. Ne? Muss ja, klar. So kann man so verstehen. Auf jeden Fall hatte ich dann den eigenen Schrank. Da kam dann der Name, auch der Rollenname hin, also nicht Rampel, sondern Olaf Kling, sodass jede Garderobiere wusste, das ist die Hose Olaf. Ja, so. Natürlich auch so eine Identifikation für den Schauspieler, die einen da so unbewusst nochmal mit eingehauen wird. Ja, ich sag ja, das ist wie eine Art von Zweitwohnsitz in den Bergen irgendwo. Zweites Leben eigentlich. Ja. Das, was ja auch die Marion da, habt ihr das beschrieben, hier der Titel oder sowas, irgendwie ein anderes Leben. Sie wollte eben noch ein anderes haben als die Lindenstraße. Es ist ihr nur bedingt gelungen. Schön, dass du das sagst. Ja. Es ist, macht ja nichts. Dann ist das halt so. Ich meine, das ist doch völlig in Ordnung so. Und aber das manifestiert sich dann auch in der Betreuung, weil man hatte dann Lieblingsgarderobieren, die man gern mochte, also ich. Dann andere, die waren etwas spröder. Wir hatten so eine ganz hübsche, so eine ganz lange. Die war ein bisschen so vorsichtig, so ein bisschen tüdel. Dann eine ganz liebe, nette, die alles verstand. Ja, so alle, die alles verstanden hat. Wenn ich gesagt habe, also das ist irgendwie, das passt nicht zusammen. Schau doch mal, kann man noch was anderes machen? Ja, ich guck noch mal. Manchmal wurde auch etwas Neues hingelegt. Das musste angepasst werden. Ja, so, ich legte das mal hin. Da müssen wir noch ein bisschen was schneidern an dem Hemd, damit es auf der Ärmellänge richtig passt. Also das und so weiter. Aber das soll sein.
und so. Und dann, dann gab es einen jungen Mann, also der war etwas schweigsamer, aber sehr, sehr höflich, mit einer großen Achtung vor dem Schauspieler. Und dann gab es eine echte Schneiderei. Um die Ecke waren berufliche Schneiderinnen, also als Garderobieren. Die haben also dann auch die Sachen wirklich angefertigt, vor allem für die Frauen. Und die waren voll beschäftigt. Immer Ute Mora musste was Neues haben. Musste immer alles perfekt sein. Frau, ne? Von der Marwitz, ja, die trug doch nicht was von der Stange. Ja, um Gottes Willen. Das wurde natürlich dann da. Da sagtest du ja auch, dass Anna Telurin gar nicht so weit entfernt von der Rolle. Überhaupt nicht. Nein. Das hatte natürlich diese Attitüde. Und Else hatte dann natürlich Kopftücher und so einen Kittel und so weiter. Und dann bekam sie ab und zu mal ein neues Kopftuch oder so einen neuen Hut. Die hatte ja so Hüte, so schräge Hüte, so komische Frauenhüte immer. So, und irgendwann mal saß sie da, guckte wieder so und manchmal mochte sie es nicht. Also sie saß schon irgendwie so, was hast du denn da für einen Blumentopf auf dem Kopf? Ach, geh, du Depp! Da war sie nicht begeistert. Und Else Kling, genau, das ist noch wichtig. Es gab zwei Protagonisten, also zwei wichtige Schauspieler. Ja, wer das wohl war. Ja, wer das wohl war, genau. Die hatten nämlich die Garderobe nicht im ersten Stock und mussten nicht wegen jedem Umzug oben hin, sondern unten neben den Produktionsräumen. Nicht direkt neben Geisendorf, aber neben dem Herstellungsleiter. Das war Annemarie Wendel und das war der Martin Rickelt. Ach, nicht die Marie Lösemeier. Nein. Marie Lösemeier war im Erdnähe. Ja, die ist ja sportlich. Die Älteren waren, oder? Ja, die waren damals natürlich schon die Älteren und waren jetzt nicht gehbehindert, die konnten schon laufen. Im Gegensatz zu der Rolle Röslein hatten wir ja auch, das war die, hilf mir schnell mal. Margret von Munster, die war im ersten Stock oben. Die hat dann später mal künstliche Hüftgelenke gekriegt, weil sie Schmerzen hatte und lief dann wieder, sagt, guck mal, wie ich wieder die Treppen hochlaufen kann, ist das nicht super? Zack, zack, zack. Die wollte nicht, ach, zu den Alten, da gehe ich doch nicht hin. Die war sehr, sehr burschikos und die wollte lieber... War nicht so weit entfernt von ihrer Rolle manchmal? Überhaupt nicht. Die hat sich nach unten orientiert. Ihr Lieblingsprojekt war ja eine Kinderbetreuung, so eine Art von wo sie auch... So, ich mache das, ich arbeite nur noch für meine Kindergruppe und so weiter. Für mich brauche ich das alles nicht. Und eines Tages kam sie nicht zum Drehen, auch schön. Ja, kam nicht zum Drehen, die wohnte unten am Rhein irgendwo. Der Rhein hatte Hochwasser und auf einmal war die Rolle nicht da. Also die, wie hieß sie noch? Die Rolle Rosi. Die Rolle Rosi war nicht da. Da hieß es, ja, die kann nicht kommen wegen Hochwasser. Weil die haben zu dem Haus einen Steg rübergebaut, der sehr, sehr wackelig war. Also völlig, man fiel eigentlich gleich in den Rhein. Ja. Da hat sie gesagt, nee, also das mache ich nicht. Über den Steg da vom Haus, ich bin hier vom Wasser umgeben, da komme ich nicht. Ja, da musste der Drehplan... Das ist sehr selten gewesen. Der Drehplan musste umgestaltet werden für Margret van Munster. Ja, und dann kam sie irgendwie drei Tage später, als das Wasser wieder weniger war. War wahrscheinlich dann im Endeffekt trotzdem sicherer, als das zu wagen und zu sagen, du gehst da jetzt rüber und dann passiert was, dann ist alles kaputt. Ja, stell dir mal vor, die fällt in den Rhein und treibt ab und wir haben kein Röslein mehr und es wird irgendwo im Auffanggitter gefunden. Das gibt's ja, das ist ja... Eine Frage noch, wahrscheinlich sagst du gleich, nein, das gab's nicht, aber das ist ja schon eine eigene Fabrik. Ihr habt ja alles gehabt, Schneider, ihr habt Friseure gehabt, es wurde sich um euch gekümmert, damit immer alles läuft. Es waren für alles sicherlich auch so Ersatzdekorationen da und Requisiten. Gab's auch einen Arzt oder jemanden, der sich so ein bisschen, wenn jemand Kopfschmerzen hat, der dann was rausgegeben hat, wie auf so einem Kreuzfahrtschiff, dass auch da wenigstens irgendjemand da ist, oder musste man dann extern sich orientieren? Also wir hatten keinen Arzt in der Produktion, aber da auf jeden Fall nicht. Ob es vom WDR irgendwie, ich glaube nicht, das ist nicht üblich. Ah, okay. Also wenn jemand irgendein Problem hatte, dann wurde eben geguckt, ob man dem irgendwie helfen kann, aber ich erinnere mich an kein einziges Problem. Also alles klar. Ja, Lindenstraße jetzt ein halbes Jahr abgesetzt. Also du hast eben auch gesagt, man muss das jetzt erstmal realisieren, das ist eigentlich unvorstellbar. Ne? Also jetzt, je länger das her ist, desto merkwürdiger ist es. Weil damals, als wir den Podcast angefangen haben, da haben wir diesen Hype noch mitgenommen. Da hat jeder plötzlich über Lindenstraße gesprochen. Es waren andere Zeiten in Deutschland, haben sich so langsam eingestellt. Und Lindenstraße wird abgesetzt. Irgendwie war sehr viel los und jetzt legt sich alles so ein bisschen und Lindenstraße hört man nicht mehr so viel. Und jetzt merkt man erst, dass es doch tatsächlich ein bisschen fehlt. Was meinst du, wie wäre die Lindenstraße jetzt heute mit diesen ganzen Zeiten umgegangen? Hätte man das gelöst wie in anderen Serien, dass man auf ganz viel Abstand dreht? Oder hätte man das Ganze
politisch mit thematisiert oder nicht? Wie würde Geißendörfer mit vor allem dieser Länge dieser ganzen Entwicklung, es war ja auch nicht abzusehen damals, dass das jetzt bis heute noch weiter Thema ist mit den ganzen Maßnahmen, wie würde die Lindenstraße langfristig mit so einem Thema umgehen? Kannst du den Geißendörfer da so ein bisschen einschätzen? Also ich denke mal, es ist ja ein Spezialfall. Also ob es jetzt kurzfristig ist oder längerfristig, es war ja die Wucht, mit der so dieses Ereignis Deutschland oder auch die Welt getroffen hat, war ja politisch gesehen unvergleichbar. Ja, da hat man keine Erfahrungswerte. Genau. Jetzt ist der Geißendörfer aber kein kleines, schwaches Kind. Der kann sowas auch überblicken, weil er ist so eine Generation, die politisch denken kann und viel erlebt hat. 60er Jahre, also da Demonstrationen, die ganze Terroristenzeit in Deutschland, alles das wirklich hautnah erlebt hat und auch da mit eingegriffen hat, also das drehtechnisch auch immer wieder benutzt hätte. Also ich denke mal, er hätte wahrscheinlich gesagt, wir müssen Drehbücher sehr stark umschreiben. Einfach. Und auch uns eine bestimmte Flexibilität lassen. Sodass man nicht nur kleine Aktualisierungen macht, also hätte ich das gemacht, so kann ich das auch bei ihm einschätzen, dass man nicht nur kleine so Schnipsel aktualisiert, nach dem Motto mit so Bemerkungen macht oder sowas und kurz mal eine Minute verändert in dieser Folge, sondern man hätte gesagt, okay, wir müssen jetzt vierteljährlich die Drehbücher gestalten und mit dem WDR besprechen, abnehmen lassen, ob das so und so jetzt auch noch aktuell ist, weil das hier haben sich ja Aktualitäten, haben sich ja so schnell überschlagen und so verändert und politische, sagen wir mal, Situationen verändern sich ja immer noch. Man weiß ja nicht genau, was jetzt so passieren soll in dem Land oder was. Man vergleicht es mit anderen Ländern, was da alles passiert und so weiter. Das alles wäre auch für Lindenstraße ein Novum, sodass man, glaube ich, in der Planung hätte man vielleicht die Drehbücher, was ja nichts schadet, auf ein Vierteljahr verändert. Also im Schauspieler ist das ja wurscht. Der kriegt halt dann einfach einen Monat vorher die Bücher oder zwei Wochen vorher. Und da hätte man die Geschichten sehr stark darauf mit verändern können. Das war ja Geißendörfers auch Anliegen, Leute zu sensibilisieren für den Bereich Politik überhaupt, einfach aufmerksam zu sein. Und das war ja auch immer bei der Lindenstraße so, dass man aktuelles Zeitgeschehen mit eingebunden hat. Man hätte jetzt nicht wie in anderen Serien, die anderen ARD-Serien, Sturm der Liebe, Rote Rosen oder auch die Daily Soaps bei RTL, die drehen halt auf Abstand, aber thematisieren die ganze Geschichte nicht. Was natürlich dann sehr skurril wirkt, gerade wenn der Familie zu Hause ist, da wird sich nicht umarmt, da wird sich zugewunken abends im Bett. Und das hätte man bei der Lindenstraße anders gelöst. Da hätte man das Ganze ein bisschen größer aufgenommen, nehme ich an. Also dazu kann ich sagen, ich sehe das ja auch mit diesem Abstand drehen, mit etwas, sagen wir mal, einer bestimmten Aufmerksamkeit und wo ich denke, das ist jetzt meine Meinung einfach, dass dieses Drehen der Schauspieler, die dann mit einem Abstand an der Beerdigung stehen oder so, dass das auch von den Sendern eine gewollte Darstellung ist, um Leute daran zu gewöhnen. Das sage ich jetzt mal, ist meine Meinung, weil wir sehen ja jetzt nach den Monaten, das hört irgendwie nicht auf. Und das heißt, man gewöhnt sich daran, dass alle Leute eigentlich sich an Abstand voneinander halten gewöhnen sollten. Das ist natürlich überhaupt nicht im Sinne vom Geißendörfer gewesen, von der Lindenstraße. Weil da man hätte das zwar thematisiert und Else hätte dann vielleicht zu Martin Rickel gesagt, sieh, Rickel, gell, Sie müssen schon, gell, 2 Meter, gell, das rücken Sie mir nicht auf den Pelz. Also Else, ich wollte dich mal auf den Kaffee Figuren einladen. Das ist natürlich auch ein Geschenk gewesen, dass man da noch mehr rausholen kann, das stimmt. Das kann man so thematisieren, aber für richtige Szenen, für Liebe, Lust und Leidenschaft ist das ja, was in der Lindenstraße sehr stark stattgefunden hatte. Morgens, ja, die Serie fing ja oft an, man hat den Blick auf den Bett und Klausi dreht sich nochmal um und zieht den Arm von Ifi runter oder so oder kuschelt sich nochmal ein. Das hätte Geißendörfer natürlich auch gewollt und möglichst beibehalten. Weil wie soll man denn eine E-Bett-Szene stehen, wenn da 2 Meter sind, haben die dann ein Brett dazwischen. Also es wäre, naja, ich glaube, in anderen Serien, da ist einfach einer frisch aufgestanden, der andere liegt noch im Bett und sagt, war schön heute Nacht. So wird das aktuell seit Monaten gelöst tatsächlich. Ja. Ja, genau. Und das glaube ich, also es hätte zur Lindenstraße auf keinen Fall gepasst. Ich hätte es mir so nicht gewünscht. Es ist ja ganz fürchterlich, vor allem wenn es nicht thematisiert wird, wenn man sich dann fragt, aha, so soll das allgemeine Leben der Menschen ausschauen, damit sie nicht mehr so viel miteinander sprechen oder damit sie wie auch immer sich benehmen. Und
in dem Bereich, glaube ich, da hätte es sehr viele Auseinandersetzungskonflikte gegeben zwischen der Produktion und den Fernsehanstalten, die nun auch, sagen wir mal so, sichtbar diese Sachen, diese Distanzsachen auch mit propagieren, tragen oder irgendwie darstellen, als wäre es jetzt schon in Ordnung. Weißt du, ich ertappe mich manchmal dabei, wenn ich jetzt, ich gucke mir auch gerne alte Fernsehserien an und so weiter oder auch in Vorbereitung auf das Gespräch mit Hans-Peter Korff habe ich mir ein paar Folgen diese Drombusch angeguckt. Ja. Und ich ertappe mich jetzt tatsächlich schon dabei, wenn ich was Älteres sehe und da wird sich umarmt, dass mir das schon fast ein bisschen komisch vorkommt. Und daran siehst du natürlich auch diese Beeinflussung, die so indirekt dann so in anderen Serien mit stattfindet, weil man das irgendwann, wir gewöhnen uns halt sehr schnell an etwas und wenn, sagt man, gut, dann ist das jetzt eben so. Und das wäre für die Lindenstraße natürlich wirklich eine besondere Herausforderung gewesen. Das glaube ich auch, wo man ganz viel hätte diskutieren müssen, wie lösen wir das jetzt, damit wir da auch konform mitgehen. Ne? Ja, es sind ja die verschiedenen Rollen, die einfach mit Nähe zu tun haben. Das ist, und alle die Liebesgeschichten und die Auseinandersetzungen, also wovon das gelebt hat und auch die Gewalt oder sowas. Ne? Ich meine, wie hätte man das machen können, wenn Olaf seine die aus dem Alpenverein gespielt hat, die da rausgeschmissen hat und dann erstmal aufs Pflaster gehauen und so weiter. Das, die Rolle Pia. Die Rolle Pia und der einfach richtig eine geknallt oder diese Szene mit der Mutter der Griechen, die da zu Olaf kommt und als Olaf die Meriad ausweisen lassen, ihm eine geknallt hat und er sie niederschlägt. Also die ganzen grauenhaften Geschichten. Nicht statt oder wird nur erzählt, man hört es und das ist halt dann alles sehr, sehr schwierig. Aber du bist der Meinung, also Geißendörfer hätte keine Drehpause eingelegt, sondern hätte da irgendwie schon dafür gesorgt, dass die Lindenstraße da ein bisschen auch politischen Einfluss rausholen kann. Ja, natürlich, absolut. Ich meine, das wär wahrscheinlich in eine ziemliche Auseinandersetzung geraten, weil ich meine, die Mächtigen des Rundfunkrates oder die Intendanz oder die allgemeine Tendenz in ARD und ZDF ist, ist sehr viel anders geworden, als man sich eigentlich das noch vorgestellt hat, als wir das eigentlich so gewohnt waren. Jetzt sieht man, wie sie eine Tendenz vertreten, sage ich jetzt einfach mal. Und das war nicht die Tendenz der Lindenstraße. Die Lindenstraße war Saft, Blut und Verzweiflung, Liebe, Umarmen, Hassen und so weiter. Und dazu gehört es Anfassen. Und da kann man auch keinen Kompromiss machen. Man kann jemand nicht auf einen Meter Entfernung eine runterhauen oder sowas. Das will man schon sehen. Man will nicht sehen, wie der ausholt und dann kommt ein Schnitt und der andere liegt schon am Boden, weil die sich in 2 Meter Entfernung haben sprechen müssen, die Schauspieler. Es ist einfach, insofern, ja, war es vielleicht auch wieder da wieder richtig. Man hat eine Original-Lindenstraße als einen Zeitabschnitt, der genau so intensiv und so nahe war, zu den Leuten, in den Schauspielerbereichen. Es war einfach normales Leben. Es ist das normale Leben. Und wenn man einen Kompromiss gemacht hätte, wir machen Lindenstraße 2, römisch 2, nämlich wir zeigen das sogenannte unnormale Leben mit Abständen, dann hätte man halt Lindenstraße 2 eine Zeit lang unnormal gemacht, in der Annahme oder der Hoffnung oder der Gewissheit, bald wird es wieder normal. Ja. Weil wir in Köln, man sieht es ja auch hier, wo wir jetzt sind, hier sozusagen, die Leute sitzen eigentlich ganz normal hier. Ja, hier sitzen ganz normale Leute, sitzen auch zusammen hier. Und so lebt der Mensch. So kann man leben. Das andere, wenn man künstlich mit einem Meterstab, das ist ja mit so einem Zollstock, dann hat man 1,50 Meter und sozusagen, gehen Sie bitte 20 Zentimeter weiter weg. Das ist nicht normal. Das setzt sich auch nicht durch. Ich glaube nicht, man versucht es halt jetzt irgendwie, aber es hätte zur Lindenstraße nicht gemacht. Insofern, Cut, Lindenstraße ist als super, super Produktion beendet. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass man einfach das nicht mehr gewünscht hat, weil man schon gewusst hat, man hat einen Produzenten, der da nicht alles mitmacht. Das wird ja über all die Jahre in vielen anderen Themengebieten auch schon zu Reibereien gekommen sein. Nicht und zuletzt hat sich Geißendörfer ja am Schluss auch sehr kritisch gegen den WDR. Der hat ja auch öffentlich gesagt, ja, die wollen uns nicht mehr haben. Wir haben nie eine richtige Begründung bekommen. Wir wurden hier letzten Jahre wurden wir nicht mehr beworben. Wir wurden sehr stiefmütterlich behandelt. Natürlich haben wir schlechte Einschaltquoten. Also Geißendörfer hat ja auch Aussagen gemacht, wo man denkt, okay, da ist schon im Hintergrund viel passiert. Sonst würde er jetzt nicht so auch so offen oder so frei von der Leber wegreden. Ne? Also das wird ja alles über die Jahre entstanden worden sein. Und ja, du hast recht. So.
das ist auch so. Ich meine, das weiß ich noch selber, wo dann, das war eine schöne Geschichte, da war im Pressebüro oben, da war an der Seite, waren manchmal Verhandlungen oder waren Besprechungen mit Verantwortlichen vom WDR, und die das betreut haben und wegen Weiterführung oder irgendwelchen Thematiken. Und auf einmal kam im Pressebüro oben, kam ich hoch und da waren dann so silberne Tabletts mit so feinen Häppchen drauf. Ne? Sag ich, ja, was gibt's hier? Donnerwetter. Ja, das ist von der Konferenz. Sag ich, ja, und wollten die das nicht? Nee, ja, der Geisendörfer dann vorzeitig abgebrochen. Ach, weil es so sehr heiß herging. Ja, da ging es so heiß her, das machen wir nicht. Ganz einfach, aus, basta, machen wir nicht. Basta, Schluss, aus, basta. Dann gingen die vom WDR, das ist jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, aber auch nicht so, so hintergrundmäßig gefährlich. Dann gingen die Redakteure erstmal wieder in den WDR und gesagt, ja, also der Geisendörfer macht hier, und sagt hier nein. Und dann blieben aber die Häppchen über, weil es ja Streit gab. Und dann haben sie gesagt, okay, mal wieder. Und dann haben sie gesagt, ja, dann schleicht euch raus, raus, raus. Und so, so, sehr zum Vorteil. Ich habe mich über die Häppchen sehr gefreut. Ja. War sehr gut. Siehst du mal auch, welchen Stellenwert die Lindenstraße zu ihren Hochzeiten hatte, dass der Geisendörfer das auch einfach, weil er wusste, die können uns hier eigentlich nichts. Die sägen uns hier den Ast nicht ab. Wir haben hier schon ein großes Mitspracherecht. Und er hat ja auch sehr trotzdem am Ende auch gesagt, dass er wirklich auch überrascht war, dass sie jetzt tatsächlich abgesägt wurden, weil man hatte schon ein gewisses Standing über 35 Jahre sich erarbeitet. Und letztendlich ist jetzt alles Geschichte. Ja, es ist halt Geschichte. Ich meine, wir hatten ja auch darüber gesprochen bei der Besichtigung. Du warst ja nun auch da einer der wenigen, die das nochmal zum Schluss ganz besichtigen durften. Und dass die, sagen wir mal, der Zerfall der Lindenstraße selber, der Gebäude, die eigentlich provisorisch waren, große Renovierungskosten aufgeworfen hätte. Das ist natürlich so ein Faktor, wo man sagen kann, naja, die Lindenstraße ist eh schon, die ganzen Gebäude verfaulen ja jetzt schon. Ja, na, also dann wird es noch schwierig mit dem Geisendörfer, dann müssen wir das beenden. Wer weiß, vielleicht hat man es auch, das ist jetzt apokalyptisch, ein bisschen verfallen lassen, das Ganze. Und hat gesagt, okay, ist eigentlich doch etwas zu marode. Und da, als ein der Beweggründe, um zu sagen, das wäre jetzt viel zu teuer, um das sozusagen nochmal spielen zu lassen. Weil man weiß ja, dass die Gebühren sehr, 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 sehr hoch sind, die da reinkommen. Also, aber oder was andere Shows kosten, andere Talkshows wie Anne Will oder wer auch immer, wie teuer die sind oder was da in den Öffentlichen ausgegeben wird. Und da hätte man dann schon so ein paar Gebäude mal ein bisschen wasserdichter machen können. Es ging ja, glaube ich, darum, irgendeiner der Mitarbeiter, die damals da waren, hat ja auch gesagt, na, das ist halt versicherungstechnisch, es darf nur noch einer auf dem Haus sein, ja, sonst genau. Kriegen wir es nicht mehr abgesichert. Ich denke, das hätte man schon. Es halt, kommt darauf an, was einem die Sache wert ist. Ne? So, und wenn man da einen Wert drin sieht in der Lindenstraße, dann hätte man das sicherlich wieder so renovieren können, dass zumindest auch ein Kameramann oben mitstehen dürfte. Ja, absolut. Dass es einfach gebäudetechnisch sicher ist, dass es bei Wind und Wetter nicht umfällt oder so. Das hätte man ohne weiteres machen können. Was bedeutet, also wenn wir jetzt detektivisch ein bisschen den Hintergrund erfragen, warum ist es eigentlich, kann man sagen, okay, wunderbar, man hat es auch ein bisschen schon drauf angelegt. Und hat dadurch ein Argument gefunden, zu sagen, ja, das ist ja jetzt viel zu teuer geworden. Andere Serien sind billiger. Natürlich sind die billiger. Ja, weil die haben halt nicht die Straße, die gehen ins Studio, bauen drei Wände auf und das ist dann das Café und dann bauen sie die wieder ab. Ja, so ganz standardmäßig. Natürlich ist das jetzt preiswerter als diese Gebäude, die von Millionen Menschen geliebt und vertraut, verehrt werden, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, es ist übrigens immer noch nicht abgerissen. Ne? Also die Lindenstraße steht immer noch da. Es fehlen schon ein paar Steine in den Akropoliswänden und so weiter. Auch Willi Herren hat ja eins rausgerissen. Wirklich? Es gibt so ein Video, das kann ich dir nachher mal schicken. Da ist Willi Herren durch die leere Lindenstraßenhalle gelaufen und hat gesagt, oh hier, weil da waren in der Halle selber, ist schon die ganzen Kulissen weg, Mutter Beimers Wohnzimmer, alles ist abgerissen. Nur das Treppenhaus stand noch da. Wow. So ein ganz kahles Treppenhaus. Und er läuft dann da, kriegt schon Tränen in den Augen, weil er auch zum ersten Mal da ist, ohne die ganzen Kulissen. Aber anhand der Bodenflächen kann man halt noch gut sehen. Das war die Küche von Helga Beimer. Oh, und dann hat er alles so schön erklärt. Ja, und dann lief er auch noch durch die Straße und hat am Ende noch ein Stück vom Akropolis rausgerissen. Gibt es bei YouTube, schicke ich dir nachher mal zu. Hat er dann selber auch veröffentlicht, weil er natürlich dann sagt. Ja. Ist natürlich interessant. Aber aktuell steht es immer noch da. Also ist noch nicht abgerissen worden. Ja. Immer wenn ich mal Leute da habe, die da irgendwie in der Nähe arbeiten, ist natürlich viel weniger geworden, lasse ich mir auch mal Fotos schicken, aber aktuell steht das Gelände noch da. Ja, gut. Du hattest ja in unserer letzten gemeinsamen Folge gesagt, du machst einen eigenen Podcast.
und hast es auch gemacht. Ich bin ganz stolz auf dich. Rampelmanns Reisen hast du gemacht. 3 Folgen hast du auch schon rausgebracht, wo du lagerfeuertechnisch da sitzt. Und kann man finden, rampelmannsreisen.de. Da kommt man auf deinen YouTube-Kanal, man kann es auch bei Spotify hören. Auch ganz unterwegs ist das sehr gemütlich, weil man öfter mal reinhören kann und immer so ein bisschen mit auf die Reise genommen wird. Macht dir das Spaß jetzt? Willst du noch ein paar Folgen machen? Also es ist so, es macht mir großen Spaß, das muss ich wirklich sagen. Auch das, um mal selber zu hören, zu sagen, ah, wie wirkt sowas eigentlich? Ah ja, okay, kann man dem gut zuhören. Und ich bin mit mir eigentlich ganz zufrieden da, weil ich habe das so auf einen etwas, also ein bisschen so in langsamen Schritten erzähle ich das. Genau, so, du holst einen so ab. Du trinkst auch mal einen Schluck Kaffee und sagst so, herzlich willkommen. Agadir, 80er Jahre, so war das damals. Ja. Es klingt ein bisschen altväterlich, ist es manchmal, aber das ist dann nicht zu vermeiden, weil das waren halt diese Zeiten. Aber du kannst ja auch von deinen letzten Jahren erzählen. Du hast ja eben gesagt, vor 2-3 Jahren warst du noch auf Reisen. Du hast ja wirklich sehr viel da drin und notfalls kannst du immer noch eine Lindenstraßen-Story mit einbauen. Ja, absolut. Ja. Also an Material oder an Erzählungen oder an Erlebnissen mangelt es mir überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich habe so ein kleines Notizbüchlein. Und da kommen, das liegt da so. Und immer wenn ich eine Idee habe oder so, dann schreibe ich da ganz schnell das Stichwort rein für diese Geschichte. Und ich habe ja ein wunderbares Mikrofon auf deine Empfehlungen mir gekauft, so ein Standmikrofon, so ein großes, dickes Teil. Das ist sehr wichtig, weil irgendwo muss ich ja auch die Studioatmosphäre, die muss ich das ja irgendwie manifestieren. Ja, so ins Handy reinsprechen reicht dann dafür für solche langen Sachen einfach auch nicht. Das ist für eine Sprachnachricht in WhatsApp okay, aber wenn man was da haben will, was auch so ein bisschen da stehen soll, dann muss das schon auch über eine gute Musikanlage klingen und da muss man auch so ein bisschen Atmosphäre aufbauen. Sonst kannst du auch durch die Straßen laufen und einfach eine Stunde ins Handy reden. Das muss dann schon ein bisschen Atmosphäre bringen. Ne? Ja, und ich muss mir dieses Teil, das hat einen eigenen Ständer, das steht also dort mit dem als komplettes Einteil und es ist ja Gott sei Dank technisch so einfach, man kann es am Computer anstecken, aber ich mache dann den Tisch leer zum Beispiel, den Schreibtisch da leer, dass nicht irgendwelches anderes Zeug, nehme meine Notizen vorne hin und habe nur das Mikrofon und Tasse Kaffee und das letzte Mal hatte ich noch den Honig dabei, ne? Weil ab und zu habe ich dann einen Löffel Honig genommen. Worauf, das ist ja auch erwähnt. Habe ich auch erwähnt, wobei dann eine geschrieben hat, glaube ich, in den Kommentaren, eine Frau oder sowas, essen Sie ruhig mehr Honig, das scheint Ihnen für gute Geschichten gut zu tun oder so ähnlich. Da hat mir so ein Kommentar geschrieben über die E-Mail. Das fand ich recht nett. Und da habe ich habe vor... Was auch Leute dann merken, ne? Worauf sie dann, sie hören die ganze Geschichte und das bleibt dann so im Kopf und darauf will man dann auch ein Feedback geben. Ja? Genau. Und das ist auch eine von den, wie man im Bayerischen sagt, Schmankerln. Ja? Was es auch in der Lindenstraße ausgemacht hat. Ah, ich weiß noch was von der Lindenstraße. Pass auf, ganz schnell, das muss noch rein. Und zwar gab es einen Redakteur, der die Lindenstraße auch sehr gern mochte, der das betreut hat. Und der konnte sehr gut mit Geisendörfern. Und dann hörte ich bei der Abnahme, man muss ja, die Folge werden ja immer meistens von Geisendörfer selber, also meistens, und vom Redakteur zusammen noch einmal die endgültige Fassung angeguckt, bevor wirklich die Unterschrift runterkommt. Ja, das nennt man Abnahme. Und bei der Abnahme saßen die beiden dann da und dann erzählte mir Geisendörfer irgendwie, sagte, also manchmal, Franz, gell, freue ich mich, so wie du, was du aus der Rolle, die wir konzipiert haben, gemacht hast. Gell? Genau. Und dann sage ich ab und zu mal zu meinem Nachbarn, also der da mir zuschaut, dem Redakteur, und sagt, jetzt kommt kleiner Rampelmann, jetzt pass auf. Ja, schau, was er da wieder macht. Schau, da macht er wieder was. Hatte ich auch öfters gelobt, auch im Nachgang, noch viele Jahre später, hatte ich immer so mit erwähnt, zu denen, die wirklich, weil du dich auch was getraut hast, du warst ja nicht zu fies, du hast auch einfach gerne mal einen bitterbösen Charakterzug rausgeholt und den so dargebracht, dass das gehört natürlich ein großes Talent zu und auch ein bisschen Mut natürlich. Ne? Man kann auch sagen, ja, ich möchte nur die netten Sachen spielen. Du hast die Rolle, glaube ich, in eine ganz andere Farbe gebracht, als er sich das vielleicht vorstellen konnte vorher. Das kann ich mir schon denken. Ja, das manifestiert sich an den Kleinigkeiten, weil die großen Bogen, den haben sie ja geschrieben. Aber für die Drehbuchautoren, das sind ja nicht so viele, wir haben ja Gott sei Dank das Team immer klein gehalten, was Verlässlichkeit bedeutet und auch sehr, sehr... Die kennen sich dann aber auch aus. Kennen sie aus, genau, das ist Kompetenz. Die wissen, das kann ich dem nicht reinschreiben, weil das hat er ja schon mal gemacht. Ja.
Und diese, aber die kleinen Zusatzsachen, das ist so ein bisschen, wenn man so, als wenn man so eine Torte macht und dann legt jemand Marzipankugeln oder noch ein paar Nougatstückchen oben drauf und jede Torte wird individuell, wird die garniert mit so kleinen Schmankerln, wie man so kleinen netten Leckerbissen, wie man in Bayern sagt. Und das ist dann wieder die Freude für die Drehbuchautoren, wenn ein Schauspieler aus der Rolle, die sie sich nun Tage, Wochen, Monate lang einfallen haben lassen, mehr draus macht. Und da, dann freuen die sich und waren sehr nett zu mir. So, Michael Maisheit war ein absoluter Fan von mir. Ja, so, das weiß ich, das sage ich jetzt nicht, weil ich wichtig bin, aber der mochte dieses, was ich aus seiner Sache, und der war ja kein Bayer, der wohnt ja in Berlin, er hat einfach schwer bayerisch geschrieben, war immer dankbar, dass ich das Bayerische so gekonnt draus machen konnte, weil ich es soweit weiß, ich bin halt da kompetent, aus der Rolle, die er eigentlich Hochdeutsch geschrieben hat. Aber von der Action her, von den ganzen Sachen, hat er die Sachen so gut als Vorlage, dass es mir ein leichtes war, und das war gut. Also nochmal zu dem Rampelmanns Reisen, und da will ich dann auch die so kleine Schmankerl als live sozusagen dazusetzen. Das heißt, ich werde mir was anderes nochmal zum Mümmeln holen oder einen Kaffee, und das mache ich alles live. Und da habe ich, also ein bisschen mangelt es mir an der Selbstdisziplin. Ja, deswegen, du bist nicht so regelmäßig am Start. Ja, ne? Ja, ich bräuchte so eine Art von Organisationsperson, die sagt, pass auf, hast du diese Woche, was ist der Plan, die den Plan durchsetzt, dass ich wirklich jede Woche meinetwegen eine oder zwei Folgen auf Vorrat aufnehme? Ja, würde ich vielleicht gar nicht, vielleicht reicht es auch für dich, also du sagst immer am 1., dass du sagst so immer am 1. des Monats kommt Rampelmanns Reisen oder so. Ja, das, ich rede hier nicht von Selbstdisziplin, da, doch davon rede ich, die ist zu schwach. Wenn ich mir sage, immer am 1., dann muss ich es durchführen. An, und dann sagst du am 30. auch. Dann sage ich, oh Gott. Nein, sondern es ist, ich meine, es braucht ein bisschen finanziell das Organisationsteam. Ich bräuchte eigentlich einen Teamworker, der mit mir, das kreiere ich jetzt auch gerade in Gedanken, ob ich eine Person irgendwo im Freundeskreis habe, der interessiert ist, der sagt, pass auf, wir machen den Plan. Das muss hundertprozentig stattfinden, so wie ein Drehplan eben auch, so Aufnahmeplan. Weil sonst wird es nichts. Sonst geht eine Woche und dann kommt der Schweinehund, naja, eigentlich hätte ich, dann sehe ich das Mikrofon da oben im Regal stehen und dann sind es 2 Wochen vergangen. Und das ist nicht gut. Ja, was ja du auch ganz gut kannst. Wenn du so einen Plan hast, das bist du ja geübt, dann hältst du dich auch dran. Du warst auch bei unseren Terminen über die ganzen Wochen, du warst ja immer da. Wir haben nie, vielleicht haben wir mal was verschoben, wenn wir sagen, eigentlich passt es morgen besser als heute oder so, aber du bist ja zuverlässig immer da gewesen. Hast bei mir an der Tür geklingelt in Düsseldorf und das hat alles funktioniert, ne? Ja, ja, weil es da eben ein zweites Terminal gibt und du bist ja nun auch ein, sozusagen ein Mann mit Terminen. Ja, das ist immer gut. Du hast schon recht, dass du dann auch pünktlich da warst. Ja, absolut, weil sonst ist der Termin vorbei, ne? Das ist ja klar. Ja, ja. Es ist wie beim Intendanten, der oben, der wohnt ja hier irgendwo, da hat er sein Büro. Wenn man da einen Termin hätte, ich habe jetzt keinen, aber dann geht man da schon hin. Ja, ja, und klar. So wie beim Zahnarzt auch, da muss man halt um 9 da sein, weil um 10 ist ein anderer Patient da. Was ja vielleicht für deinen Podcast dann manchmal etwas schwierig ist, deswegen verstehe ich, dass das dann schon so ein bisschen Disziplin braucht, weil du musst ja auch eine gewisse Stimmung mitbringen. Du kannst ja nicht einfach nach einem stressigen Tag sagen, so jetzt mache ich das oder das mache ich zwischendurch. Du willst ja schon so ein bisschen Ruhe und Atmosphäre übermitteln. Und das kannst du vielleicht besser herstellen als Schauspieler, als andere, aber da brauchst du auch ein bisschen das Mindset dafür. Ja, aber das kann man auch. Das kann man, wenn man weiß, das ist ja wie ein Hörspiel. Du hast abends zum Beispiel um 7 Uhr, wenn ich sage, ich mache das gerne am Abend, in der Abendstimmung und so weiter. Und ich würde um 7 Uhr das Hörspiel machen. Kann ich mir einen Kalender reinschreiben, dann mache ich um 7 Uhr das Hörspiel. Ich muss es dann halt auch wirklich machen oder mir so einen Plan machen. Und wenn man alleine ist, ist man der Eigenkontrolleur. Ne? So. Und da ist es besser, man hat jemanden, wie gesagt, der man sagt, okay, pass auf, dann habe ich das jetzt vor, das ist der Plan. Und dann, dann muss man es zu dem Zeitpunkt auch machen und die Stimmung dann herstellen. Dann macht man halt die Tür zu und Gott sei Dank habe ich in meiner Wohnung, ist es so, das ist durch so abgedämpft und so weiter, dass ich habe auch keinen Straßenlärm. Also keine Feuerwehr wie ich. Feuerwehr ist ums Eck rum, die ist auch, aber das ist abgedämpft, ja, weil das ist sozusagen nach hinten raus und vorne um die Ecke, aber die sind Gott sei Dank gnadenvoll und machen die Sirene erst oder das Martinshorn erst immer etwas später an. Weißt du, bei mir in der großen Straße, da müssen die natürlich immer laut sein, damit sie durchkommen. Ja, da müssen sie durchkommen. Ich habe eigentlich ganz selten eine Aufnahme ohne Feuerwehr. Ich mache noch ein paar andere Podcasts und wenn ich so mit anderen Leuten im Skype oder auf anderen Ebenen spreche, dann stelle ich mich in der Stelle, mute ich mich in dem Moment, dann reden meistens die anderen schon.
Meistens machen wir auch ein paar Sachen, mache ich auch zu dritt oder zu viert für Massengeschmack TV. Ja. Und wenn ich die meine Feuerwehr höre, dann mute ich mich schon, lasse ich die anderen erstmal so ein bisschen reden, dann merkt man das manchmal gar nicht. Das ist natürlich dann raffiniert, genau. Ja, ja. Ja, also insofern haben wir da einiges vor und da freue ich mich auch, das möchte ich auch sagen an diejenigen, die dann zuhören. Da bin ich auch sehr dankbar, dass die Leute das auch gern haben, weil ich kriege eigentlich nur positive Zuschriften und so Daumen hoch und so, das sind jetzt nicht so viele, das muss man halt werbetechnisch ein bisschen ausdehnen, dass es dann... Es muss halt auch regelmäßiger sein, es muss sich streuen. Genau, genau. Man müsste ein Regelmaß einfinden, sodass man auf Vorrat produziert und das dann regelmäßig ist, kann man ja auf Zeit auch schalten und so weiter. Und das ist bei dir auch mit Vorrat, mit so Moment denke ich immer, das nimmt so viel Flexibilität raus und man kann auf nichts eingehen. Allerdings sind deine Geschichten ja in der Vergangenheit. Das heißt, du brauchst ja auch gar nicht unbedingt auf Aktuelles eingehen. Du kannst ja wirklich vielleicht ein bisschen auf Vorrat produzieren, dann hast du erstmal was da und das Raushauen ist ja das kleinste Problem. Das größte Problem ist offensichtlich, dass sich hinsetzen und loslegen dann für dich. Ja, das überhaupt machen. Das ist ein bisschen wie ein Autor, der ein Buch schreibt. Die haben ja dann auch ihre festen Regelmaße. Wenn man so liest manchmal, die fangen frühstücken und immer von 10 bis 13 Uhr wird geschrieben. So kenne ich das von manchen Autoren oder was sie so als in ihrer Autobiografie erzählt haben. Haben sich also einen festen Arbeitstag. Ne? Festen Arbeitstag, weil sonst gibt es zu Hause, kannst du Radieschen ausjäten, kannst du das machen, gehst nochmal zur Milch holen oder legst sie nur ein Viertelstündchen hin oder rauchst noch eine. Also diese ganzen Sachen, die sind ja tödliches Gift für Autoren, die dann schreiben. Und da man halt im Homeoffice ist, und heute ist ja Homeoffice angesagt, müssen sehr viel mehr Leute diese Selbstdisziplin haben, weil sonst dauert der Arbeitstag, bis das Pensum ist, immer abends bis 10 Uhr. Ne? Also ich kann das sogar nachvollziehen. Das ist ja kein Geheimnis. Ich habe ja auch einen normalen Bürojob, wo ich auch halt sehr viel Homeoffice mache und das ist kein Problem. Da habe ich halt meine festen Arbeitszeiten. Das ist ja halt dann für eine Firma. Aber ab dem Moment, wo ich dann quasi nachmittags quasi mich um meine Sachen kümmern kann, Interviewanfragen stellen kann, um andere Projekte, da muss ich mir auch Disziplin ranholen. Da denke ich auch mal, oh Gott, nächste Woche, wir haben immer noch keinen Interviewgast für Hamburg. Ich muss mal vielleicht noch mal zwei E-Mails heute noch mal raushauen. Und das kann ich schon nachvollziehen. Da muss man sich wirklich selber auch dann eigentlich selber anpeitschen. Das ist nicht ganz so einfach. Hey, das ist eigentlich ein Gedanke. Eigentlich könnte ich ein Buch schreiben, ja, Olafs Homeoffice oder sowas, wie Homeoffice leicht gemacht mit Olaf Kling oder sowas. Oder halt mit meinem Namen, mit Rampelmann. Aber gibt es eine Anleitung, wie man Homeoffice richtig gestaltet? Wahrscheinlich im Internet jede mögliche Tipps. Gibt es so, setzen sich feste Termine, rennen sich ihre Pausen und so weiter. Ja, aber das ist trotzdem, musst du am Ende, wenn du alleine da bist, musst du es halt auch trotzdem machen. Ja, doch ein und schönes Buch. Halt das Buch könntest du schreiben. Ja, du schreibst das Buch so, ja, du kennst dich im Showbusiness aus. Ja, aber ich kann ja nicht schreiben. Und da fehlt ja quasi die Disziplin dafür überhaupt, was zu schreiben. Dann geht's ja schon los. Und wenn ich dann anderen Leuten erzähle, wie das geht, ich selber es nicht hinkriege, ich bleib beim Reden. Machen wir das so. Franz, vielen, vielen Dank. Ich glaube, die Leute wollen uns hier langsam loswerden. Wir kaufen Essen nichts mehr. Bestellen wir noch einen Kaffee. Das machen wir nicht. Wir hauen jetzt ab hier. Wunderbar. Die Sonne scheint immer noch. Also herzlichen Dank auch. Also ich fand es richtig schön an dem Platz hier, weil ich fahre hier oft mit dem Fahrrad ja zum Bahnhof. Aber jetzt hat der Platz nochmal eine Bedeutung gewonnen und es ist einfach... Wenn du magst und es was zu erzählen gibt, lass uns gerne in unregelmäßigen Abständen gerne mal hier wieder sitzen. Ja. Oder woanders oder wie auch immer, treffen wir uns mal wieder. Ja, absolut, genau, richtig. Und auch mal mit einem anderen Kollegen oder Kollegin oder wenn sowas. Wenn du jemanden dazu bringen kannst. Also ich meine, du hast ja vielleicht, du hattest am Anfang mal gesagt, andere Kollegen dazu holen ist vielleicht schwierig für so einen Podcast. Das war mir auch recht, weil ich wollte bei mir zu Hause auch nicht zwei weitere Leute noch sitzen haben. Du weißt, wie eng meine Wohnung ist. Aber wenn du sagst, ja, vielleicht kann hier ein Kollege noch mal eine halbe Stunde dazukommen oder wir treffen uns mal und wir reden mal zu zweit. Ja. Sowas könnte ich mir gut vorstellen. Ja, absolut. Also ich kann mir das auch gut vorstellen. Gerade weil es so lokal ist und gerade weil das hier so völlig unkompliziert möglich ist, aufnahmetechnisch. Weil du hast ja dieses wunderbare Mikrofon, das muss man immer wieder loben. Das also für solche, das ist ja dann ein bisschen spontan mit Umgebung. Und und jetzt das Wetter ist schön. Und selbst wenn das Wetter nicht so schön ist, dann gehen wir halt irgendwo in ein Lokal rein. Und machen das dann da. Also ich bin da, ich denke auch, man sollte da schon auch das Kölner Potenzial ausschöpfen. Ja, ich meine, hier sind viele Kollegen auch aus der Lindenstraße. Ja. Vielleicht hast du ein, zwei Ideen, wo du sagst, ja, der wäre gut, da wo du dabei bist. Vielleicht sagst du auch, ja, den kenne ich zwar nicht, aber frag den mal, dann mache ich das mit dem alleine. Und ich denke, hier kann man noch sehr viel machen. Ja, und, genau. Ne? So machen wir das. Bleiben wir in Kontakt. Ja. Bleiben in Kontakt. Alles Gute und danke fürs Zuhören an alle und hurra auf. Ja, wir hören jetzt auf. Bis bald, ciao.